Hallihallo und herzlich willkommen zu Moon Talk 506. Der Greatest Royal Rumble ist Geschichte. Der erste Pay-Per-View aus Saudi-Arabien, dem ja noch einige folgen sollen. Und dazu werden wir jetzt mal unsere Eindrücke hier zum Besten geben. Und es hat sich auch was getan in der Tipprunde, aber dazu dann später mehr. Und ich begrüße jetzt mal als erstes den Thorsten. Hallo. Ahoi. Ahoi. Na? Na? Länger nichts gehört. Was? Wieso? Ich habe eine Ausgabe ausgesetzt nur, aber ich glaube, mehr nicht. Das kam mir so schrecklich lang vor. Wahrscheinlich habe ich dich so sehr ins Herz geschlossen. Ich habe dich ja auch angesteckt und es tut mir so leid. Ja, meine Stimme ist wieder da. Stimmt, deswegen habe ich ausgesetzt. Das war der Grund. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. So. Na, es ist, was soll man machen, ne? Also durch die ganze Vercyberisierung werden natürlich auch Krankheiten übertragen. Ja, aber du wirst lachen. Es gibt hier so spezielle Tabletten für Sänger und Lehrer, steht drauf. Die sind echt genial. Also ein, zwei Tage, dann bist du durch und kannst sogar noch weiterarbeiten. Ja, und du bist ja beides. Toll. Ja. Ja, nicht schlecht. Hätte ich mir vielleicht auch mal zulegen müssen. Aber ich dachte mir dann ganz kurz, ich kann dann halt abends nicht noch 4 Stunden Moontalk machen. Das wäre dann zu krass gewesen, hätten die Tabletten wahrscheinlich nicht mehr gewirkt. Ja, dafür gibt's dann aber nur auf Rezept, auch für Podcaster. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die doppelte Dosis, wie bei Ibuprofen. Ja, genau. So, und dann hinterher ist man richtig platt. Gut, wir haben ihn eben schon schnaufen hören. Hallo Jens. Hallo. Na, ist auch wieder fit, voller Ehrgeiz dabei. Ja, wir sind ja jetzt ganz stark dran, dass wir endlich die 100 von Nightcrow raushauen können, aber dann bin ich auch froh, dass es wieder in den normalen Rhythmus geht, denn die Organisation, das ist ja... Ach, sag an, Jubiläumsausgaben sind mit Stress verbunden, das wusste ich noch gar nicht. Erzähl mir mal mehr darüber. Ja, das ist mir natürlich klar, dass du damit kommst. Mann. Ja. Also ich freue mich da sehr drauf. Wir haben jetzt auch schon einiges gemacht und das hat auch bis jetzt schon viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf die komplette Ausgabe. Wird ja auch ein paar Überraschungen geben und also auf jeden Fall jeder, der uns jetzt zuhört, auch bitte da reinhören dann. Und als nächstes sage ich Hallo zu einem etwas schwächelnden Conway. Ja, willkommen zur Review der Biggest House Show in History. Und dann tippen wir ja auch noch Backlash. Ich habe Spaß an dieser Drecksliga, also legen wir los. Ja. Gut, dann bin ich sehr gespannt, ob du deine Meinung jetzt beim Review nochmal änderst, ob du es dann vielleicht doch besser findest. Und jemand, der ja an allem Spaß hat, egal was es ist, und der uns ja auch sehr stimmungsvoll da in den Greatest Royal Rumble letztes Mal eingeführt hat und dann auch während seines Livestreams natürlich mit seinem Wecker. Ja, nämlich den guten Formless One begrüße ich jetzt. Hallo. Ja, still your World Champion. Ich habe ja auch schon gehört, dass jetzt der Thorsten das Quiz so langsam fertig hat, damit ich dich dann auch endlich demütigen kann für die Punkte, die du mir nicht geben wolltest. Ja. Und am Ende besiege ich dich. Nein, ich weiß nicht. Gehe ich in eine wohlverdiente Brock Lesnarische Pause, in der ich den Titel nie verteidige. Ja gut, aber nicht so lang wie Brock Lesnar natürlich. Wobei Brock Lesnar, der lässt sich ja schon ab und zu mal blicken, ne? So einmal im Monat. Oder? Ja. Je nachdem, was gerade so ansteht, ne? Und dann hat er eben... Das passt doch ideal zur Gordon. Lesnar kommt auch nur, wenn es richtig Moneten gibt, ja? Das ist beim Gordon genauso. Jetzt haben wir endlich mal wieder eine Arena klar für euch zwei. Und da kommt er natürlich wieder. Ja. Gut. Wir wollen natürlich über den Greatest Royal Rumble sprechen. Ich weiß nicht, es war schon mal sehr ungewohnt. Ich glaube, das erste Mal, dass ich zu einer vernünftigen Uhrzeit was live geguckt habe, seit dem UK-Tournament damals. Und ich habe auch die ersten 3 Matches oder so dann im Stream von Gordon und Ken geguckt. Und ja, das war natürlich sehr unterhaltsam, auch mit dem Kickoff da. Da muss man ja als erstes mal sagen, der erste Eindruck vom Kickoff,
alle, die da saßen am Panel, hatten absolut miese Laune. Und man hat das auch gesehen. Das war schon verstörend. Also Byron Saxton, Jerry Lawler, Jim Ross und Booker T. Ja. Das ist ja, ich hatte auch schlechte Laune, weil Renee Young nicht dabei sein durfte. Also. Ich habe den Kickoff auch angeguckt. Ne? Dabei hat sie einen Männernamen. Also die hätte wahrscheinlich sogar gedurft. Ich weiß es nicht. Wie jetzt? Also ganz im Ernst, nicht mal eine Kommentatorin war dabei? Nix. Auch keine Interviewerin, nix. Nein, gar nichts. Keine Kabelhilfe also, oder sag so. Sag mal so, dass man da sich so den Gepflogenheiten des Landes anpasst, das ist ja okay, das begrüße ich ja auch. Aber eine Kommentatorin fände ich dann doch schon ziemlich vorsichtig. Aber gut, okay. Ja, es gab ja auch mittlerweile Entschuldigungen, dass in den Clips Frauen Network gezeigt wurden, ja, für Network, die nächsten, ja, für Backlash oder was weiß ich, oder dieser, ja, Network, dieser merkwürdige Musikclip da, den sie da gedreht haben. Da waren ja Frauen drin und dafür wurde sich entschuldigt. Tja. Es ist, das kann noch ausufern da. Also wenn die das nicht völlig klarstellen, was geht und was nicht, dann wird dieser 10-Jahres-Vertrag, glaube ich, platzen. Ja, das Süße ist ja, dass er in dem Sportministerium-Clip dem Band, da war ja eine Frau drin ja die ganze Zeit, das ist okay. Ja. Die weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil die richtig angezogen war, keine Ahnung. Es gab mittlerweile auch Highlight-Clips, also es war wohl nicht so schlimm, wie sich das manche vielleicht vorgestellt haben. Es waren tatsächlich auch Frauen zu sehen, die Gesten von den Superstars nachgemacht haben und auch welche ohne Kopftuch. Also es sah schon relativ liberal da aus. Das beste Publikum war, was, ja? Das beste Publikum war eine Frau mit Burka, die dann auf ihrer Burka ein WWE-Basecap hatte. Das war gut. Ja. Geht. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja. Und ich meine, die Kinder waren natürlich auch da total happy, dass sie da sein durften. So. Also, zum Publikum allgemein und zur ganzen Aufmachung können wir natürlich gleich nochmal kommen. Ja, erstmal so euer Eindruck vom Kickoff. Ich fand es sehr hell. Der Hintergrund war sehr, also man hatte natürlich noch das Tageslicht, ne, zu der entsprechenden Uhrzeit, aber auch sonst so die Dekoration und das ganze Set, viel weiß, überhaupt viel in den Saudi-Arabien-Flaggen gehalten, also weiß, grün und rot, so wie bei dem Logo eben. Das sah schon richtig schick aus, muss ich sagen. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Tja, ja, bei dem Geld kann man das ja wohl auch erwarten, oder? Was sie bekommen haben. Oh, ich habe mir eigentlich noch ein bisschen mehr versprochen, muss ich an der Stelle sagen, als ich gehört habe, wie viel Geld da geflossen ist. Palmen haben wir keine, oder habt ihr Palmen gesehen? Das Nein. Habt ihr in der letzten Ausgabe ja gesagt, dass ihr das, was höchstwahrscheinlich sehen wird, habe ich auch nicht gesehen. Und ja, also ich will jetzt nicht sagen, es sah aus wie eine größere Hausshow. Ich meine, das kommt wahrscheinlich nochmal das Thema später. Aber irgendwie, also klar, für heutige WWE-Verhältnisse immer noch mal was Neues. Klar, weil auch die Location halt natürlich anders war. Aber jetzt trotzdem nicht so der Überbringer. Meiner Meinung nach. Nee. Aber? Gut, es bleibt im Gedächtnis, würde ich sagen. Ne? Aber? Feuerwerk. Ja, und das nicht zu knapp. Ja. Also alles, was die WWE gespart hat, die letzten anderthalb Jahre schon? Ja, weiß ich gar nicht. Kommen, ja. Das wurde da jetzt verballert. Ist natürlich, ja, hat schon Eindruck gemacht. Weiß man natürlich nicht, wie viel davon jetzt tatsächlich dann aus dem Geld, was an die WWE geflossen ist, wie viel daraus kam oder was zum Stadion gehörte oder was nochmal gesponsert wurde irgendwie. Aber es war schon sehr, sehr viel. Auch draußen und das gibt's höchstens mal das, was es mittendrin bei WrestleMania gab, dass da das Stadion quasi abgefackelt wurde. Aber es ging ja noch weiter, ne? Es war ja. Ja, aber ich glaube, dass wenn du eine Open-Air-Atmosphäre hast, dass da Feuerwerk nicht so das Problem sein wird. Weil ich sag mal, so teuer ist das ja nicht. Ja, das kann ich dir aus dem Chemieunterricht auch sagen. Aber ich glaube eher, dass wenn die das in den Hallen in den USA machen, dass sie solche
Vorschriften mittlerweile wohl haben, dass da 5 Löschzüge im Hintergrund einsatzbereite rumstehen müssen. Ich glaube, das ist Open Air nicht ganz so. Und vielleicht verzichten sie deswegen drauf, weil einfach die Folgekosten höher sind. Ist eine Vermutung einfach nur. Ich kann es nicht genau sagen. Und in Saudi, vielleicht haben die da eh dann weniger Richtlinien, um da was einzuhalten zu müssen. Da heißt einfach, hey, es muss pompös sein. Das haben wir jetzt nur einmal im Jahr. Hau weg die Scheiße auf gut Deutsch. Ja. Vielleicht, ja. Weiß nicht. Würde ich gerne mal irgendwo eine Quelle sehen, die das vielleicht bestätigt oder auch total, total verneint. Gut, ja, gibt's noch was zum Kickoff zu sagen? Gab ja keine Matches dort, sondern wirklich nur. Cool. Ja, der war ja nicht da oder zumindest nicht am Panel. Das ist aber gefehlt, ey. Ist Booker T wirklich eingeschlafen? Ich habe so ein Meme-Bild gesehen letztens. Jetzt, oder so echt? Augen so, ja, der hatte die Augen so zu und dann irgendwann so, wieder auf. Ne, das was war das, was ich gepostet habe, das war von einer anderen. Ach so, okay, gut. Dann da war auch Hashtag, das ist dem Tobsen auch gefallen, da stand in diesem GIF, stand da oben Hashtag Total Bellas oder Total Divas. Ich glaube, das war so ein Panel nach einer Show, die sich dann, ist ja auch egal. Ach so, okay, nee, ich dachte, weil das halt so zeitnah kam, dass das da gewesen wäre. Nee, dann nehme ich da alles wieder zurück. Ich wollte ja, mal selbst wenn es ihm passiert wäre, es gab ja was an dem Arm, wo wir definitiv noch zu kommen, wo die ganze Welt sich ja drüber beömmelt, dann wäre das vergessen gewesen. Da gibt es zwei Sachen, ne? Ja, zwei Sachen, denke ich auch. Fallen mir jetzt so spontan ein. Ja, kommen wir dann drauf. Ich wollte es nur gerade anbringen, weil es passt. Okay, ja, wir haben ja nachher noch einen anderen Pay-Per-View, deshalb wollen wir uns nicht so viel Zeit lassen jetzt mit dem Greatest Royal Rumble, aber natürlich alles erwähnen, was uns einfällt. Ja, natürlich Riesenfeuerwerk auch zum Beginn gleich und was natürlich auffällt als erstes an der Kulisse, viele in den, ich sag jetzt einfach mal arabischen Outfits, ne? Also viele in der weißen Kleidung, auch die Security, also das sah schon etwas komisch aus. Da hat Conway ja nochmal drauf hingewiesen, also die falsch rumstehen, das ist dann wohl die Security auch in der entsprechenden Kleidung und auch die Kommentatoren. Ne, also es war schon wirklich alles aufeinander. Ja, die sahen alle drei gleich aus. Ja. Das ist wie bei Schuluniformen, es ist schon okay. Ja, sicher. Ist ja, gehört ja nun mal dazu. Und ich finde, das hat auch was. Es hat eine gewisse Atmosphäre auch. Ja, sag mal, die Frage gerade an euch, gab es die drei schon häufiger? Also, oder waren die das erste Mal da, die Saudi-Kommentatoren? Also, ich meine, ich stelle ja häufig gerne mal alle vor, die da sitzen, aber habe ich auch noch nie so gesehen, ne? Das war das erste Mal. Ganz neu. Die Saudi-Kommentatoren habe ich jetzt auch so das erste Mal gesehen. Also, das wäre mir aufgefallen. Was haben wir denn da immer, was vorgestellt wird? Natürlich die Deutschen, Spanischen, die Französischen, Russisch, Japan, Russisch, Hindi. Ja, sind dann nicht dabei, ja. Und Chinesisch, ne? Habe ich jetzt was vergessen? Ja, Mandarin, ne? Ist ja Chinesisch. Ne? Ja, genau. Ja. Wo wir gerade bei den Kommentatoren sind, ich habe es übers Network geguckt und dann auch mit den deutschen Kommentatoren. Ich nehme mal eins der schlechtesten Sachen des Grumbles vorweg und das war der deutsche Kommentar. Ich verteidige es ja hin und wieder mal, aber das hier war unterirdisch und nicht zu ertragen. Carsten Schäfer dabei? Nein. Ja, deswegen war er so mies. Also das nur Kelly und der andere. Ich werde es zu gegebener Zeit nochmal ganz kurz reinschmeißen, wann es wirklich unerträglich ist. Machen wir es jetzt, dann haben wir es abgebügelt. Und zwar war es während, ja, klein bisschen, ich meine, ist ja okay, ein klein bisschen vorgreifen. Diese Nummer alleine, von wegen, dass Daniel Bryan ja schon so und so lange im Rumble drin ist, wurde bis zum Erbrechen ausgepackt. Es reicht irgendwann. Ey, und oh, das muss man doch selber einfach mal merken, so, dann ist doch irgendwann mal gut. Also das war wirklich was, wo ich sage, da kann ich euch, liebe Wrestling-Fans, die da sagen, dass der deutsche Kommentar geht wirklich nicht. Hier war er wirklich unerträglich. Bah, ehrlich. Und aber auch Gott. Während der Matches auch. Aber das während des Grumbles war was total unter der Schiene. Aber da sage ich dir, Jens, ich glaube, da hatten die einfach das gleiche Skript liegen wie die Amis, ja, weil das war bei den Amis nicht besser, ne? Also das musste alle zwei Entrances musste das mal erwähnt werden.
Boah. Also ich glaube einfach, das war mit dem Skript einfach durch den Google Translator gehauen, ja, den zwei hingelegt und dann so, oh, bitte nochmal erwähnen, bitte nochmal. Wahrscheinlich war Vince schon direkt auf dem Ohr. Das kann sein, ja. Gut, aber da nicht zu viel vorweggreifen, das passt jetzt halt gerade nur wegen den Kommentaren. Ja. Kommen wir zum ersten Match und ich glaube, Gordon war es, der meinte, das könnte auch ganz gut der Opener werden, weil es eben ja auch überhaupt keinen Aufbau hat und trotzdem zwei Leute drin sind, die einen sehr guten Pay-Per-View anheizen können. John Cena gegen Triple H. Ja, da kriege ich ja einen Extrapunkt für im Ding, ne? Nein. Wenn es dir hilft. guck dir das Endergebnis an nachher. ja, beide auch mit besonderen Entrances, beziehungsweise was hatte Triple H? Ich weiß noch, Cena ist ja durch die Reihen da gelaufen. Hat er nicht ein Skelettgesicht wieder, Dings, Maske? Die hat er dann, aber ich glaube, die hat er verloren oder ziemlich schnell abgenommen oder ich weiß es gar nicht. Verloren, ne? Ja, nee, nicht verloren. Abgesehen, nee, die hat abgenommen, hat er einfach auf die Stage geschmissen. Ach so, ja. Ja, okay. Das war's. Ja. Ich dachte, die hat er ausgespuckt, so wie Asuka. Ups, na, die nehme ich jetzt nicht nochmal. So. Ja, und Cena ist da ja durch die Reihen gelaufen und hat man schon gesehen, ja, auch die Kinder haben da Spaß und ja, ist ja okay. War auch gleich super Stimmung. Und, was soll man sagen, die mussten selber lachen über die sensationelle Stimmung. Und die beiden haben ja nun 80er-Jahre-Klassiker hingelegt, muss man ja so sagen. Ihr Stil wirklich heute nicht mehr, also zumindest für ein Massenpublikum nicht mehr ansprechend natürlich. Wird vielleicht dann sogar als schlecht verschrien oder so, aber ich fand das richtig witzig. Ich mochte das Match, weil auch die Stimmung so unfassbar gut war. Was denn? ja, das große Problem, ich mach's da auch kurz. Es ist kein Aufbau da gewesen. Für mich war es ganz klar, das hat man einfach gemerkt. Ich hätte besser gefunden, wenn Triple H gegen, jetzt wieder mein Namensgedächtnis, danke, bitte. Wenn Kurt Angle der Gegner gewesen wäre. Wie gesagt, das habe ich auch schon bei der Preview gesagt, man hätte einfach auf WrestleMania aufbauen sollen. Das hat man ja in verschiedenen Matches ja auch getan. Aber hier merkte man einfach so, es geht um nichts. Es geht wirklich um gar nichts. Und das kann man eigentlich bei Undercardern machen oder so. Hier, das Match ist angesetzt, gut, ja, okay, Lückenfüller. Aber doch nicht bei Triple H und bei John Cena. Hunter sowieso, vielleicht ein Match im Jahr, wenn überhaupt. Und John Cena Part-Timer ist auch nicht mehr so häufig da. Seit 9 Jahren nicht mehr gegeneinander angetreten. Nee, es fehlte einfach was. Man hätte irgendwas machen sollen. Match war in Ordnung, aber man merkt einfach, da steckt nichts hinter. Aber das merkt ja auch nur ein Wrestling-Fan. Du hast ja gemerkt, das Match war halt für die Saudis, ja. Das ist dieses, deswegen war es auch so 80er-Jahres-Style im Sinne von, lass uns denen jetzt mal zeigen, was Wrestling war oder irgendwie im Grunde noch ist, irgendwie. Fast jedes Match hatte irgendwie eine Basis, um den Saudis die WWE und das Wrestling näher zu bringen. Das ist voll gemerkt. Da bist du natürlich als Langzeitfan, fällt dir natürlich sowas wie dir gerade auf, ja. Aber wenn man das so betrachtet, wie es eigentlich gemeint war, war es schon richtig so. Ja, ich sehe das ähnlich wie Conway. Ich finde auch, also das Match braucht für mich überhaupt keinen Aufbau. Hast du vielleicht gesehen, die ganzen Kids da, die man halt auf der Kameraseite da sehen konnte, hatten ja wirklich alle die grünen John Cena-Shirts an. Das war wirklich auffällig. Und dadurch, dass das Match eben diesen 80er-Style hatte, ganz am Anfang, haben sich bestimmt auch gedacht, komm, wir checken mal, wie das Publikum so drauf ist. Vielleicht auch für die Veranstaltung dann später. Weil das war ja diese typischen, ich schubse dich in die Ecke, ne, will ein bisschen Reaktion ziehen. Und da wollte man wahrscheinlich mal wissen, ob da überhaupt was kommt oder nicht. Ja, also ich hatte das Gefühl, Cena und Triple H haben angefangen und sind plötzlich so gefeiert worden. Triple H konnte sich ja 2-3 Mal selber überhaupt nicht beherrschen, hat ja angefangen zu grinsen. Na, er fand das ja super witzig einfach. Ja. So. Er fand das gut, wie die Leute da abgegangen sind.
Ich hatte aber das Gefühl, erstens, danach war die Crowd komplett ausgepowert. Zweitens, danach ging ihnen so gut wie alles am Arsch vorbei, als wenn du den Main Event irgendwie vorne hattest. Und drittens, dass die irgendwie alle in der Ruthless Aggression Ära festgesteckt haben, weil wirklich nur die ganzen Leute von damals bejubelt wurden, inklusive Rey Mysterio zum Beispiel beim Greatest Royal Rumble. Aber die ganzen neuen Jungs, die sind, außer vielleicht Braun Strowman, weil er gewaltig ist, fast überhaupt nicht, reliabel und notierbar gewesen für die. Also die haben die beiden abgefeiert, weil sie dachten, yo, die kennen wir von damals und der Rest ist für uns bla. Und manche von denen scheinen ja sogar noch tiefer in der Vergangenheit zu stecken, wenn man verlangt, dass der Warrior und Yokozuna kommen sollen. Fail. Ja, das ist natürlich peinlich, ne? Aber WWE, ja, wen kennen wir denn da? Wen können wir denn mal holen? Ach ja, den und den, der sieht auch noch so aus, als ob man ihn kennen müsste. Ja, das mal, ach so, die leben gar nicht mehr. Ja, gut, dann. Das ist Hammond. Ja, aber es erklärt ja vielleicht auch, dann legen wir noch 50 Millionen drauf für die Wiederbelebung. Ja, kein Problem. Gott. Sorry, ich wollte dir da nicht ins Wort fallen, aber es erklärt vielleicht dann auch dann für mich, warum der Undertaker binnen 2,5 Wochen dann oder 2 Wochen dann plötzlich wieder auftritt. Ja. Wo er sonst sich nur zu WrestleMania raustraut. Raustraut ist auch gut, ja. Ja gut, er kann es ja nicht mehr. Hier bin ich ihm auch nicht böse drum, aber ne? Ja, wenn die da wirklich tatsächlich noch die Namen alle im Kopf haben, naja. Dann erklärt das auch eben diese Art der Match-Ansetzung. Ja, denke ich auch. Noch komischer, dass halt eben dann Kurt Angle wirklich nicht aufgetreten ist. Ja. Das war doch ein Rumble. Oder was meinst du? Wie meinst du das? Gut, du hättest. Achso, als Einzelmatch oder was? Ja, klar, sicher. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich habe jetzt hier Geld. Und liebe WWE, machen wir mal ein Pay-Per-View. Und ich bin so ein Typ, ich möchte lieber die alten Stars sehen. Ja, dann würde ich wirklich darauf setzen, so die sie da wirklich noch haben und die in der Lage wären, dann würde ich auch gucken, Steve Austin auftreten zu lassen, vielleicht Shawn Michaels, wenn noch nicht kämpfend, aber ja, warum nicht? Ja, stimmt eigentlich, ne? Aber ja. Man hätte auch mal Angle gegen Shane machen können im Streetfight. Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber gut, wollen wir uns nicht zu lange drauf aufhalten. Gut, also wie gesagt, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam. Es war natürlich sehr langsam und sehr auf ja mehrere Stages natürlich, aber es war trotzdem gut. Die können ja auch was erzählen durchaus. Hat mir sehr gefallen, das Match. Und dann, ja, war jetzt auch vom Ablauf her oder auch vom Finish her, das war jetzt nicht unbedingt etwas, was Triple H normalerweise frisst. Aber war okay, hat hier gepasst. Und er war ja sowieso sehr beliebt aufgrund der Woche schon zuvor. Da war eben sehr stark in den Medien präsent. Und John Cena, haben ja auch einige von uns, von euch gesagt, braucht mal wieder einen Sieg. Und jetzt gucke ich doch mal, wie das hier aussieht. Auf Cena haben getippt. Ja, tatsächlich 6 von 9 in dem Fall. Wir hatten ja die Tipps von Saladin noch mit drin. Also, Gordon Conway, Jens Espada, Dorn und Feller haben hier auf Cena getippt. Ja, ich nicht. Toll. Nee. Ich dachte echt, dass Triple H langsam mal wieder einen Sieg braucht nach, keine Ahnung, einer Losing Streak von egal wie viel Matches. Aber gut. Ja, aufgrund seiner Beliebtheit hätte man das natürlich auch machen können. Ich meine, also, ich hab's mir dann, als ich wie gesagt die ganzen Kids gesehen habe mit John Cena und der wurde ja auch echt abgefeiert, da dachte ich mir auch, ah, okay, das war wahrscheinlich ein Tipp daneben jetzt, ja. Da startet man dann eigentlich da gut rein. Aber ihr habt ja auch gesagt, er war ja so der Botschafter und alles und naja. Dachte ich, vielleicht wäre das halt auch möglich. Aber in dem Match, wie gesagt, hätte wahrscheinlich jeder gewinnen können. Ja, das war ja auch nicht böse gemeint, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich egal. Es war einfach egal, weil nichts hintersteckt. Es hätte auch ein Draw sein können. Es hat keine Auswirkungen. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Die beiden mal wieder gegeneinander. Ja, okay, gut.
Ja, danach gab es natürlich noch eine kleine Promo von John Cena, der sich bei den Fans bedankt hat und dem Prinzen von Saudi-Arabien und dem ist alles ganz toll und sehr gastfreundlich und weiter viel Spaß und ja, also so das Übliche. Und ja, das, was eben so seine Aufgabe auch ist als Aushängeschild der Company, was er ja immer noch ist, ob er jetzt Part-Timer ist oder nicht, aber er ist natürlich auch einer der Sprecher. Wir erinnern uns an seine Promos und seine Mitreise nach China, als man den einen chinesischen Wrestler verpflichtet hat, dann natürlich immer bei den Pressekonferenzen und so weiter dabei. Deswegen hat das hier zu seiner Rolle gepasst. Und Triple H hat schon bei anderer Gelegenheit sehr, sehr viel gesagt zu dem Event und auch in Saudi-Arabien. Hatte er hier, das war nicht das Rise Above Hate Shirt, ne? Das war... Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Never Get Up, ne? Das Grüne, glaube ich, oder? Mhm. Das, was auch die ganzen... Mal gucken. Das weiß ich wirklich nicht. Ja, er hatte das gleiche, er hatte das gleiche wie die Kinderreihen, glaube ich, ne? Genau. Mal gucken. Nee, ich war jetzt gerade am Überlegen, weil Rise Above Hate, wenn er wirklich jetzt wegen den Kindern da war, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ja gut, dann würde es nicht ganz so passen. Never Give Up ist einfach eine etwas verständlichere Botschaft für Kinder halt, glaube ich. Ja, das, also steht vorne, steht Respekt drauf, wo er mit so Hanteln, so Hanteln hochhält und hinten Never Give Up und ich kann es nicht gerade lesen, Earn It oder ist irgendwie verdeckt hier leider. Aber gut, irgendwie, ja, nee, wahrscheinlich Earn nicht, It. Ist es nicht Hustle, Loyalty, Respect, Earn It? Ja, aber das steht einfach das nur, nicht? Warte mal, ich kann das ja mal hier rein oder kann ich mal gucken, aber... Ich dachte, das gehört dazu. Ja, oder das ist hier ein komischer Druck. Das Bild. Hier rein. Könnte auch Warn It heißen, aber das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja. Warnung, Cena kommt. Gut. Ja, jetzt hatte man so den Eindruck, dass sich die Leute da ziemlich verausgabt haben. Gut, es war ja sowieso in den ersten Reihen, ne, diese großen braunen Sessel, das sah natürlich sehr gemütlich aus. Das war schon nicht schlecht, war natürlich auch nicht billig. Und die Herrschaften, die da saßen, die hatten ja auch sichtlich ihren Spaß, ne? Wollen man ja gar nicht irgendwie kleinreden. Am Handy, ja. Hm? Am Handy? Ja, oder nee. Meinst du das gerade nicht ironisch? Nein, ich fand dieses Rumflezen und einfach so die Atmosphäre genießen, ich fand das schon stark. Also, dass die da einfach gesagt, boah, das ist die, ich glaube, die haben das schon ganz gut aufgenommen. Also, ja, weiß ich nicht. Gibt's da was gegen zu sagen? Ich fand jetzt nicht so, aber... Ja, vielleicht Hälfte-Hälfte. Also bei manchen hatte ich auch das Gefühl, dass die nur hin mussten wegen ihren Kids oder irgendwas und selber wären sie lieber noch mal irgendwo ein bisschen im Business. Also manche haben echt so einen Workaholic-Eindruck gemacht, finde ich. Aber manche vielleicht auch nicht. Manche haben sich das angeguckt. Aber ja, so wie du es gesagt hast, kann man es auch sehen. So einfach im Sessel so, okay... Ja. Mal was Neues hier. Und die hatten ja auch. Wir meckern ja manchmal über die Crowd, aber ich meine, die zahlen für die Karte, dann haben sie auch das Recht zu machen, was sie wollen, wenn sie dich gerade mit so einem blöden Wasserball da rumschmeißen. Ne? Ja, das wäre nochmal witzig gewesen. Beachball, den kann man doch nicht schlecht machen. Das wäre nicht gegangen, da war ja so viel Platz zwischen den VIPs und den anderen. Die hatten ja auch wirklich echte, also die hatten ja nicht einfach nur irgendwelche Stühle, ja. Die hatten da ja schon so eine Art Sessel. Ja, aber jedem das seine, ja. Gut, dementsprechend runter ging die Stimmung auch beim Cruiserweight-Title-Match, leider zwischen Cedric Alexander und Kalisto. Das war eigentlich sehr, sehr schön. Die haben gut connected, muss ich sagen. Das Finish war sehr innovativ, hat mir richtig gut gefallen. Ja, ging ja auch so seine Zeit, ne? Gute 10 Minuten. Also nur die Stimmung, die war da natürlich so ein bisschen im Keller. Aber insgesamt hat mir auch das Match sehr, sehr gut gefallen. Ich mag sowieso Cedric Alexander sehr gern. Ja, wie ging das Lied nochmal, JFK? Och. Nee, aber ich fand das Match auch stark. Also, das war gut gebuckt, weil jeder durfte mal was zeigen und es war ein bisschen Spannung drin, auch wenn du wusstest, dass der Teaser jetzt bestimmt nicht wechselt bei so einer Biggest House Show ever. Trotzdem war es spannend. Also, es hat irgendwie eine kleine Story erzählt. Das fand ich jetzt gut.
Und wie haben wir da getippt? Kann ich dir sagen. Ich hätte trotzdem, mich hätte wirklich interessiert, wie das Match angekommen wäre mit Mustafa Ali drin. Weiß ja nicht. Aber habt ihr am Anfang gesehen, Kalisto wäre wieder fast bei seinem Entrance wieder hingefallen. Also das hat wieder nicht viel gefehlt. Ja? Ist mal so kurz hängen geblieben, wieder am Seil. Ach so, dieses wieder da reinspringen. Mit dem, ja, mit dem Trampolin. Also er hat ja die Superkräfte. Ne? Das ist ja kein Trampolin, das ist ja hier. Ach so, ja. Mhm. Ja. Hat den Gummibärensaft vorher noch getrunken. Gummibär. Bouncen hier und da. Überall. Wir haben Deutsch alle auf... Mix, jawohl. Ja. Hi, Adventures. Ja, wir haben natürlich alle auf Cedric getickt, weil war nicht zum Zeiten des Tippens noch gar nicht klar, gegen wen er überhaupt ran muss? War das nicht so? Also nee, Kalisto stand schon fest, glaube ich. Also okay, es stand so auf der Card. Ich weiß ja, ich meine, qualifiziert in der Tour 5 Live davor. Okay, da hatte ich meine Tipps vorher fertig gemacht, weil also bei mir stand Cedric gegen Fragezeichen. Da dachte ich mir, okay, der gewinnt auf keinen Fall. Also das Fragezeichen. Ja, naja, so. Nee, ich habe die Tour 5 Live von dieser Woche mal kurz reingeguckt, weil ja dieser Maverick, JFK, Spud. Wie hieß der bei TNA? Spud. Spud. Ja, Rockstar Spud, genau. Der hat ja irgendwie einen Tweet gemacht. Big Return bei 205 Live und alle schon hier in der Hörergruppe schon am überlegen, hoffentlich Neville oder sonst was, ne? Aber der liebe Abo, ja, hatte mal wieder richtig getippt. Das war einfach nur die Rückkehr von Buddy Murphy, der jetzt wieder das Gewicht hat, was er braucht, um bei 205 Live mitmachen zu dürfen. Ja. Und da haben sie halt in der Vorschau von 205 Live gezeigt, wie sich Kalisto halt bei 205 Live letzte Woche qualifiziert hat für das Match gegen, also beim Gumbel, ne? Ja, ich habe aber schon wieder vergessen, gegen wen. Ich glaube, gegen Tugulek oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe ja Enzo. Oder Tosawa oder so. Ja, das, ja. Ja. Ist noch ein bisschen früh. Ja, manche kamen ja mit Rich Swann, aber wenn ihr mal ein bisschen so aktuelle Wrestling News lesen würdet, dann wüsstet ihr, dass Rich Swann hat jetzt schon eine Seite, wo man ihn buchen kann. Und der wurde jetzt auch schon gebucht für irgendein Wrestling-Event in den USA, von daher. Mhm. Sind denn seine Legal-Geschichten, sind die jetzt durch? Ja, entweder das oder es ist so kleinen Ligen, die ihn einmal im Monat bucken, egal. Ne? Ja, oder das. Das ist ja, gibt es ja aktuell auch, wo wir gerade bei Legal-Sachen sind. Ja? Gibt es ja eine Verhandlung, oder soll es eine Verhandlung geben gegen Tidus? Es gab doch diese Network-Show Swerved, also so wie Punk, wo sie so reingelegt wurden. Mhm. Und da hat er irgendein Mitarbeiter verletzt oder so. Och. Ja, der hat ihn dann. Und die WWE, das war deshalb ein Newsletter, weil die WWE sich aus dieser Angelegenheit raushalten möchte, aus diesem Lawsuit, weil das hat ja nichts direkt mit der WWE zu tun, heißt es, weil das war ja Mitarbeiter von außerhalb und bla, und was Tidus macht, ist ja seine Sache so ungefähr. Ja, genau, es ist ein WWE-Produkt, was auf dem WWE-Netzwerk läuft, aber die WWE hält sich raus, wenn es dann eine Gerichtsverhandlung gibt. Ist so. Ist ja auch egal. Das ja, ja. Halt. Ja, ja. Das ist ja dann selber. Ja. Naja. So, Salida de Sol wurde gekontert in den Lambert-Check. Sehr schön und sehr schön. Das Publikum hat es nicht so ganz gefressen. Aber also sauber war der auch nicht, ne? Aber ich fand die Idee ganz gut. Ja, die Idee war super, aber das war dann so schnell am Ende, dass selbst ein Lambert-Check so auch so gerusht wirkte und da nicht so sauber war. Aber das ist ja egal, weißt du. Dann kam der Pin und dann war gut. Ja. So, dann. Und ich glaube auch die einzige Spanish Fly an diesem Abend. Nicht so wie bei WrestleMania. Ja, in jedem Match. Wo der NXT-Trainer da war. Macht mal Spanish Fly, alles klar. Alle. Alle. Ich will von jedem eine Spanish Fly sehen. Ja. Sonst werdet ihr entlassen. Sonst seid ihr in die Niederlande. Was? Ja. Sonst werdet ihr ausgesourced. Gut. Raw Tag Team Title Match. Der Titel war ja vakant und wurde dann ausgekämpft. Die Deleter of Worlds, wie sie jetzt heißen, also Matt Hardy und Bray Wyatt gegen The Bar. Und es war nichts Besonderes, ne? Aber ich fand's okay. Das war jetzt so der erste
Downer so für mich. Aber, ja, das konnte man mitnehmen. Ja. Ich meine, irgendwie, das habe ich in meinen Tipps, um das nochmal, ich habe ja nicht, war nicht eine Ausgabe dabei. Ich dachte mir nämlich dann bei meinen Tipps, wahrscheinlich wechselt doch kein Titel, weil ja der eine Titel hier ja irgendwie einen neuen Besitzer bekommt, weil er ja vakant ist. Und ja, das Match war, konnte man so gucken. Aber mehr war es halt auch nicht. Na, ich fand es interessant, das war auch eine News, wo ein Twitter-User ein Bild gepostet hat von einer Fernbedienung, wo er mit seinem Daumen auf den Ausmachschalter den Daumen drauflegt und darunter schreibt, das macht man halt, wenn Bray Wyatt oder das Tag Team da zu sehen ist. Und da hat dann Bray Wyatt zurückgetweetet und ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, weil da ja auch so viele Hashtags immer drin sind, habe ich vergessen. Ich weiß nur, das ist sehr beleidigend da. Also bei Wyatts Niveau ist immer bei Tweets immer sehr. Dass er dann noch problemlos auftreten durfte bei Raw und alles, dass er keinen Ärger Backstage bekommen hat, fand ich schon. Ja, aber komm, jetzt im Team mit Matt Hardy ist es doch viel, viel erträglicher, wenn nicht sogar gut. Ja. Also wir finden es gut, vielleicht finden es andere immer noch scheiße, ich weiß es nicht. Aber also ich wollte auch eher auf das Niveau von Bray Wyatt eingehen. Kurz okay, noch. Weil er sich da wieder sehr, sehr geschmackvoll verleiten lassen, okay. Naja. Also sagen wir mal nicht scheiße, sondern sagen wir eher so, gibt Besseres. Also ich finde Matt Hardy einfach mit dem Gimmick jetzt in einem Tag-Team, weil es halt eben auch leider wieder ein bisschen voraussehbar ist. Ne? Es ist klar, die beiden sind nur zusammen, um sich dann ganz schnell auch wieder zu trennen und der Titel ist auch wieder nur Mittel zum Zweck. Ich weiß nicht. Also ich finde, so eine Art der Storyline könnte jetzt auch mal 2, 3, 4 Jahre ruhen. Ja, das hast du letztes Mal schon gesagt. Ich finde nicht, dass man die wieder trennen sollte. So schnell. Ich auch nicht. Also kannst du doch jetzt, Nee, ich sehe, dass sie beide voneinander profitieren. Dass Matt Hardy, er braucht ja auch irgendwie immer einen Bezugspunkt. Jetzt hat er eben nicht Brother Nero und seine Familie wird auch nicht so eingespannt wie bei TNA. Und Bray Wyatt, der war eben völlig durch. Der hat nur noch sinnloses Zeug erzählt und ja, natürlich. Und jetzt beide als Face, Bray Wyatt wollte man immer irgendwie bejubeln, hat man ja teilweise auch. Man konnte nur nichts mit seinem Charakter anfangen und jetzt hast du eben diese Kombination Light und Darkness. Ich find's nicht schlecht, man kann das doch erstmal entwickeln und du siehst da gleich wieder den Break. Also, finde ich nicht. Ja, ich glaube schon, darauf wird's hinauslaufen. Kann natürlich passieren, aber ich hoffe auch, dass sie noch zusammenbleiben und dann halt auch noch eine coole Fehde gegen irgendein anderes Tech-Team haben. Dann auch von mir aus gerne wieder hier auf dem Hardy-Compound und mit irgendwas Strangen oder so. Das wäre nicht schlecht. Und dann nach einem Jahr oder so kann man das machen. Weil was will man denn mit White jetzt wieder oder mit Hardy als Single-Wrestler machen? Die werden sie nicht weiter pushen. Denke ich mal, der Zug ist abgefahren. Da sind jetzt gerade andere da. Und ist wirklich Matt Hardy mit seinem Woken-Ding schon so weit unten? Naja, es wurde ja bei der WWE gänzlich anders aufgebaut. Ne? Mm. Der Moment der Verwandlung ist ja leider komplett untergegangen, weil die Crowd das nicht mitgekriegt hat. ja, und dann kam ja immer nur so ein bisschen was durch und dann war es ja wirklich nur auf Delete erstmal. Dann hat man das auch noch im Theme irgendwie mit eingebaut und dann war es wirklich so wieder sehr, sehr plakativ und nur auf eine Sache, weil das WWE-Publikum sich ja angeblich nur immer auf eine Sache konzentrieren kann. Und es war so viel bei TNA, ne, worauf er Bezug genommen hat. Es waren 10, 15 Catchphrases oder Bezeichnungen, die immer wieder kamen und jetzt bei der WWE hattest du ein oder zwei. Jetzt hat er wenigstens noch Wonderful und so. Also man hat es jetzt so ein bisschen verstärkt. Aber er ist nicht weit unten, aber er war auch nie weit oben damit. Und jetzt gibt der Bray Wyatt eben was davon ab. Ist natürlich auch ganz hilfreich. Matt Hardy sehr, sehr erfahren. Kann Bray Wyatt sicher auch gut tun. Jeff ist sowieso bei SmackDown, also die wird man dann auch nicht zusammenbringen. Ja, passt doch. Meiner Meinung nach. Naja, gut. Geben wir mal eine Chance. Gucken wir mal, was kommt. Ja, komm, also ich meine, es hilft doch Bray Wyatt mehr als alles andere, was wir vorher gesehen haben. So, ich kann es nur noch mal wiederholen. Wir haben hier ein FSK 18-Gimmick in der PG-13-Show.
Und das funktioniert nun mal einfach nicht. Ja, das kannst du nicht so rüberbringen, wie du es vielleicht gerne wollen würdest. Und das ganze Geschwurbel, das wir jetzt monatelang von Bray gehört haben, das nirgendwo hingeführt hat. Letzten Endes hat er ungefähr jede wichtige Fehde verloren. Der Charakter war einfach auf. Du hättest ihn genauso gut beerdigen können. Es kam noch nicht von ungefähr, dass viele Leute da geschrien haben, lass den mal ein Dreivierteljahr von der Kamera weg und dann kommt er als Husky Harris wieder. Aber was wäre das denn gewesen? Hätten das die Leute wirklich akzeptiert, ihn dann wieder in seinem so gesehen NXT-Gimmick zu sehen, in seinem ehemaligen CM Punk Nexus-Stable-Gimmick oder wie auch immer, das ist doch Blödsinn. Das hätte in meinen Augen einfach nicht funktioniert und deswegen musste man ihm jetzt was anderes geben. Und dass man jetzt so dieses Darkness and Light-Ding macht, was sie jetzt ja auch bei Raw nochmal wieder angebrochen haben, ist doch vollkommen in Ordnung. Das passt auch dazu. Jetzt kann er schwurbeln, wie er will. Er kann jeden Bullshit reden, den er will. Jeder wird es abfeiern, weil sie alle sagen, ja, das ist genau dasselbe, was Matt Hardy auch macht. Die beiden sind halt komplett durch. Ja. So, jetzt haben sie eben den Titel gewonnen. Klar kann man dann sagen, das kommt ein bisschen früh für das Team. Ja, okay, mag sein, aber sie haben nun mal momentan irgendwie keine anderen Leute gehabt und es war klar, dass die beiden gewinnen, denn The Bar geht eben rüber zu SmackDown. Das ist auch in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und ich denke, die beiden können da durchaus was draus machen und wenn man da jetzt ordentliche Fäden draus erkiesen lässt, ja, dann können wir natürlich auch gucken, was sich dann irgendwie entwickelt, wenn man vielleicht auch Matt ein bisschen freie Hand gibt. Ich meine, dass er damit nicht mehr in den Main Event geht und Bray Wyatt sehr wahrscheinlich auch nicht. Ja, okay, aber das ist ja auch nichts Neues. Wir kennen ja nun Vince McMahon und wissen ja mittlerweile auch, ich habe es nicht selber gemacht, also hat das hier nichts verloren. Ja, das ist ja, ist bei ihm ja meistens so, aber er soll ja einigermaßen ein Fan davon sein, dann soll er es doch einfach machen und wir haben wenigstens eine ansprechende Midcard. Wo ist das Problem? Nee, das Problem war einfach, dass ich gedacht, also ich habe ja die TNA-Zeit von Matt nicht mitgeguckt. Das muss man ja immer wieder betonen, dass das auch jeder weiß. Obwohl das hier, naja, egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dachte, okay, wenn die jetzt das okay haben, dann startet er mit diesem Gimmick halt entsprechend durch. Ich habe das jetzt zum Beispiel gar nicht so gesehen, dass er so unten durch ist. Ich dachte mir nur, ja gut, es dauert wirklich ein bisschen sehr viel, aber okay, meinetwegen. So, und bei Bray war es mir klar. Und ich dachte eigentlich so, naja, eigentlich profitiert Bray von Matt und nicht umgedreht. Ja, natürlich. Also war ich dann da jetzt vielleicht nicht so auf dem aktuellen, auf dem aktuellsten Stand. Aber ich dachte echt schon so, naja, das ist jetzt, das startet jetzt mit Matt richtig durch. Und das ist jetzt eher so hinderlich. Klar, es hilft Bray Wyatt, dachte ich, aber Matt auf keinen Fall. Doch, weil man das wahrscheinlich honoriert insgeheim. Dass Matt aus Bray Wyatt wieder was macht. Und das hilft dann wiederum Matt Hardy. Dass die sich praktisch auf derselben Ebene begegnen. Ne? Also der Veteran und derjenige, der irgendwie vor 5 Jahren ein komplett neues Gimmick versucht hat und dann damit kläglich gescheitert ist, in unseren Augen zumindest. Ich weiß, es gibt viele Fürsprecher von Bray Wyatt, wie er war. Vince Russo ist zum Beispiel einer davon. Aber es war eben längst nicht ausgereift. Und auch nicht ausgereizt. Und man hätte so viel mehr draus machen können. Deshalb bin ich froh, dass er jetzt ja praktisch so ein Anker gefunden hat, wo es, wie ihr schon gesagt habt, wo es eigentlich egal ist, was er sagt. Matt Hardy redet auch Blödsinn. Und es ist aber witzig und es ist unterhaltsam. Also lass die beiden doch voneinander profitieren. Gut, haben wir alle richtig getippt? Ich gucke nochmal eben durch, aber das ist klar. Gut, also ja, alle Neune hier auf die beiden. Die Deleters of Worlds oder wie auch immer. So. Da hat niemand auf The Bar getippt, oder? Nein. Nee, eben. Ja. Ja, The Bar, um da jetzt nochmal hier so die Brücke zu schlagen, waren dann bei SmackDown, beziehungsweise Sheamus hat gegen Xavier Woods verloren. Genau. Ja. Und ja, aber das ist auch in Ordnung, dass man zwischen denen jetzt eine Fehde beginnt.
Ja, wollen wir sowieso ja sehen, ne? Mit den Usos noch mit drauf oder so am besten. Ja, vielleicht auch erstmal die Usos außen vor. Die können erstmal nochmal gegen die Blöd Brothers gehen. Ja. Ich finde es eigentlich mal ganz spannend. Ja, sorry, irgendjemand muss gegen die Dullies gehen. Das ist halt das Problem, wenn die Tag-Team-Titel halten. Was willst du denn sonst machen? Die Bludgeon Brothers dann mit den Titeln irgendwie vorhalten und gar kein Team gegen sie haben und die anderen wresteln in dem geilsten Match oder was? Also, und ich will ganz ehrlich, ich will kein Fatal vorsehen. Das brauche ich aber nicht mehr. So, also ich würde es ganz cool finden, wenn die Usos jetzt erstmal weiterhin gegen die Bludgeons gehen und dann eben New Day und The Bar gegeneinander und der Sieger von New Day und The Bar trifft dann am Ende auf die Bludgeons, weil die Usos die natürlich nicht besiegen, weil die Bludgeons so ganz stark sind und dann irgendwann geht's halt mit Cesaro und Sheamus beispielsweise dann mal gegen die Bludgeon Brothers. Das wäre ja auch ganz interessant, wenn Sheamus dann auf seinen Gegenteil da trifft, ne, auf sein Negativ. Aber Gordon, dein Fatal Four, was du nicht mehr sehen willst, das gab's ja einen Tag vor SmackDown, da gab's nämlich eine SmackDown House Show. Ich finde das schlimm, dass die SmackDown da gleich 2 Tage am Stück arbeiten müssen. Gab's eine House Show in Ottawa, Ontario, und da gab's ein Fatal Four. Die Blood and Brothers haben da Aiden English und Rusev, The New Day und die Usos besiegt, ja. In einem Titelmatch, ja. Ja, gut, ich meine, Hausshow heißt ja nicht zwangsläufig, dass es dann auch in den generellen Shows so ablaufen wird, aber es kann natürlich passieren. Also ich würde es langweilig finden, bin ich ganz ehrlich, weil es halt wieder dasselbe ist. Wir haben eigentlich keinen Plan für niemanden und schwurbeln dann alle nur irgendwo mit rein. Das ist halt dumm. Also war interessant, da gab es auch noch das Tag Team Match Carl Anderson und Luke Gallows, die diese Bar besiegt haben in der Hausshow. Ja, siehst du. Naja, also da kann man eben mal gucken. Also meinetwegen können auch Gallows und Anderson erstmal gegen die Bludgeon Brothers gehen und dann macht man halt eine Triple Fehde. Aber ich würde es eigentlich, glaube ich, mal ganz spannend finden, wenn man hier tatsächlich irgendwie so ein klassisches Ding einfach hat. Also, dass man da wirklich einfach nur eine ganz normale Tech-Team-Fehde draus macht. Und damit hat man jetzt den ersten Stein gesetzt. Ich meine, Sheamus hat ja auch hier nicht klar verloren, sondern wurde von Kofi abgelenkt, wird dann in Inside Cradle gezogen und verliert dadurch. Das ist auch in Ordnung. Also so konnte man dann auch Xavier mal ein bisschen pushen wieder als Singles-Typ, denn ich finde, der Typ ist vollkommen underrated. Ja. Das ist ein Top-Wrestler, der ist super am Mikrofon. Der hat halt nur den Fluch, so klein zu sein. Ja, gut, aber er wurde ja auch schon bei TNA damals sehr, sehr gehypt. Ne? Consequences Creed hat ja auch, wurde für einen X-Division-Guy sehr rausgestrichen, zumindest über die ersten paar Monate. Ne? Dann hat er natürlich da sein Incident, dass er da in den Ring gekotzt hat, aber naja. Kann man drüber hinwegsehen. War wahrscheinlich damals schon zu viele Pfannkuchen. Ja, nur dass TNA nichts bedeutet. Ne? Also ich meine, ich meine jetzt nicht vom Ding her für TNA, aber das Problem ist halt einfach, das interessiert ja an Vince McMahon nicht. Nein, natürlich nicht. Aber so für ihn war das sicher nicht schlecht, dass er gleich so auf die, ich sag mal, große Bühne geschickt wurde. Ja. Naja gut, wir hatten am Ring noch Cesaro da, also bei SmackDown. Der hat sich da ja einige Pfannkuchen in die Jacke geheftet, war da als Pfannkuchenschlemiel irgendwie unterwegs, so hey, du, wer ich? Ja. Du. Willst du Pfannkuchen kaufen oder was? Ja, das ist jetzt wieder Swiss Money Holding, ne? Da knüpft er jetzt wieder dran an. Sich ein bisschen was dazu verdienen anscheinend. Und ölt sich immer ein. Ja. So. Gut, das, da waren da also jetzt der Haken dran, also The Bar, wer da jetzt irgendwelche Zweifel noch hatte, dass die doch wieder zu Raw gehen oder den Titel irgendwie mitnehmen würden, das ist alles nicht passiert. Sie haben hier natürlich verloren. So, es geht weiter mit dem United States Title Match. Entschuldigung. Jeff Hardy gegen Jinder Mahal, natürlich in Begleitung von Sunil. Wunderschön, der war ja später noch im Rumble. Ach nee, das war Hornsboggle. So. Oh, komm. Die sehen genau gleich aus. Das Match war eigentlich. Ja, aber nur im Gesicht. Ach. Ja. Was? Ja, der andere ist größer. Ja, Hornsboggle, ne? Ja, Hornsboggle. So. Match war eigentlich ja ganz okay. Nee.
Und dann dann kam plötzlich Jinder Mahal und wurde Earthquake. Also ja, also das Match war schon etwas fortgeschritten. Es gab Whisper in the Wind und komplett an Jinder Mahal vorbei. Und ich wusste erst nicht, was ist denn das? Nein, der wird doch jetzt hier nicht abfuckmäßig umfallen. Das war doch bestimmt ein verfehlter Elbow jetzt oder so. Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und wer knistert denn da so? Dann habe ich es mir nochmal angeguckt und ja, es war tatsächlich. Ja, also Jeff Hardy ist an ihm vorbeigesegelt und danach der, ach, mach ich mal hier Bump-Schule. Ja. Ne, schön abschlagen, so, das merkt jetzt keiner, das ist in Ordnung. Aber man, ja, ich weiß nicht, man hätte das doch irgendwie noch, oder wenn er wenigstens den Ellbogen so leicht rausgestreckt hätte, als er so im Fallen noch gemerkt hat, ah Mist, wieso falle ich eigentlich, dass er irgendwie, dass man das noch so hätte interpretieren können, dass er Jeff Hardy versucht, mit dem Ellbogen zu erwischen oder so. Aber so war es ja nicht und dementsprechend lächerlich sah es dann aus. Schade für die beiden. Ja, dementsprechend auch eine klare Titelverteidigung hier nach der Swanton Bomb von Jeff Hardy. Alter, wenn Jinder Mahal ja bei Raw rausgekommen wäre und es so verkauft hätte. You only won because of the earthquake in Saudi Arabia. Dann the earthquake. Ja, ich hätte das dann einfach wirklich so verkauft, so Titus O'Neil was also a victim from. Ja, genau. So hätte ich das verkauft an Jinder. Ich hätte ihn so gefeiert und ich garantiere dir, Montreal hätte ihn für den Scheiß gefeiert. Wenn er das so verkauft hätte, mit total dem lächerlichen Schwachsinn, aber das mit vollkommen ernster Miene rüberzubringen. So wie John Morrison damals sagte, oh, ich hatte ja nur ein Fieber. So, ja. Das war einfach großartig. So muss ein Heel dann in dem Moment agieren, um den Scheiß irgendwie gerade zu biegen. Aber nein, es wird totgeschwiegen und ist einfach nur dumm. Ja, Montreal hat ihn sowieso gefeiert, ne? Eigentlich Jinder. Nicht. Doch. Jinder wurde bejubelt. Geht so. Nö. Jinder wurde nicht bejubelt. Fand ich jetzt auch nicht. Zayn und Owens wurden bejubelt. Da musst du nochmal gucken, ja, Michael. Na gut, alle, die gegen Roman und Konsorten gehen, die werden eigentlich bejubelt. Also Roman schon wurde ausgebuht. Das ist ja ein Unterschied. Wenn jetzt ja, Jinder gut natürlich sagt, ich hau dir aufs Maul, Roman, klar jubeln die Leute da. Ja. Aber das hätten die bei jedem getan. Das ist vollkommen irre. Dann hätte auch ein Toaster stehen können. Da wären zwei Toastbrote rausgeflogen und da steht dann auf dem einen, ich hau dir, und auf dem anderen aufs Maul, Roman. Dann wäre ja auch der Toaster bejubelt worden. Toast runter. Toast runter. Hallo, Zimmerservice? Ja. Prost für Zimmer sowieso. Ja. Ach, schön. Grüße. Grüße. Ja. Ah, ja. So. Ja. Wie haben wir hier getippt? Fast. Fast eindeutig. Ich guck mal eben. Ich glaube, Jens hat, glaube ich, auf Jinder getippt. Ja, Jens hat auf Jinder getippt und sonst alle auf Jeff Hardy. So muss das. Jens und Tausendsasser. Ja. Grüße. Jens der Mahal. So. Oh Gott. Ja, machen wir schnell. Auf sicher kann doch jeder. Jetzt mal im Ernst. Ah, ja. Ja. Da kommen wir nachher noch zu. Pass mal auf, du. So, also. SmackDown Tag Team Title. Ja, war das, was jeder erwarten konnte. 5 Minuten. Jetzt nicht unbedingt ein Squash, aber schon ziemlich eindeutig. Die Bludgeon Brothers haben verteidigt gegen die Usos. Und nach dem Match. Bitte? Kackmatch. Ja, musste eben abgehakt werden. Ne? So ja sah es eben auch aus. Ich habe ja auch noch mal bei euch in den Chat geschrieben, schade um die Usos. Ja, schon bei Mania nicht, so ein kurzes Match, ne? Ja, nee, nicht weil ich gedacht hätte, dass die Usos hier was reißen, sondern dass sie überhaupt im Moment so ja eingesetzt werden müssen. Dann hat Ken, glaube ich, gesagt, dass das nicht passt mit den Gürteln, dass sie blaue Gürtel zum alten Kane-Outfit haben, gebe ich ihm absolut recht. Ja. Das passt so gar nicht. Also die mit den roten Gürteln, das wird ja wenigstens noch irgendwie cool aussehen. Aber das ist wirklich so, als hätte man da jetzt ein Kind Figuren und Gürtel geschenkt und der hätte es einfach irgendwie
zusammengemischt. Naja, gut, was willst du machen? War da irgendwas bei SmackDown noch? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, naja, aber eher nur mit The Bar und New Day halt, ne, wo sie sich lustig gemacht haben, Mensch, ihr wolltet doch die Raw-Gürtel holen. Also ihr wolltet doch zu Raw zurück, indem ihr euch die Titel holt. Ja, genau. Und dann stand ja Bar da mit SmackDown-Contract und so. Und nö, wir wollten schon immer mal SmackDown sein. Total dämliches Gelaber. Aber dann kam halt wieder das, was ihr vorhin, also du und Gordon vor allem angesprochen habt, Xavier Woods wieder, ja, wie gut der eigentlich ist, ne? Hat dann da ein paar Sprüche abgelassen und ein Match gegen Sheamus dann bekommen, ne? Ja. Was er ja auch noch gewonnen hat, ne? Aber ich dachte, da kommen wir so Backlash, wenn wir den Backlash tippen drauf. Ne? Ja, wir können das dann natürlich alles noch verbinden. Jetzt haben wir ja auch diese seltene Konstellation, obwohl die Pay-Per-Views weniger werden, dass wir einen reviewen und gleich den nächsten tippen. Ja. So, dann kam ein sehr, sehr schönes Match, wie ich finde. Hat eigentlich alles soweit gehalten, was ich mir gedacht habe. Das IC-Title Ladder Match der Four-Way, Seth Rollins gegen Finn Balor, Samoa Joe und The Miz. Ja, da war mal Dampf drin. Also die haben sich nicht geschont. War ja auch klar eigentlich. Also bei den Beteiligten, auch Samoa Joe hat da ja gut mitgemacht. Es gab sehr, 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 sehr krasse Spots. Auch auf die Leiter. Auch so Sachen, die man jetzt so gar nicht vermutet, mit so, ja. Ja, aber wie scheiße war denn in dem Match bitte die Crowd? Ja, das verstehe ich nämlich eben nicht. Also, sobald es ein bisschen actionlastiger wird, oder, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Habt ihr das irgendwie ausmachen können? Also, nee. Das war ja schon... Sind das die Namen in dem Moment? Oder? Worum geht's gerade? Um die Stimmung. Ach so, ja, ich habe das Match nämlich nicht gesehen, weil ich habe ja den Grumble geguckt und gleichzeitig Gordons Livestream. Ne? Und Gordon und Ken haben da immer so lecker Sachen gefuttert, irgendwelche Chips und so. Ja, und das hat mich irgendwie animiert. Und dann bin ich, da war der Grumble gerade so langweilig, auch wegen diesem blöden SmackDown-Tag-Team-Match, dann bin ich aber schnell zu Rewe. Und als ich wiederkam, war das Match vorbei, das Leiter-Match. Und dann habe ich mir das nachträglich auch nicht mehr angeguckt, als ich gehört habe, dass ja mein Tipp nicht gewonnen hat. Und von daher. Oh. Ja, ich weiß. Also ich fand es halt richtig ätzend, dass diese ganzen Leute da mit ihrer, wie heißen diese Dinger, Kufija, die Kopfbedeckung da von den Saudi-Arabern. Wisst ihr das? Nee. Ja, ich glaube, die heißen Kufija oder irgendwie so. Auf jeden Fall, diese ganzen Leute mit diesen Kopfbedeckungen da vorne, die standen immer irgendwie in einem Pult rum, als wenn sie irgendwelche Geschäfte miteinander machen und dann irgendwas ausmauscheln müssen. Und ja, ich habe dann immer so gedacht, Alter, Leute, wenn ihr nicht bei dem Event sein sollt, dann verpisst euch doch. So, ihr habt da eine scheiß VIP-Zone, dann nochmal 100 Meter Platz und dann sitzen hinten irgendwo die richtigen Fans oder wie. Also das war halt hammerdumm. Man hat natürlich sicherlich ein paar Sachen gehört, als es dann mal hier die Arschbombe auf die Leiter gab und so, dann kommt schon mal ein Oh. Ja. Okay, aber für das Match, was wir da eigentlich gesehen haben, war die Stimmung plötzlich vollkommen im Arsch. Das Match war absolut geil und Gon hatte absolut recht. Vorne, ja, die wirkten sehr abwesend. Da so, vielleicht wurden die auch eingeladen. Ich meine, da gibt es ja keine Informationen. Das glaube ich nicht. Also die haben sich das schon gut was kosten lassen, denke ich. Naja, sagen wir es mal so, kann ja sein, muss nicht, kann ja sein, dass ich sag mal, du und ich, wir wissen ja nicht, was sind da jetzt VIPs in Saudi-Arabien, was sind da irgendwelche bekannte Leute, die vielleicht eingeladen wurden, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu hypen und so nach dem Motto, ach guck mal, der ist auch da und so weiter. Die kennen ja auch hier in Deutschland keinen, der hier bekannt ist. Vielleicht war da ja wirklich jemand drunter. Nur mal so vermutet. Aber die meisten werden es halt eben schon tatsächlich wirklich bezahlt haben und ja, vielleicht ist das wirklich so, dass die einfach vor 15 Jahren irgendwo stehen geblieben sind und konnten damit auch wirklich nicht was anfangen. Wer weiß. Das Match war super. Ich konnte es auch nicht ausmachen. Die Crowd war wirklich tot. Ja.
Ja, es ist schwierig auszurechnen, was die überhaupt sehen wollen. Wobei, man weiß es ja auch nicht, haben die praktisch den Event so gekauft, wie sie ihn haben wollten? Oder haben die nur gesagt, ja, wir wollen meinetwegen den Taker dabei haben und wir wollen John Cena und Triple H dabei haben und den Rest macht mal so, wie es ins laufende Programm passt und dann legen wir noch ein Feuerwerk drauf? Oder man weiß auch nicht, wie dieses Paket aussah, oder? Ich würde jetzt mal zwei Thesen in den Raum werfen. Entweder war es so, dass die gesagt haben, hier, wir hätten gern das und das und den Rest füllt mal irgendwie auf, oder die WWE hat es selber gemacht. Denn ich vermute jetzt einfach mal, weil ja auch viele WrestleMania Rematches drin waren, dass halt ja eins von beiden irgendwie stimmte. Die WWE hat da mit Sicherheit irgendwo auch was zu sagen gehabt. Ich meine, klar, die sind diejenigen, die das Geld gegeben haben. Dementsprechend werden die wahrscheinlich auch die Möglichkeit gehabt haben, da irgendwie mitzubestimmen. Und vielleicht war Triple H da und hat gesagt, Leute, naja, mit Matches, die irgendwo noch einen Hintergrund haben, sollten wir auch irgendwie dabei haben. Und wir haben jetzt WrestleMania gehabt. Lasst uns mal die und die Main Events machen. Das kommt mit Sicherheit ganz gut. Kann ja auch sein, dass man sich gesagt hat, in Bezug auf Shinsuke und AJ bei WrestleMania, naja, dann hauen wir da jetzt nicht so ein Riesenmatch raus und können in Saudi-Arabien nochmal richtig raushauen oder sparen uns das Ganze irgendwie noch bis Backlash und so weiter, weil das Dream-Match schulden die uns ja auch immer noch. Wer weiß, also können wir jetzt uns auch tot spekulieren. Also ich habe übrigens mal nachgeguckt, die Kopfbedeckung, Gronn, das, was du gesagt hast, gibt's auch, aber das ist mehr so, was zum Beispiel dieser damalige Palästinenserführer Yasser Arafat getragen hat, die Schalähnliche. Das bei den Saudis heißt, hoffentlich spreche ich richtig aus, TAV, also THAWB. Das ist das, was die Saudis. THAWB. Ja, ich habe auch mal eine Seite aufgerufen, wie das ausgesprochen wird, wenn man so ein Audio hat. Das wird so ungefähr ausgesprochen. Okay. Ja. Schön, Conway. Bildungsauftrag, ja sicher. Stolz auf dich. Ja, ja, natürlich. Ja. So, ja, es war ganz, war ganz interessant, vor allem auch das, was sich dann bei Raw noch ereignet hat. Seth Rollins hat sich hier durchgesetzt. Es durfte eigentlich jeder mal irgendwie ran und, ich glaube, einmal hing The Miz dran, ne? Der hat da richtig dran gezogen. Da dachte ich schon, oh Gott, bitte, bitte jetzt nicht. Aber er hatte nicht so wirklich den Gürtel zu fassen, also mehr vorne dran. Wusste ich auch nicht, ja, was macht er denn da jetzt? Will er den Bügel abreißen oder? Was macht Raven denn da? Nee, also, das war eine Szene, da habe ich kurz Angst gehabt. Nicht, dass ich was gegen The Miz als IC-Champion hätte, aber dass es irgendwie ein Abfuck wird oder so, was man so nicht wollte. Ja, und das Ganze scheint ja jetzt auch, also Seth Rollins hat den Titel verteidigt, das Ganze scheint ja jetzt auch so Richtung Finn Balor zu gehen, dem das Ganze sauer aufstößt. Wir hatten ja nochmal ein sensationelles Match zwischen den beiden bei Raw. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich finde, die haben eine gute Chemie miteinander. Und ja, man weiß nicht so genau, also es ist sicher kein Turn von Finn Balor. Aber es kann sein, dass er so ein bisschen verbittert, was den IC-Title angeht. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Dadurch hätte er eine Storyline, hätte auch mehr Profil. Er hätte überhaupt mal eine Storyline. Ja. Das ist so verbitterte Gay Pride sozusagen. Großartig. Was? Na, wegen der Regenbogenfarben auf seinen Klamotten, dann wäre das verbitterte Gay Pride. Meinst du? Nein. Das hast du aber zusammenhängt. Nein. Nee, natürlich nicht, aber. Ja. Hatten Sie nicht diesen Schwachsinn vor, ihn da irgendwie für die Gay Community mit einzusetzen? Tja. Ja. Ja, macht ja auch voll Sinn. Ja. ja, gut, und Samoa Joe und The Miz, die sind jetzt auch anderweitig beschäftigt, von daher. Ist das schon in Ordnung? Soll Finn Balor mal so ein bisschen aus sich rausgehen auch? Und ich meine, jetzt ist er nicht mehr der Damon. Kann er ja auch so mal so ein bisschen
charismatischer, auch gerne wieder Probos halten oder so. Es ist, also er kommt ja wirklich langsam rein. Hat ein bisschen gedauert, aber ich finde, jetzt kommt er langsam an. Ja. Und ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn er mal ein bisschen steffer wird. Und sowieso so viel verschenktes Potenzial bei ihm, leider. Wie bei den meisten, ne? Nicht bei jedem, aber bei vielen, da gebe ich dir recht, ja. Ja, und Rollins hat das ja auch anerkannt und jetzt schießt schon Seth Rollins gegen Brock Lesnar, also das scheint jetzt langsam in Mode zu kommen. Und ja, Finn Bálor will ja seinen Rematch und dann kam natürlich nochmal die Mistourage bei Raw. Oh Gott. Ich habe mir gesagt, also pass mal auf, wir haben es ja versucht, einzeln bei euch, Bálor Club ist ja nicht mehr und Shield ja auch nicht mehr, aber wir haben jetzt eine ganz tolle Idee und dann hatten sie da ihre weißen Shirts mit den Köpfen da drauf. Wir wären jetzt einfach die Four Horsemen der WWE. Was meint ihr? Das war so schlecht. Dann hat Seth Rollins gesagt, that's a hard no, alright? Und Finn Bálor hat einfach nur die Hand wieder so runtergeschoben. Also die Mr. Rush tut mir im Moment ein bisschen leid. Tja. Habe ich erwähnt, dass mich der jetzige Curtis Axel an Cyber Mike erinnert? Grüße. Warum eigentlich? Ja. Weil weiß ich nicht, der wirkt so. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Na gut. Naja. Aber ich wäre dafür, dass Brodellis endlich mal, so wie ich es in meinem WWE-Game auch mal gemacht habe, an die Seite von Bray Wyatt gestellt wird. Und Curtis soll mal wieder singlemäßig mit einer Midcard rumtouren. Das passt. Aber nein, stattdessen gibt es den Klamauk, den keiner lustig findet. Ja, lustig nicht, aber unterhaltsam. Und es könnte tatsächlich zu was führen. Nämlich, dass die beiden, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich einfach irgendwelche Graupen jetzt holen. Irgendwann, wenn sie alles durch haben im Roster, dann haben sie da irgendwie so Local-Jobbers oder so. Wir machen jetzt hier ein Stable auf. Das ja, pass auf, die nehmen einfach No Way Jose und machen die Social Outcasts. Dann ist Adam Rose wieder mit dabei. Der kam ja, hat überhaupt keine Reaktion gezwungen, als er aufgetreten ist. Er war in Montreal, fand ich voll traurig. Ne? Das Witzige ist auch, als No Way Jose Baron Corbin besiegt hat, dachte ich, okay, so sieht das also aus, wenn Vince viel von einem hält und jemanden pushen will. Ja. Das ist also handverlesen. Ja, aber ist das nicht so Teil der Story? Also ich meine, gewinnt er jetzt nicht irgendwie beim Pay-Per-View dann gegen ihn? Ach, das auch noch? Ja, ja. Gut, können wir dann auch noch, ja. Und dann war es das schon wieder für No Way Jose, weil er dann schon gleich sein erstes großes Match verloren hat. Weiß man nicht. Wer hatte ihm noch geholfen gegen Baron Corbin? Siehst du, da müssen wir auch schon wieder drüber nachdenken. Ja. Gott. Irgendjemand ist noch mit reingekommen, oder? Ja, aber wer war denn das nochmal? Gott, ist das peinlich. Ja, Quizfrage. Diese Drecksliga, das kann man sich auch nicht merken, diesen Scheiß. Vergangene Raw und wir wissen es nicht mehr. Oh, zwei Tage her hier. War es wohl nicht so wichtig, wa? Naja, es hatte zumindest einen Bezug, das weiß ich noch, zu Corbin. Aber Corbin ist doch vorletzte Woche rausgekommen. Ah, Titus World Slide. Ach ja, richtig. Ach ja, genau. Da habe ich noch gedacht, dass das vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn No Way Jose zu Titus Worldwide kommt. Weil er dann nämlich gleich diese dämlichen Rosebuds hinter sich wieder begraben kann. Aber das war doch dieser Dreck, wo dann Titus seinen Watch beim Rumble, kommen wir gleich dazu. Ja, die WWE muss das ja wieder ausschlachten bis zum diese Drecksliga, Alter. Damit hat er ja Baron Corbin abgelenkt, weil Baron Corbin gesagt hat, na, kriegst du es denn hin hier? Dann hat er da ja ganz große Schritte gemacht und hat das tatsächlich geschafft, von der Rampe auf die Matten, die um den Ring liegen. Und dann hat er nochmal so getan, als ob er ausrutscht auf dem Apron. Und ja, da dachte ich, ab dem Moment dachte ich, nee, also... Ja, na gut, kommen wir nachher nochmal zu. Ja, aber ich fand, natürlich ist die Sache an sich blöd, weil man sich jetzt wieder denkt, so, oh ja, jetzt macht WWE das jede Woche. Wenn sie das natürlich nicht jede Woche machen, dann ist es okay, das müssen wir jetzt nächste Woche abwarten. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz okay, weil es ja eigentlich nur dazu gedient hat, Baron Corbin abzulenken. Tja. Also wenn sie jetzt eine Story daraus machen, dass Titus Worldwide irgendwie mit No Way Jose zusammenarbeiten, dann finde ich es okay. Ja, dann schon, aber das wird nicht passieren. Ja, aber Titus hat ja auch im Interview dann gesagt, ja, das war alles Teil des Plans und ich habe mir das genauso... Pass auf, das... Ja, ich sag's mal, wie es ist, ich habe versagt.
So. Ja, aber das war ja auf den Rumble bezogen. Ja, genau. Ja. Also es war zu dem Zeitpunkt noch kein Ding. Und die WWE macht jetzt was draus. Und Aber warte mal kurz. Wir müssen jetzt mal kurz differenzieren. Wir sind hier noch nicht in Shockmaster-Gefilden, ja? Also es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen irgendwie, der Shockmaster bricht durch die Wand und eine Woche später sitzt er dann mit Tony Schiavone in irgendeinem komischen Trailerpark-Menühaus und nimmt den Salzstreuer. Oh, mir ist der Salzstreuer auch noch runtergefallen, weil ich ja so ein Das Ding kommt bin. Aber noch. Wollen wir wetten? Ja, okay, wetten wir drum. Um was wetten wir? Na, dass du... dass der Salzstreuer hinfällt. Dass, wenn ich recht habe, dass du nicht einen Monat... Ja, bestimmt. So, also, ganz ehrlich, das sehe ich einfach nicht. Ich denke, dass sie es jetzt halt so aufbauen, dass Titus das Ding schon genutzt hat irgendwie und Baron Corbin dann so, haha, da bist du wieder aufs Maul gefallen. Aber das im Endeffekt tatsächlich wirklich nur zur Ablenkung war, weil Baron Corbin vorher die große Fresse ihm gegenüber hat. Da habe ich Respekt vor der WWE, das ist eine gute Idee. Mal gucken. Ich habe ja leider auch Ride-Along nach Raw geguckt und das war ja, das zweite Auto war ja mit Titus Worldwide mit den dreien. Dana Brooke ist ja gefahren und so. Und seitdem ist mir Titus auch unsympathisch. Wieso? Weil er so ein, also wirklich, der läuft nicht nur wie ein Affe, der redet auch so, der ist so stupide. Also jedenfalls wirkt er in Ride-Along so. Ganz schlimm. Aber andere Auto möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, wenn wir schon mal dabei sind, im anderen Auto großartig unbedingt gucken, Leute. Braun Strowman und Alexa Bliss, ja, die beiden sind so süß zusammen. Das muss man sich angucken. Ich habe ja schon mal dieses Mixed-Match-Challenge empfohlen, wo Alexa und Braun zusammen gegen die Uso-Ehepaar da angetreten sind. Das sollte man sich auch noch angucken. War auch lustig. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Ich wollte nur sagen, ich habe einen Teil des Schnauze voll schon. Wir waren bei dem Sieg von Seth Rollins eigentlich, dass er seinen IC-Title verteidigt hat. So, wir haben hier Seth, Miss, Joe, Seth, Finn. Jojo, okay. Ja. Im Grumble. Seth, Finn und nochmal Seth. Also die meisten haben das hier richtig. Hat doch jemand noch auf Finn, siehst du, JFK? Also bitte. Ja, Dawn. Ja, weil du dich so beschwert hast, dass ich meinen Tipp geändert habe. Ja, Dawn ist eben nett. Ach so. Ja. Größer, ja, du hast mich ja maßlos enttäuscht. Ja, weil bei Backlash ja Miss gegen Seth Rollins, da hätte man durchaus nochmal dem Miss den Titel geben können, damit er eben bei Backlash gegen Seth Rollins wieder verliert, dann ist er wieder bei Raw der Titel und gut. Aber nein, das war ja eine große Hausshow, mehr war das ja nicht, da macht man nur. Genau das habe ich mir dann auch gedacht. Na, so, wir machen weiter mit den Tryouts aus Saudi-Arabien. Da gab es ja ein größeres Segment, da wurden ja vier Leute in den Ring geholt, also die vier, die praktisch weitermachen dürfen, haben sich kurz vorgestellt. Wir haben auch kurz was gesagt, auch ein paar Worte in der Landessprache und ja, dann gab es ein Markout von Conway, vielleicht. Naja, nicht wirklich, weil er kam ja nicht mal mit der Musik. Nein, das nicht, aber immerhin. Das wäre geil gewesen. So, du hast dich doch schon wieder sehr wohl gefühlt. Ja, aber ich wusste auch, dass er... War doch dicht dran. Also ich war zumindest nicht überrascht, dass er kam, weil erstens, weil sein Bruder da war und zweitens eben auch, weil in einem Clip in der Pre-Show war der schon zu sehen. Oder war das der Clip von den Workouts? Also irgendwo war Daivari Backstage zu sehen, also wie er da mit trainiert hat oder irgendwas. Oh, und du bist ja nochmal ausgemarkt, ne? Bei Dan Mather. Der wurde ja auch nochmal im Performance Center. Ja, kommen wir nachher noch zu dem Flash. Nein, in dem Clip doch auch schon. Ja, da waren, deswegen wusste ich auch, warum da plötzlich beim Grumble so viele NXTler sind, ne? Weil die da schon eh waren, wegen dieser Workout-Geschichte. Ne? Aber da kommen wir noch zu, ja. Ja. Die Cowboys gut. From Moo Mesa. Ja, die Daivari-Brüder natürlich. I don't even know what this means. Übrigens, Drew McIntyre konnte nicht beim Gumball sein wegen Visa-Probleme. Also die haben die WWE jetzt nicht rechtzeitig geschafft, ihm da Visa zu bekommen. Na toll. Ja, das nur mal als Info. Es gab doch auch das Gerücht, dass hier Tucker für Big Show kam, ne? Stimmt das? Ja, der war ja auch nicht da, stimmt. Echt?
Ja, angeblich sollte ja Big Show dran teilnehmen oder sowas und dem ging es dann wohl aber irgendwie nicht so gut oder keine Ahnung, hatte Knieprobleme, irgendeinen Scheiß und dann deswegen ist hier Tucker Knight oder wie heißt er von ja, ja. Heavy Machinery. Ja, das war Tucker Knight. Ja. Ja, das war glaube ich der Grund, warum der mit drin war. Tucker Boat. Deswegen durfte er auch so dominieren. Ich habe mich schon gewundert, warum laufen NXT Tag Team Wrestler so dominieren? Ah, Big Show's Part genommen ja dann. Ey, wer bist du denn? Achso, du hast den Big Show Spot, alles klar. Ja, alles komm. Klar, ja, okay. schmeiß mich mal rüber jetzt bitte. Ja, ja gut. Schmeiß mal 8 Leute raus. So. Aber Kane war ja auch nicht dabei, weil Kane steckt ja momentan ganz tief im Wahlkampf und er hat sogar gewonnen. Diese Bürgermeisterwahl, also echt? Er hat, das war gerade eine aktuelle News, die ich gesehen habe. Er hat irgendwie 17 Stimmen mehr gehabt. Jetzt ist aber noch das Ding, die genaue Auszählung, das war jetzt so eine Art Vorzählung. Also jetzt folgt erstmal die genaue, in den USA ist das ja sehr kompliziert gehalten manchmal. Also steht noch nicht fest, aber ist John Cena, glaube ich, oder wer das war, hat ihn schon mal gratuliert. Also mal gucken, ja, schöne Sache, finde ich gut. Weil Kane ist ja so eine, der gehört einer Partei an, die jetzt nicht Demokrat oder Republikaner ist, und das ist ja schon mal gut. Und sein nächster Film ist dann Auf Kriegsfuß mit Mayor Kane. Oh ja. Ah. Oh. Yes. So. Was? Oh Gott. Dein Spot, ich weiß, ja. Sorry. Ja, gut. Nein, die Daivari-Brüder kamen mit der iranischen Flagge rein und haben auch dann in der Landessprache gesprochen und haben die vier provoziert natürlich. Und einer von denen, den fand ich ganz charismatisch. Ja, der mit den längeren Haaren, ne? Ja, genau. Ja, der hat mich genau. So ein bisschen an den Nerd aus Fortress erinnert. Aber es gab mal einen Wrestler von einem der NXT-Staffeln, der sah ihm ähnlich. Ich komme aber nicht mehr auf den... Scheiße. Ich hätte erst mal gucken sollen, wie der heißt, bevor hier die dazwischen labert. Mach weiter. Ja, nee, kannst du ja gerne nochmal nachgucken. Also das hier war natürlich nochmal so ein Giveaway, ne, für die Crowd, dass die nochmal irgendwas was Eigenes auch haben und dass man eben auch sieht, man bemüht sich darum und auch vor Ort was zu haben und was aufzubauen. Lucky Cannon. Oh Gott. Ja, der sah ein bisschen ähnlich, muss man gucken. Oh Gott. Aber gut, ja. Ja, ich weiß. Hatte der nicht sogar gewonnen, oder? Keine Ahnung, aber der wurde schon gepusht dann, aber irgendwann ist auch gegangen, also von daher. Ja, stimmt, der hatte Charisma, der eine. Tja. Naja, und dann natürlich 2 gegen 4. Es geht natürlich nicht gut aus für die Daivaris. Und ja, dann können ja alle nochmal jubeln. Und ja, das böse Iran und so, schon klar. Hm. Das ist schon ganz schön gewagt. Nee, aber wieso? Ne, aber es ist ja Teil des Wrestlings eigentlich, sowas. Es ist für uns jetzt eben nur ungewohnt, weil es eben eine sehr... ja, ich sag mal, kritische Zone ist. Aber normalerweise, wenn wir, ich meine, das jüngste große Beispiel war ja nun mal Cena und Rusev, da sagen wir ja auch nichts dagegen. Oder normalerweise ist es ja für uns als Publikum, die sich eher mit USA und Bulgarien identifizieren können oder Russland so dem Moment, als Saudi-Arabien gegen Iran, denen muss man doch auch mal sowas geben. Das ja, nee, klar, also für mich war das auch natürlich vorher abgesprochen mit den Saudis, so klar. Ne, und, haben die nicht hinterher sogar noch Morddrohungen erhalten? Ja, ja, ganz schlimm, der die Daivaris? Ja, ja. Ach, das nehme ich auch. Ja, oldschool. Ja, genau. Das hat Florida ihnen noch Tipps gegeben. Oh, Elend. Ach ja. Ja, Daivari hat sich dann verteidigt gegen die Drohung über Twitter und so, sowas wie ihr droht doch auch keinem Schauspieler, der eine Rolle spielt, die euch nicht passt. Gesagt, doch, das machen wir jeden Tag. Toll. Ja. Fällt dir ein. Ja. Gut, dann kommen wir zum WWE-Title-Match zwischen... Hat das verteidigt mit ihr verdammten Saudi-Arabien. Wahrscheinlich. Tötet euch alle. Mein Kumpel Mohammed Hassan ist auch wieder im Ring, ihr Idioten. Jetzt, ja. Jetzt ich so muss das sein. Oh. Ja, Conway, wenn er zurückkommt, dann darfst du nochmal... Das glaubst du auch selber nicht. Eine als ob die WWE sich nochmal holen. Eine Ode an ihn singen. Mhm. Ja.
WWE-Title-Match. AJ Styles verteidigt erneut gegen Shinsuke Nakamura. Rematch of the Dream Match. Und ich fand, das war ja schon mal ein bisschen besser als das bei WrestleMania. Mal abgesehen vom Finish natürlich. Das war dann schon ein kleiner Letdown. Mhm. Aber das Match selbst hat mir doch wesentlich besser gefallen als das auf der Grandest Stage of them All. Und ja, jetzt haben wir hier ein Double Countout. Hat das eigentlich jemand getippt? Also nein. Ich hätte das getippt, wenn in der Backlash-Card, in der ich auch gelesen habe, dass Mist gegen Rollins ist, weswegen ich auch Mist angetippt habe, da stand aber da, zu dem Zeitpunkt, also vor dem Gumball stand das Match noch nicht. Styles gegen Nakamura, aber bei Backlash hätte das schon gestanden, hätte ich gesagt, na, dann nehmen sie jetzt einen Draw. Weil du kannst nicht zweimal in Folge AJ Styles gewinnen lassen, dann macht das bei Backlash dann keinen Sinn mehr. Ja. Du kannst aber auch nicht unbedingt Nakamura gewinnen lassen, weil das ist so eine große Hausshow, ja. Und dann hätte ich also Draw getippt. Aber da noch nicht klar war, dass das Match wirklich bei Backlash gibt. Diese Drecksliga. Ja gut, eigentlich war es klar, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Aber es stand halt nicht da und deswegen habe ich es gelassen. So, also wer hier ein Draw getippt hätte, der hätte hier auf jeden Fall schon mal nicht schlecht dagestanden. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich wollte es on air noch gerne mal erwähnen. Ja. Nakamura erinnert mich immer mehr an irgendeinen Zombie aus Walking Dead. Also ich finde das schon lustig. Ich muss auch gestehen, ich finde den Heel-Turn gut für ihn. Also passt auf jeden Fall besser zu ihm als wie Face. Und ich finde, vielleicht hat das jetzt auch mal so den Schwung, dass er sich so ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, viele finden dieses Not Speak English gar nicht so toll. Ich finde das eigentlich voll geil. Ja, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und es hilft ihm ja jetzt auch aus dieser ganzen, ja, das aus der Sache raus, dass er nicht so gut Englisch kann. Eigentlich ist das ein Plan ohne jeden Makel. Also ich bin echt mal gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ich sage aber trotzdem, ich finde immer noch, dass der Titelgewinn ein bisschen zu früh wäre. Also da sollte noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. So den Jäger spielen finde ich gar nicht so verkehrt. Ja, auch hier wurde natürlich wieder auf die Low-Blow-Geschichte gesetzt. Es ist so ähnlich dann gekommen, wie ich mir das gedacht habe, dass der Referee kurz, wirklich nur ganz kurz abgelenkt ist, weil er einer Aktion ausgewichen ist, aber das sollte dann ja auch gar nicht zur Entscheidung führen. Die beiden haben sich dann ja eben draußen noch weiter gebrawlt und dann gab es eben den Double Countout nach einer knappen Viertelstunde. Ja, ist okay, kann man machen, weil, wenn man weiß, Conway, dass das Ganze eben auch wieder als Aufbaumatch dient. Ich musste auch an dich denken, als das Moment irgendwie kam, ja. Das war... Ja, so... Es war so, wie du gedacht hast, aber nicht wirklich. Ne? Aber es ist eine Methode. Das ist einfach so dieses One-on-One-Ding, wo man dann auch Turns mit einbauen kann und dann auch hier noch ein Stück weiter. Und dann gehst du eben eine Stage höher. So ein bisschen wie Orton gegen Christian damals. Nur die hatten dann ja eben, um jetzt vorwegzugreifen, es gibt ja ein No-DQ-Match zwischen den beiden, hat Paige ja festgesetzt. Und damals bei Orton und Christian war es ja so, dass der Titel auch durch die Q dann wechseln konnte. Ist natürlich dann auch ein ganz nettes Stilmittel, hätte man auch hier machen können. Aber ich weiß nicht, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, dass man das hier langsam aufbaut. Ja. Und die haben ja auch längst noch nicht die Spitze erreicht, ne, was so die Match-Dynamik angeht. Auch wenn das hier, wie gesagt, besser war als bei WrestleMania. Ja. Aber gut. Da wollte ich dich, JFK, mal fragen. Was glaubst du denn, würdest du das noch weiterziehen nach Backlash oder sagst du, dann reicht es zwischen den beiden noch erstmal? Können wir nachher zukommen? Okay. Ja. Ich habe mir ja auch schon was überlegt für das Match bei Backlash. Ja, stimmt, das hast du recht. Passt auch besser. Ja. Ja, dann gibt es noch einen Phenomenal Forearm und. Sure. Ja. Was gab es bei. Ah ja, bei SmackDown gab es ja. Dann... Eier gab's. Ja, schon wieder. Ja. Gar nicht genug Schläge in die Eier geben. Da gab es ja dann noch dieses Interviewsegment mit Renee Young. Die hat ja dann gesagt: Ja, Nakamura verlangt jetzt eine Entschuldigung von dir und. Zu Recht. Ja, natürlich.
Und dann kam ja Samoa Joe noch raus und hat gesagt, ja, also ich habe mal wieder Roman Reigns gezeigt, dass er ein Versager ist. Yay! Ja, hat super gepasst. Was, und AJ Styles hätte eigentlich nur fragen müssen, so, ja, und was habe ich damit zu tun? Und jetzt? Ja, aber dann kam er ja doch dazu. Ja, und dann kam ja, dann hat er sich ja ganz hektisch umgedreht, weil ja hier das... Nein, aber Samoa Joe hat auch gesagt, warum er dann am Ende noch klargemacht hat, warum er rauskam. Er hat nämlich gesagt, wenn er mit Reigns fertig ist bei Backlash, dann nimmt er sich den WWE-Champion vor, egal ob Styles oder Nakamura. Ja. Dann kam ja das Team und dann hat er sich ganz hektisch umgedreht und dann kam ja so, das neue Team, ganz toll. Das neue Team ist super. Ja, ich mag das auch, da ist so richtig Wumms hinter. Und man kann es nicht mitsingen oder nur schlecht. Ja, und dann kam ja Nakamura von hinten und hat sich gefreut und konnte endlich wieder Ostern spielen. Habt ihr von diesem neuen Theme, da gibt's ja jetzt auch so ein YouTube-Video, wo ich echt am Anfang dachte, ah, das ist ja die Übersetzung, weil ich wollte echt gerne mal wissen, was die Jungs da singen. Aber dann nach so einer Minute denke ich mir, das kann ja nie so richtig stimmen, weil das geht's ja wirklich nur mit um die Eier, ich kick dir in die Eier und noch mal rein und überhaupt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch das mal angucken mit der echt? Übersetzung. Das ist total, vor allem die singen ja dann irgendwann im Refrain immer das Gleiche und dann kommt wirklich unten der Text so, ja, noch mal rein und jetzt hier und da. Ja, weil ich hätte echt gerne mal gewusst, was die halt in Wirklichkeit singen. Aber das kann ja nicht sein, dass sie das singen, oder? Nee. Ja, wenn ihr wurde ich doch getrollt, oder? Also wenn WWE das mal mit den Untertiteln so einblenden würde, was wäre? Guckt euch das mal an. So, kurze Frage eigentlich dazu. Hätte jemand gesweept, wenn der Tipp hier richtig gewesen wäre? Das hat mich mal interessiert. Also gibt es jemanden, der alle anderen... Ja, Feller. Ja, Feller krass. Feller hat alles richtig, nur hier hat der AJ gesagt. Oha, okay. Ja, also Titelverteidigung stimmte natürlich, aber er hätte hier tatsächlich gesweept. Und das wäre natürlich auch genial gewesen, nach einer gelben Karte mit einem Sweep zurückzukommen und das Ding zu gewinnen. Okay, das war vorweggenommen. Hätte ich ihm ja fast gegönnt. Das kommt davon, wenn man kein Baby so. So, also keine Punkte für niemanden wahrscheinlich. Richtig. Hat keiner getippt. So, wir haben nämlich alle, sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle AJ getippt. True. Das ist auch ein bisschen trocken. Aber gut, Sargmatch. Der Undertaker gegen Rusev in Begleitung von Aiden English. Ja, Match fand ich unterhaltsam. Es war wieder ein bisschen mehr der alte Taker, fand ich. Die ersten ein, zwei Minuten hatte ich irgendwie den Eindruck, dass der Taker Gleichgewichtsstörungen hat, weil er sich sehr komisch bewegt hat auf den Beinen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber dann haben die beiden richtig gut zusammengefunden. Es war sehr klassisch aufgebaut eben. Natürlich der erste Versuch. Ich dachte auch erst, da wäre noch irgendwas drunter. Weil da ja so wenig Platz war unter dem Deckel, da kam ja dann gleich die Liegefläche, ne? Die waren ja irgendwie nur so 20 Zentimeter hoch. Da dachte ich auch, das sieht ja komisch aus. Trotzdem haben beide reingepasst, ne? Ja. Also, das täuscht wahrscheinlich. Nebeneinander, nicht übereinander, ne? Ja, so. Er hat sie nicht stacked. wahrscheinlich den Deckel auch nicht mehr zugekriegt. Und ein Casket-Tetris, ja. Ja, genau. Ja. So. Mhm. Oder Blockout, wer es noch kennt. Ja. Komm, also, das kennt man ja noch. Ist das, ist ja quasi Tetris von oben. Gut. dann hat beim ersten Versuch noch Aiden den Sargdeckel festgehalten. Nein, das lasse ich nicht zu. Und der Taker, da hat sich so nach vorne gereckt und so. Komm nicht ran! Dachte, oh Gott, hoffentlich springt mir nicht die Hüfte raus. Dann hat er irgendwie so versucht, den Deckel noch zu fassen zu kriegen. Du hast Spaß gerade, ja. Ne? Ja, ich fand das Match total unterhaltsam. Ich habe mich gefreut, den alten,
Ja. Ich habe mich gefreut, den alten, in Anführungsstrichen, Taker wiederzusehen. Das hat ihm sehr geholfen, wieder so zurückzukommen. Naja, gut, die Gerüchte gehen ja schon dahin, dass er tatsächlich mit dieser neuen Hüfte, ich weiß nicht, wie lange hat er die jetzt, seit letztem Jahr, ich weiß nicht, wann die OP war, dass er nicht mehr so kann und deswegen auch ein Sargmatch, weil halt eben er da brawlen kann und nicht mehr viel einstecken muss. Ich meine, was hat er eingesteckt? Schläge waren das. Hat er irgendeinen Move eingesteckt? Zumindest kein Bump, ne? Habe ich irgendwie. Also da war kaum irgendwie was. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Dass der Mann hat ein Gimmick, womit man so etwas auch sehr gut kaschieren kann. Und das sollte er, wenn er weitermachen möchte, auch entsprechend einsetzen. Sure. Ja, ich fand's aber albern, dass der, weil wer sich das Video oder auch die Fotos angesehen hat vom Vorabend, wo die da um den Esstisch da saßen mit irgendwelchen Saudis, da war der Taker ja auch da und da kam der Taker beim Gumball raus und dann hat er plötzlich wieder lange Haare. Und Taker mit Hair-Extensions ist irgendwie eh schräg. Ja, in einer Einstellung waren die doch total kraus, ne? Ja. Ja, gut, aber für mich ist es halt eben, der Undertaker braucht lange Haare. Das gehört einfach irgendwie zu diesem mystischen Touch dazu. Ja. Im Match gegen Hunter, diese Haare abrasiert und so weiter, das sah total seltsam aus. Ja, sah sehr alt aus, ja. Ja, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und dann haben ja einige Zuschauer, vor allem Amis, über Twitter dann dieses Video gepostet, wo der Taker ja den englischen Tombstone verpasst. Boah, das war hart, oder? Wo sie dann gefragt haben, ob Aiden sich da was getan hat und so. Wo dann aber auch gleich kam, dass es schlimmer aussah, als es war, dass es sogar ziemlich gut gemacht war, dass auch überhaupt nichts passiert ist, ja. Dann war es echt gut, weil ich habe auch nochmal zurückgespult, nochmal geguckt, weil ich mir dachte, der hat den ja gar nicht aufs Knie abgesetzt wie sonst und dann so BÄM! Aber einer von beiden im Livestream, Gorn oder Ken oder wer, meinten ja auch so, ja, jetzt ein Tombstone gegen Aiden, weil gegen Rusev wäre das ein bisschen schwerer gewesen für den Taker, ja. Es gab auch einen gegen Vader, ne? Aber okay, der Taker ist jetzt natürlich auch nicht in der Verfassung. Das wollte man auch sagen, Mann, aber gegen Vader war Taker auch in seiner Prime. Ja, ja klar. Mann, der hat sich doch schon bei Mark Henry damals überhoben und musste dann erstmal irgendwie wie lange aussetzen? 2 Monate oder was da mit groben Matches? Zum Thema überhoben kommen wir nachher noch zu. Da gibt's auch noch eine Sache im Royal Rumble Match dann. So, okay. War soweit alles drin, was ein Sargmatch braucht, ne? Auch eben ja sehr, sehr knappe Spots und so. Und also, ein Sarg. Ein Sarg war dabei, ja, Programm. Ja, und jetzt hat er natürlich beide in den Sarg gestopft. Da dachte ich auch irgendwie, ja, okay, ist das Gimmick jetzt durch. Scheint es zu sein, allerdings nicht aufgrund des Undertakers. Ja. Denn wir hatten bei SmackDown eine sehr interessante Situation. Die beiden standen Backstage und dann kam Lana. Tatsächlich. Und Aiden ging, so alles klar, ihr wollt unter euch sein, ne? Und dann meinte Lana, ja, also ich habe das ja nun alles. Bitte? Irgendwas hält dich zurück. Ja, genau. Ich habe das ja nun gesehen. Bloß kein Face, Rusev. Das fehlt ja noch, liebe WWE. Mein Gott. Aber ich bin natürlich froh, dass Lana wieder raus. Ja, natürlich. Ja. Sie meinte, ja, Rusev, ich habe das ja nun gesehen und jetzt rede ich plötzlich doch wieder Englisch und macht ja nichts. Ich kann jetzt einfach reden, wie ich will. Ne? Also. Hey, Lana, what is your accent? Oh, I'm sorry. Ja. gut. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock mehr, kann auch sein. Irgendwas hält dich zurück. Und ja, was meinst du denn? Das verstehe ich gar nicht. Und dann kam Aiden nochmal zurück. Ah, ich habe meine Jacke vergessen. Entschuldigung. Ja. So. Und Lana guckt ihn an und so, Ja. Und sagt, also Lana, ich weiß es auch nicht.
Lana stellt sich jetzt scheinbar zwischen Aiden und Rusev. Fände ich sehr schade, muss ich sagen. Also ich fände auch, dass die drei wahrscheinlich sogar witzig wären. Ja! Also, aber nein, ne? Das geht ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Ja, warum nicht? Also könnte man, irgendwann kann man das vielleicht so machen, ne? dass Rusev da so ein bisschen in die Bredouille kommt. Aber so ein Dreier-Stable, also ich denke da jetzt so an, das ist ein blöder Vergleich, mir fällt auch nichts Besseres ein gerade, aber einfach so unterschiedliche Charaktere und dann ja, so David Flair und Crowbar und Daphne. Oh, 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 oh. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, gut, ne? Nee. Hammerdumm. Ja, hammerdumm, so. Allerdings. Ich dachte, kann man doch machen, wo ist denn das Problem? Ne? Also. Ja, hab ich gesagt, man soll es anders machen, oder was? Wie? Nein, muss man nicht. Kann man probieren. Ich weiß jetzt nicht, was Aiden alleine wäre natürlich auch doof. Okay, man kann Simon Gotch natürlich wiederholen, das wäre das Beste für alle Beteiligten. Ja, natürlich nicht. Allein, wenn das Theme dann nochmal gespielt wird. Ja. Also. Ja, wenn sie das so bucken, dass Lana am Ende, dass Lana und Rusev am Ende dann doch Face werden, dann okay. Und dann Aiden auch. Nee, dann wird Aiden hier, dann kriegt dann die Theme, die du so geil findest, obwohl das ist, die Heel-Theme fandest du ja nicht so gut. Nee. Ja, stimmt. Er wird Heel mit dem Face-Theme. Das geht aber eigentlich auch, ne? Ja, kriegt er sein eigenes Theme wieder, das, was er das letzte Mal auch schon hatte. Das ist auch gut. Naja. Macht dann Tag-Team mit Mike Kanellis. Oh, bitte nicht. Aber der ist doch jetzt bei Raw. Ja. Ja. Und keiner hat's gemerkt. Ach ja, richtig. Aber Mike Kanellis hat es doch auch richtig gut im Greatest Royal Rumble, ne? Ach nee. Mhm. So, natürlich haben alle auf den Taker getippt. Und wir machen weiter. Mit dem Universal Title Steel Cage Match zwischen Reigns und Brock Lesnar. Und natürlich hat hier Brock Lesnar seinen Titel verteidigt, weil Roman Reigns, der dumme Idiot, ihn aus dem Cage gespiert hat. Ja, und sich jetzt runtergerollt hat, seine Füße genauso wie sein Körper als erstes den Boden berührt haben, aber er hat natürlich trotzdem verloren. Ja, weil Boden gilt ja das, was als erstes draußen ist. Also wenn da jetzt das Gitter noch rumliegt, dann ist das natürlich der Boden. Deswegen konnte Kofi Kingston auch mit einem Fuß auf einem scheiß Pfannkuchen stehen. Ja. Ja. Das ist so super. Gott, die WWE ist so dumm. Ja, komm, sag es. Ja, sag es. Das war doch völlig klar, dass das so passiert, Leute. Warum tippt ihr denn überhaupt auf Reigns? Es geht nicht um die Tipps, es geht darum, wie man es gelöst hat wieder. Ja, das war natürlich wirklich ganz beschissen, aber... Ja, es ist eben kein Austin-Big-Show-Ding, ne? Oder Vince, besser gesagt. Kann man so machen, klar. Das unterstreicht auch nochmal den Impact. Ich glaube, Lashley und Umaga. Ja, Lashley und Umaga, wollte ich mal sagen. Das war auch geil. Aber das war kein Cage-Match, das war ein Hell in a Cell-Match. Deswegen, soweit ich weiß oder mich richtig erinnere, deswegen nicht. Naja, auf jeden Fall hatte das keinen Einfluss auf den Match-Ausgang, oder? Der Spear von Lashley damals. Deswegen dachte ich, ist ja jetzt auch egal. Umaga war ja auch schon draußen und er kam ja durch die Cage-Wand. Mit dem hat er ihn ja... Richtig, so war das. So rum. Ja, das war geil. Ja. So. Das war gut. Grüße. Nein, kann man so machen. Natürlich. Und es war ja eigentlich auch so, vom Impact her war es ein guter Spot. Auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen, aber dass man dann gleich die Entscheidung rausgehauen hat, ohne da jetzt nochmal genau zu gucken und war das denn Romans Fehler dann in dem Moment? Eigentlich schon, ne? Er hätte dann einfach irgendwie so halb tot auf Lesnar liegen bleiben müssen, oder? Ich weiß es nicht. Ja. Oder es sah ja auch nicht so wirklich gut aus. Er war ja auch mit dem Kopf schon unter Lesnars Arm. Also wie man eben Spear so ausführt, ne? Und da kann er auch froh sein, dass er nicht noch mehr da gespiked wurde.
Sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht so gut ausgesehen. Und Lesnar hat das auch gut genommen. Ich dachte auch, jetzt hätte Roman halt bewusstlos liegen bleiben müssen und Lesnar rollt sich zur Seite runter. Wo ist das verfickte Problem? Aber nein, er rollt sich runter und dann heißt es sofort, ja, Lesnar hat das Ding gewonnen. Und dann kommt hinterher eine halbgare Entschuldigung von dem Referee. Oh ja, sorry, ich habe gar nicht aufgepasst. Aber uns ist selber aufgefallen, dass dieses Finish totaler Bullshit war. Was ist der Abigail? Ja. Gott. Ja, und jetzt macht man da eine Controversy draus, ne? Damit das bloß noch nicht durch ist, das Thema. Ja. So controversy. Ja, und Roman wird trotzdem weiter dafür ausgebuht. Tja. Keiner will das mehr sehen, Mann. Es reicht einfach. Und Lesnar reicht auch mittlerweile. Es ist halt einfach gut. Ja, dann gab es... Und fertig. Ja. Dann gab es bei Raw ja noch das Big Man Tag Team, kann man ja sagen. Reigns und Strowman und Lashley. Kämpft Lesnar jetzt eigentlich demnächst im Octagon? Das weiß ich nicht. Also geht's WWE nur darum, dass er den Titel denn davor zeigen kann? Möglich. Vielleicht verliert er ihn dann. Im Octagon? Ja. Ja, aber wenn ich Lesnar wäre, wäre mir das echt peinlich, bei UFC anzutreten mit so einem Spielzeuggürtel. Ne? Ganz ehrlich. Das wird er nicht machen. Aber was will er denn mit dem WWE-Gürtel da? Das ist nicht mal der WWE, das ist ja das Schlimme. Ja, das ist ja das Schlimme, ja, aber dann nachher verliert er sein Match noch und dann sagt der Typ, hey, ich will den Gürtel jetzt haben. Kommt das wäre so geil. Kommt da Dana White und ach, der Marmeladenbild. Ja. Da spekuliert er ja sogar da drauf. Ich würde mich nie mal wundern, wenn irgendjemand in der WWE darauf spekuliert, sozusagen. Ja, aber ist doch geil, dann können wir da noch Fans abgreifen. Oh. Ja, das wird nicht klappen. Wir holen uns alle Wrestler, wir holen uns alle Fans, ja. Aber so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Ich meine, es gibt ja eine Kooperation mit Dana White. Das ist ja das Schlimme. Tja. Ist sie jetzt offiziell da was, oder? Gab sie schon immer? Ja, aber er war ja jetzt bei WrestleMania. Ja, aber... Und ja, zumindest gibt es die Möglichkeit, dass da was ist. Also der... Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Ja, natürlich. Es wird... Ja. Guck mal, bei Ronda war es ja genauso, aber das hat auch 3 Jahre gedauert. So gesehen, mal schauen, was sie sich halt anschauen. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, für so ein bisschen Publicity, dass er da denn den WWE-Gürtel dann zum Octagon mitnimmt. Also das würde ich schon ganz schön bescheuert finden. Außerdem muss er nicht dann auch noch, hat man das nicht auch schon mal ein halbes Jahr irgendwie ins Training und dafür muss er eigentlich abgemeldet sein bei WWE oder so? Das wird Vince doch auch nicht machen, oder? Also ich weiß nicht. Wieso die Zeit hat er doch? Vielleicht hat Vince auch mal wieder gesoffen. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Gut, es gab im Match hier noch zwei recht knappe Spots. Einmal ist Roman ziemlich gut auf den Käfigrand gehechtet, war praktisch schon mit den Beinen drüber, aber dann hat Lesnar ihn zurückgeholt. Einmal gab es dann noch natürlich den Spot mit der Tür, die Paul Heyman ihm ins Gesicht gehauen hat. Musste natürlich mit rein. Ja, ich höre schon an den Reaktionen hier, das Match war nicht so prall. Sorry, ich musste gerade gehen. Aber nicht deswegen. Man hätte natürlich auch noch so ein bisschen mehr machen können, dass zum Beispiel Heyman ihm irgendwelche Waffen noch reinreicht oder also irgendwas Harmloses natürlich, so ein Kendo-Stick oder irgendwas Blödes. Ja gut, 9 Minuten ist jetzt natürlich auch keine Hammerzeit. Schon gar was? Nicht für $600,000 erwarten. Ja, also eben. Etwa 10 Minuten? Ja. Wie hat er das Standardpaket gekauft, Mensch? Das kannst du doch wohl nicht erwarten. Was ist denn? Was stimmt denn nicht mit dir? Mann, wann lernst du es endlich? Ja, natürlich. Ja, Standardpaket wäre mal 5 Minuten. Haben sie noch 4 extra drauf gebucht. Ja, die Saudis haben das gesagt. Genau. Die Saudis, genau. Komm, legen wir alle mal zusammen. Aber ganz ehrlich, 9 Minuten, mir kam das vor wie 5. Die 10. Minute gibt's ein Crowdfunding. 9 Minuten, mir kam es vor wie 8. So. Ja. Kickstarter, die 10. Minute. Ja, boah. Geil, lass uns mal so ein Kickstarter nur als Gag aufmachen. So. Wir sammeln dafür, dass Brock Lesnars Matches mindestens 13 Minuten lang. Ja, das ist schlechter, wenn wir direkt mal für 7-stellig verklagt werden, wahrscheinlich, wenn wir so einen Namen bringen. Wahrscheinlich. Also, ja, dann machen wir dafür einfach auch noch einen Aufruf.
Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade, dass jetzt hier nicht endlich der Wechsel vollzogen ist. Man hat es bei WrestleMania schon hätte machen sollen. Sure. Jetzt geht der Mist weiter. Ja. Wir freuen uns. Ja, ja, aber ich hab ja auch wie JFK auf Lesnar getippt, weil ich mir irgendwie dachte, das machen sie nicht. Ja, bei WrestleMania war ich so überzeugt, dass das passiert, dann passiert's nicht. Dann dachte ich mir hier, es passiert bestimmt auch nicht. Man kann jetzt wirklich nur hoffen, dass Strowman jetzt dann irgendwann ihm das Ding abnimmt. Das ist der einzige. Ganz ehrlich, kannst du dem irgendwas Positives abgewinnen, außer dass du jetzt beim Tippspiel einen Bunk gemacht hast? Nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Du hast vollkommen recht. Ich habe das Match auch eigentlich. Ich habe mich da null drauf gefreut oder irgendwas. Ich habe das nur unter der Prämisse geguckt. Ich will Lesnar siegen sehen wegen dem Punkt. Ja. Und es bringt natürlich auch nichts. Aber andersrum hätte es mir auch wenig gegeben. Ich finde, mit Roman kannst du auch wenig machen. Ich weiß, es ist immer noch besser. Wir haben es ja ewig diskutiert. Aber eigentlich würde ich gern oder hätte ich gerne. Wann war das hier Strowman gegen Lesnar? Das ist ein bisschen etwas länger her, der andere Pay-per-View, wo wir auch gedacht haben, er kriegt den Gürtel, dann hat es. Ja, das war im September, Oktober. Ja, da hätte man es wechseln lassen müssen. Den Zug haben sie verpasst. Und jetzt können sie von mir aus auch den Zug noch, keine Ahnung, bis Konstantinopel fahren lassen. Das ist auch egal, ja. Grüße, ja. Ich persönlich möchte aber jetzt auch Roman nicht mehr sehen. Nee, ich finde, gerade jetzt, bei dem Ergebnis dieses Greatest Royal Rumble, sollte man auf jeden Fall Braun nehmen. Also wenn, ich weiß auch nicht mehr, worauf wartet man bei dem Typen denn? Der ist größer als jeder Midcard-Title. Es wird einfach Zeit. Er hat ihn ja schon versaut, dadurch, dass er sein erstes Match gegen Lesnar verloren hat und auch im Triple Threat. Ja, und dann hat er, ich kriege da jedes Mal Zahnschmerzen. Ich weiß, Wrestling-Fans kommen dann wieder, dann hat er eben verloren. Aber er hat jedes Mal gegen Lesnar gut ausgesehen. Und jeder von uns, glaube ich, würde doch sofort abkaufen, wenn er Lesnar besiegt. Dann machst du es eben verdammt knapp gegen Lesnar. Mein Gott, wie viele Leute haben schon gesagt, der Lesnar kann auch mal 1, 2, 3 Niederlagen verkraften. Okay, mir muss das nicht sagen. Aber ja, oder nach 90 Sekunden nach dem Jackhammer. Ja. Wisst ihr noch, wer gut ausgesehen hat gegen Lesnar, außer Goldberg? Das war Samoa Joe im Sommer, wisst ihr noch? Stimmt. Das war auch nicht schlecht. Ja, Joe wäre auch eine gute Wahl. Ja, aber das geht natürlich nicht mehr. Oder dann machst du es halt eben so, dass Lesnar gescrewt wird. Ist doch scheißegal. Also mittlerweile ist... können wir Hornswoggle den Titel geben. Hauptsache, der Gürtel ist langsam mal wieder da. Nicholas. Also, ich schmeiß den Gürtel einfach außersehen weg. Ja. Habt ihr den in Saudi-Arabien vergessen? Was? Ja, da haben wir jetzt so einen Grüngürtel hier. Genau, machen wir den einfach zum neuen Wolf. Ja, den haben sie ja wegretuschiert, ne? Der war ja auf der Grafik von Strowman und Lashley, die ja gegen Owens und Zayn bei Backlash, da gab es ja eine Match-Grafik und da hatte er den Gürtel erst. Das haben sie jetzt wegretuschiert fürs Plakat und so. Oh Mann. Ja, damit man nicht davon ausgeht, dass er den verteidigt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Der Grüne sah voll gut aus. Aber da kommen wir später zu. Nee, aber wie gesagt, ihr habt recht, alles scheiße, wie man es jetzt macht. Man kann jetzt echt nur hoffen, dass Lesnar beim nächsten Pay-Per-Viewer antritt. Wenn er den Titel da nicht verliert, dann weiß ich auch nicht mehr, was kaputt ist. Ja, aber da muss ich auch einfach mal die Frage stellen, und ich kenne auch schon die Antwort, aber merken die es einfach nicht? Es muss doch irgendwo langsam mal der Groschen fallen, dass man hier einfach das Publikum überstrapaziert. Und ich sehe das nicht so, dass man es beim Greatest Royal Rumble, ich hätte es schon für möglich gehalten, weil das ist der erste Pay-Per-View da und naja, dann hast du ein riesen Highlight, in dem da der Universal-Title eben wechselt. Ah, das interessiert die WWE aber nicht, weil wie gesagt, das werden wir nachher zusammenfassen, es war eine große Hausshow von den Ergebnissen her. Es haben eigentlich die gewonnen, die Titel haben. Es hat wenig gewechselt und vielleicht hat Lesnar auch einen Vertrag unterschrieben, wo er nochmal 2, 3 Matches hat. Und dann ist ja auch die Frage, wenn Lesnar den Titel nicht mehr hat, dann brauchst du noch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. So, weil nochmal ein Match gegen keine Ahnung, Sami Zayn oder so, das will natürlich auch keiner sehen und ist unglaubwürdig. Und wir wissen ja nicht, was da abläuft. Vielleicht hat er nochmal für 2, 3 Matches unterschrieben und ich würde jetzt mal den Greatest Rumble wahrscheinlich da rausnehmen, weil das wird einfach nochmal so eine extra Cash-Cow gewesen sein. So, und dann hat sich WWE wahrscheinlich gedacht, okay, dann muss es halt dann der SummerSlam sein. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt beim nächsten Pay-Per-View er den Titel immer noch nicht droppt, an egal wen,
ja, von mir aus auch an Kalisto oder wen auch immer, dann wird's echt unglaubwürdig. Dumpster. Ja, der Punkt ist halt, glaube ich, eher der, selbst wenn du ihn noch für 3 Matches verpflichtet hast, kann er den Titel ja jetzt trotzdem verlieren. Dann kriegt er halt noch 2 Rematches. Ja, kriegst halt das zweite Rematch, was eben irgendwie noch knapp ist oder wie auch immer. Und beim dritten ist es dann nochmal ein Hell in a Cell, das dann 3 Sekunden lang geht und dann ist eben gut. Also das wäre ja auch durchaus machbar gewesen, aber ja, das sieht man ja scheinbar irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, mich ermüdet das Zusehens einfach nur noch. Aber ich glaube, das mit dem Rematch, ich glaube, das werden sie so machen, der wird da den Titel verlieren und dann nicht mehr antreten, dass er dann vielleicht nochmal eine Hintertür haben, in 3 oder 4 Jahren, wenn er wieder um die Ecke kommt, hey, ich habe ja nicht mal ein Rematch gehabt, beziehungsweise ich habe da noch was offen, bist zwar jetzt ein ganz anderer Typ, aber egal. Ja, so in der Richtung. Ich will jetzt trotzdem den Titel sofort wieder haben, für 3 Jahre. kann er so ein Bullshit labern wie Finn Bella, ich war der erste Champion ever. Hatte der überhaupt ein Rematch gehabt? Nee, ne? Nö. Das sind auch keine. Also das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass er sich in den Ring stellt und sagt, so, ich gehe zu UFC und besiegen kann mich eh keiner, hier habt ihr den Gürtel zurück. Das machen sie nicht. Das machen sie nicht. Das wird Vince nicht zulassen, weil das ist echt so ein richtiger Face ins Gesicht. Face ins Gesicht. Oh, Schlag ins Gesicht. Ups. Ich nehme den Gürtel mit und werf den da in den Papierkorb. So. Ja. Ja. Und nenn mich Medusa. Ja, und dann komme ich in die Hall of Fame, weil ihr so konsequent seid. So. Ja. Und genau diesen Mülleimer kannst du dann wahrscheinlich im WWE-Shop kaufen. Ja. Mit Gürtel drin. Mit Autogramm von Hexer. So. Ja, 2 Punkte für mich und JFK. Ganz easy, ne? Ja, und für Feller natürlich. Was? Ach so, stimmt. Der hat auch drauf. Ja, okay. Feller hat ja fast alles richtig, wie gesagt. So, ja, Lesnar war nicht da und das fanden die alle nicht gut. Also ja. Rollins jetzt neuerdings auch nicht, hat da irgendwie gar nichts mit zu tun. Ist auch egal. So, Main Event. Greatest Royal Rumble Match. 50. Ja. More than a Rumble. 77 Minuten. Gab es mal ein längeres Match eigentlich? Nö. Also in der WWE? Nö. Da gucke ich jetzt mal, wie lange der 40-Man Royal Rumble ging. Ja, gut, ja, als die 2 Minuten hatten, könnte man nah dran kommen. Aber ich glaube, 17 Minuten Finish am Ende gab es, glaube ich, nicht, ne? Nein. Höchstens ja wirklich beim Foley Rumble. Ja. Da kann ich gleich noch was zu sagen bezüglich der Zeit. Der längste Rumble oder was war doch der, war das nicht der mit Rey Mysterio oder was? Also der 40-Man Royal Rumble ging auch nur 1 Stunde und 10 Minuten. Ja. Ich guck mal eben Rey Mysterio, das war ja 2006, glaube ich, ne? Ja, der ging 1 Stunde und 2 oder so. Ja, ganz kurz, Jens hat eine Statistik, die kann er gerne mal raushauen. Ja, ich hatte eigentlich überlegt, ob ich alles vorlese, aber es ist leider nicht mehr auf meinem Handy. Aber trotzdem sind mir die Zeiten noch ungefähr bekannt. Ich habe die deutschen Kommentatoren haben mich drauf gebracht, so, das geht jetzt aber auch richtig schnell. Und ich dachte, ja, die haben irgendwie nie recht. Da haben sie mal was Interessantes gesagt. Und da habe ich dann ab dem 9. mitgestoppt. Und wir hatten ab da nur noch 2-mal, dass es je knapp 1,5 Minuten waren. Ansonsten waren es 2 Minuten 10. Und 1 Minute und 5. Was? Also die Zeiten zwischen den oder was? Ja, ja. Mal kam einer nach 1 Minute 5, mal gab es bis zu 2 Minuten 10. Ja, aber das ist ja in den letzten Jahren schon öfter so gewesen. Das war ja auch dieses Jahr beim Royal Rumble so, beim ganz normalen. Da hast du ja auch einige Segmente gehabt, die länger gedauert haben und deswegen ging das nicht auf. Das hatten sie bei dem ja schon gezeigt. Aber gut, 1,5 und 2,10, da wäre es ja im Schnitt wieder so fast wieder 1,30. Ja. Kennt ihr das von den Spielen noch, von den Videospielen, dass nur eine bestimmte Anzahl in den Ring eben passt und wenn einer rausfliegt, geht es bei 10 wieder los? Ja, ja, 6 waren das eigentlich immer. 6, ja, ja. Weil da war der Speicher dann voll auch. Naja, das gab's hier auch mal. Nee, beim Royal Rumble, beim Super NES-Spiel waren es 6 immer. Ja, beim Super Nintendo, ja. Ah, ja, klar, zum Beispiel beim N64 ging ja nur 4. Also da geht's dann nur nach rausschmeißen und gar nicht so sehr nach Zeit. Den Eindruck hatte ich hier auch stellenweise. Weil das war teilweise so langweilig, weil immer nur 4 Leute im Ring waren. Tja, nu. Ja. So, wir können ja mal loslegen und zwar mit Daniel Bryan, der die Nummer 1 hatte hier und wir können es mal wegnehmen, auch den Zeitrekord damit natürlich geholt hat.
Ja, der war ja mein Tipp auf den Sieg. Ja. Als er die Nummer 1 gezogen hat, da wusste ich natürlich, toll. Ja. Da war wieder klar, ja, jetzt macht er den Time Bandit, beziehungsweise jetzt heißt es ja nicht mehr Time Bandit, jetzt heißt es ja Iron Man. Und das war dann schon wieder so, oh Gott. Hammer dumm. Ja. Kann ja. Ich Ihnen empfehlen, Gordon, sein Watch with Us zu gucken. Richtig schön wieder, die ich da am Anfang, na, das war ja klar hier. Und wie er wieder recht hatte, ne? Die zwei Dolph Segler, ja. Ja, ist auch eigentlich recht. So eine ganz gute Kombi, die beiden. Tja. Ja. Die Nummer 3 musste ja irgendeine Pfeife sein. Sin Cara, genau. Wie es ja immer ist. Das der hat ordentlich zugelegt. Ja, der ist kräftig geworden. Ja, das. So viel Zoppelchen. Ja, der ist kein Highflyer mehr, so sieht er aus jedenfalls. Also nicht mehr. Kann in Zukunft ein Skelettkostüm anziehen. Sin Cara, oh, so. Ja, genau. Mit der Plauze, ja. Curtis Axel, Mark Henry, ja, war natürlich auch ganz imposant. Ja, dass er überhaupt nochmal jetzt nach der Hall of Fame wieder in den Ring steigt. Also ich mag ihn ja nach wie vor sehr gern. Ja, der hat Pops bekommen, Mark Henry. Ja. Ja, oh, Alter, und ich wollte ihn noch tippen, als ich gegen Ken gespielt habe. Ey, unglaublich. Und dann habe ich nicht gemacht. Ey, wie blöd. Ein Scheiß. Ja, Mike Kanellis. Ja. Hat der jetzt eigentlich den Rekord? Mister, oder? Schnellst da raus, oder was? Nee. Ich weiß nicht. Unter einer Sekunde geht, glaube ich, nicht, oder? Nee, also, das war ja immer noch 100, so ein Kino. 100 Sekunden stoppen. Hier steht irgendwas von 3 Sekunden bei mir. Der ist rein und sofort wieder raus, Mann. War der Schnellste. Das wird nicht erwähnt, weil dafür ist er zu klein. Ja, da habe ich übrigens zum ersten Mal das Theme so richtig wahrgenommen, ja, weil JFK ja davon immer so schwärmt. Also ich fand es jetzt auch nicht so super toll. Naja. Das ist mir schon klar. So, ihr habt ja alle keine Ahnung. Ich mag ja die Blutschen Brothers mittlerweile viel mehr. Was? Boah. Jetzt geht's aber los. Quatsch. Quatschen. So, ja, und dann brauchte man natürlich ein Pendant zu Mark Henry. Und als Nummer 7 hatte man dann Hiroki Sumi. Ja, weil Yokozuna nun mal nicht mehr lebt. Ja, verhindert, ja, seit 18 Jahren. Da hätte man auch vorher mal recherchieren können. Naja. Nein. So, jetzt haben wir einen, der so ähnlich aussieht. Hatte denn jemand eigentlich den Hiroki Sumi? Natürlich, wir alle. Ein Special Entrance. Ja. Ich muss jetzt mal, ich habe sowieso keinen Ruf zu verlieren, weil ich bin ja sowieso generell doof. Deswegen kann ich jetzt auch beruhigt und herzt fragen, ist das nur ein Witz, dass die wirklich Yokozuna angefragt haben? Nein, oder ist nee, ist kein Witz. Das war okay. Wirklich so. Ultimate Warrior und Yokozuna wollten die haben. Es gab einen Twitter von WWE Creative Humor. Hiroki Sumi is Japanese for No, I'm not Yokozuna. Alter. Obwohl er Yokozuna war. Tja. Das wurde mehrfach erwähnt. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wir haben nicht gesagt, welchen Yokozuna. Weiß ich nicht. Ja, ich habe ja hier gerade die Wikipedia-Seite gelinkt. Also ich komme ja überhaupt nicht klar damit. Ist alles auf Japanisch. Also das Motori auf jeden Fall. Hier sind irgendwelche Statistiken von irgendeinem Sumo-Kampf und ja, Titel kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen, ob er ein Yokozuna war oder ist oder ein Oseki oder so mehrfacher. Also mehrfacher Yokozuna? Zumindest, ja, er soll mehrfacher Yokozuna gewesen. Der ist erst 28. Krass. Also, du wirst doch Yokozuna im Sumo und du kannst doch nicht mehr absteigen. Da wird ja verlangt von dir, dass du zurücktrittst. Das habe ich alles früher bei Eurosport gelernt, als es noch übertragen worden ist. Ja, weißt du, was ihr auch auf dieser Japanischen... Ich auch eine ganze Weile lang geguckt. Ist voll geil immer gewesen. Auf dieser japanischen Wikipedia, ich habe das mal übersetzt, was hier für unwichtiger Scheiß steht. Hier Blutgruppe ist Typ B, er ist Krebs und sein Lieblingsessen ist Eis und Schokolade, weißt du... Geil. Was ist denn das für ein Wikipedia? Sowas interessiert die Japaner aber immer, Mann. Ja. Oh, hier, sogar, es steht sogar BMI hier drin. Wenn du mal Tekken oder so gespielt hast, dann siehst du das doch auch immer in deren Charaktereigenschaften. Ja, Blutgruppe 0 negativ, bla. Ja, das stimmt, ja. Und obwohl, wundert mich bei einem Yokozuna nicht, also bei einem Ringer. Der BMI meinst du ja. Guter, klar. Aber so gerade öffnet sich hier bei mir der Windows Media Player und ich höre Ratta, Ratta, was ist denn das jetzt hier? La, da, 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 da. Aber der ist jetzt schon im Ruhestand. Im Wagen vor mir sitzt ein Yokozuna. Aber ich finde das ganz cool, wenn der mehrfach auftauchen würde. Ja, das tut mir leid.
Ich weiß nicht seinen Namen und ich kenne nicht sein Ziel. Ich weiß nur, er wiegt ziemlich viel. Aber ist kein Scherz, das ist wirklich gerade hier der Windows Media Player aufgegangen. Warum eigentlich mit dem Lied? Ich habe nichts offen, wo. Ah. Ja. Ist wieder auf den MP3-Seiten unterwegs, ha? Eieiei. Naja, ja, wie gesagt, also ich fände es ganz cool, wenn er öfter auftauchen würde. Ich finde das. Was? Wieso denn? Warum denn nicht? Ne, das ist keine Antwort. Weil ich ihn gut fand. Warum? Ja, aber das ist mir schon klar, aber wieso? Entschuldige, ich habe nicht konkret genug. Wieso fandest du ihn gut? Ich fand den erstens sympathisch, zweitens finde ich, es fehlt so jemand, der diese Lücke ausfüllt. Ja, aber der konnte doch gar nicht wresteln, Mann. Der hat sich da hingestellt, hat da seinen Sumo-Gruß gemacht, hat nur noch das Salz gefehlt, dann ist er doch direkt wieder rausgeflogen. Ja, natürlich, klar. Aber du meinst generell, dir fehlt jemand, der so aus diesem Background vielleicht kommt und so. Richtig. Das Gimmick. Ja, ja. Okay, ja. Gut. Vielleicht gibt's dann ja einen, der da ein bisschen mehr dran kann. Damals hatten wir Earthquake. Rikishi. Und natürlich Yokozuna. Rikishi, genau. Ja, stimmt. Ja. Der hat ja angeblich irgendwie im Sumo eine 22-fache Siegesserie hingelegt. Also 22 Siege in Folge. Also meinst du Turniersiege? Oder ich meine, die haben ja immer 14 Tage bei den Turnieren. Also sowas früher auf jeden Fall. Da müsste man dann nochmal nachgucken, ob das dann quasi über ein Turnier hinaus umgeschlagen war oder ob er 22 Turniere nicht verloren hat. Das wäre natürlich krass. Hier steht nur hier, where he once reportedly went on a 22-bout winning streak. Okay, dann wahrscheinlich einfach Kampf, aber das ist trotzdem schon beeindruckend, weil du musst ja auch dann gegen den anderen Yokozuna da mal antreten. Da gab es immer so zwei Divisionen und das gewinnst du eigentlich immer nur so 50-50 dann. Was ist das blind? Ja, nee, die haben auch so zwei. Also ich kann es nur sagen, wie es 2000 war, ja. Das war, glaube ich, oder von mir aus 96. Und da wurde das immer so gezeigt. Da musstest du nicht mal hochkämpfen als, wie hieß nochmal der unterste Rang nochmal, weiß es noch, Gordon. Also es gab Yokozuna, dann gab Oseki, Sekiwake, dann gab es den zweiten, Komosubi war der zweite und der Megashira war der unterste Rang. Ja, genau. Megashira, genau. Und da musstest du dann, da warst du mal Megashira Platz 1, wenn du gut warst, da wurdest du dann halt abgegradet, ja. Ist eigentlich so wie bei der WWE. Aber war jetzt der Typ da, weil die Yokozuna angefragt haben? Oder wahrscheinlich. Wollten die denen da jetzt irgendwie was bieten? Na, okay. Die haben wahrscheinlich den selber in Japan angefragt, ja. Das kann auch sein. Hier steht Rikishi Profile. Ja, die 8 war Victor. Bei den Eliminations müssen wir immer dazwischen grätschen sonst, ne? Also ich glaube, Mark Henry und Sumi haben sich gegenseitig irgendwie eliminiert, ja. Oder? Ja, ja. Ja? Naja, Mark Henry hat den rausgeschmissen. Mark Henry ist erst später geflogen. Ach so, okay. Ich dachte, ja, aber auch nicht viel später, oder? Nee. Ich überlege gerade, wer ihn rausgeworfen hatte. Ich guck mal hier gerade. Der Victor? Nee, nein, Mark Henry. Mark Henry wurde von Daniel Bryan. Das ist auch so wichtig. Dolph Ziggler, ja. Dolph Ziggler eliminiert, ja. Mark Henry von Dolph Ziggler? Und Daniel Bryan, ja, von den beiden ersten, ja. Ah, okay, gut. Und danach ist dann. Ach nee, schon gut. Ich hab ja, aber wo du das vorhin erwähnt hattest mit dem Undertaker JFK, ich hatte das Gefühl, dass Mark Henry extreme Probleme mit der Hüfte hatte. Nee, oder mit dem Bein oder so. Ja, mit dem Knie, ja. Das ist ja auch doppelt stabilisiert gewesen, das linke Bein. Ach du dickes. Das konntest du sehen, als er reingekommen ist. Er hat eine Fehlhaltung. Also er belastet das rechte Bein mehr. Er zieht auch ein bisschen auf links nach. Ich denke mal, dass das Knie kaputt ist. Warum tut er sich das dann noch an? Ja, ich weiß, Geld, klar. Hey, aber sicher, Mann, was denn so? Und vor allen Dingen, vielleicht muss er eine harte Operation untergehen und merkt dann plötzlich, yo, ich kriege hier nochmal ein Payday von $150,000. Dann nimmt er den noch mit. Für die OP, ja. Warte, 3 Minuten 27, klar. Ja. Das ist doch ein super Stundenlohn, Mann. Also ich meine, da mache ich doch überhaupt niemanden den Vorwurf, da reinzugehen. Er hat nochmal seinen Moment gehabt, er hat irgendwie 3 Luschen eliminiert, na gut, 2 Luschen und einen Fettarsch und
Was denn? Das stimmt doch. Ja, hallo? Die beiden Luschen, Hiroko Sumi und Curtis Axel und den Fettarsch Mike Nellis. So. Ja. Ne? Ja, da kann JFK nicht mit. Ja. Nee, es ist... Sin Cara wurde von Ziggler. höchstes Niveau. So, als nächstes kommt der Shane. Ich wollte die deswegen nicht mehr hören. Ja, das ist auch, ne? Möchte ja. Ich mal, ne? Ja, gut, okay. Ich glaube, Victor ist, glaube ich, auch reingekommen und auch direkt wieder rausgeflogen durch Daniel Bryan. Ja, ist auch so. Steht so hier. Ja. Das war nämlich auch so beschissen, weil dann die ganze Zeit nur Daniel Bryan und hier Ziggler immer wieder drin waren. Ja, ja. War so kacke, die Anfangsphase. Mit der neuen Kofi Kingston. Ja, ich dachte Shelton. Der blieb dann erstmal drin. Ja, eben. Wäre geil gewesen, wenn er reingekommen wäre. Jem, jem, jom. Dann hätte ich mich gepisst. Ja. Ja, Gordon, was hatten New Day da für eine Farbkombination? Die fand ich ultra geil. Was? Drogen. Oh. Hatten die nicht grün sogar? Nee, die hatten rot-gelb. Ach so, okay. Die Taugen. Die Hulk Hogan. Ah. Weil sie den echten Hulkster nicht gekriegt hat. Ja, mit ja. Nummer 4 mit Hulk Hogan hat ja bei mir nicht so ganz geklappt, ja. Nee. Ja, ich meine, war ja fast dasselbe, ne? Wollte euch eigentlich nur was zu lachen mitgeben, aber ja. Es hat funktioniert. Axelmania. Is running wild. Draußen. Nee, als viertletzter, aber wir haben ja gar nicht die vier letzten getippt. Ja, habe ich ja dann auch gemerkt, aber. Ja. 10. Tony Epps. Tony Epps. Kappa Haters. Das war auch so scheiße. Da haben Ken und ich ja dann auch irgendwie auf Leute getippt und dann plötzlich kommt die Mucke und ich so, ach, jetzt nehmen die auch noch die 205 live, Jungs. Scheiße. Ja, alle. Einfach alle. Ja. So. Auch die, die wieder rausgeflogen sind, vorne wieder rein. Völlig egal. So wie bei World War 3 95, wo ich mir den Entrance da angucke und dann denke ich, das kann nicht sein. Die laufen doch hinten wieder rum und kommen dann nochmal raus. Wahnsinn. Halbe Stunde nur Entrances. Ja, so lang war es nicht, aber 60 Leute musst du ja auch erstmal zusammenkriegen. So, ne? Da sind natürlich auch Sergeant Greg the Pitbull Pitman. Ja, so, ja geil. Er konnte immerhin, das muss man ihm wirklich mal lassen, im Ring Liegestütz auf einem Arm. Mach das mal, das ist echt schwer. Der Bulldog konnte das. Ja, der auch, ja. Ja. Man muss wahrscheinlich irgendwie einen Spitznamen mit irgendeinem Hund haben, ne? Pitbull, Bulldog. Ja, genau, daran liegt das. The Dog. L-Queen, oder wie hieß der? So, mit der 11 Dash Wilder. Ja, der ist auch ziemlich schnell wieder rausgedashed. Ja. Say yeah. All day, all night. Mit der 12 Hornswoggle. Haben sich natürlich alle gefreut, weil ja. Hornswoggle ja auch lustig ist. Ich hab mich gefreut, als Tony Nies den kleinen Bastard rausgekickt hat. So. Das war jetzt keine Beleidigung, so hieß er ja tatsächlich mal. Ja, so sieht's aus. Mit der 13 hat ihm auch kein Glück gebracht. Primo Colon. Ja. Gut. Ja. Mhm. Wo Flobo, der mit dabei saß, sich bepisst hat, dass es der Sohn von Carlos Colon ist. Ja. Dem Flo musstest du ja auch erstmal erklären, ne, dass der Schwalder und sein Partner sowas wie, ne? Die New Horsemen sind, ja. Genau. Oh. Aber nur nicht so erfolgreich. Dann könnt ihr doch was mit der Mistourage machen. Ja. Ja, das ist überhaupt eine Idee. Das finde ich gut. Ja. Mit der 14, Xavier Woods. Ja, die haben dann noch New Day Tony Nies rausgeschmissen. Und JFK, wer hat Xavier Woods eliminiert? Was? Elias Samson. Ist erst viel später. Ja, aber das ja. Da sind wir noch nicht. Ist ja gut. Kingston und Woods haben jetzt erstmal Tony Epps eliminiert. So. So, und dann kam Bo Dallas. Boah. Ja, ich weiß nicht, wer das ist. Guck mal, zum Beispiel der Abstand zwischen Xavier Woods und Bo Dallas sind über 2 Minuten. Ja. Und jede Menge Relevanz. Mit der 16. War das, wahrscheinlich war das doch, weil war da nicht der Spot mit Kofi und Woods drin? Ja, wo Kofi ja mit den Schultern von Woods.
genau. Platz nimmt. Dann sind sie deswegen, zusammen hochgeklettert. Weil sie den Spot dann machen mussten, weil das ja immer so ist, hat das nämlich länger gedauert und dann musste Bo Dallas erstmal warten. Und deswegen war nämlich der Abstand zwischen den beiden 2 Minuten 21. Ja, weil es nach Spots geht und nicht nach Zeit. Ja. Bei jeder Elimination, das wird ja auch in jedem Shoot-Interview so erzählt, dass es eben wirklich nach Spots geht, dass du eben, dass immer was überlegt wird, okay, was ist dann sozusagen das Signal für den Nächsten und dass der dann damit mit reinkommen kann und auch in die Match-Situation. Dann hast du keine Leute, die da rumstehen, ne? Ja. Und dann wird auch kein Spot versaut. Stell dir vor, du hast jetzt gerade irgendwie einen Profi-Spot und dann ist gerade in dem Moment ein Entrance von irgendeinem Wow-Guy. Das wäre natürlich blöd. Ja. Ja. So, 16 Kurt Angle. Ja, der eliminiert erstmal die ganzen Dullis. So. Bo Dallas, Primo, Dolph Ziggler. Mit der 17 Scott Dawson. Ja. Say no. Mit der 18 Goldust. Ja. Füllmaterial. Mit der 19 noch mehr Füllmaterial. Connor. So. Mit der 20. Düdlüdüm. Elias Sampson. Sehr gut. Highlight. Ja, der hat Kofi, Xavier und Connor ausgeschlossen. Ja, Elias hat nach Braun Strowman die meisten Eliminierungen, nämlich 5. Elias rockt ja im Moment sowieso alles weg. Der hat ja jetzt 2 Wochen hintereinander Bobby Roode besiegt. Ja, zu Recht. Ja. Also unfassbar. Das Blöde, dieser liebe Kerl. Der würde auch Brock Lesnar besiegen, aber es wird ja nicht gebuckt. So, mit der 21, Lukas Galowski vom was weiß ich Club, gerade nichts Besseres zu tun. Gott, hätte ich das gefeiert, also würde ich das feiern, wenn Elias Sampson Brock Lesnar den Pin annehmen. Gott, wäre das geil. Und was der dann für eine große Fresse hätte die ganze Zeit, das wäre richtig cool. Und dann hat Elias den alten Mann rausgeworfen. Ist euch aufgefallen, dass er sich da sehr abgemüht hat und dann hat er ja auch gerufen, WWE stands for und dann das Publikum, Walk Elias. Ja, das with funktionierte halt nicht, das können die nicht aussprechen. Das war with los. So. Rhino. Also Angel ist gegangen, ne, der alte Mann. Ja. Rhino hat da irgendjemand, glaube ich, als Special Entrance auch, ne? Hatte. Ach, ja. Du hast dich doch nicht dafür entschieden? Nee, ich sag ja, der Pay-Per-View war mir nicht so wichtig. Deswegen, wen hatte ich nochmal genommen? Ich glaube Hulk Hogan, ne? Ja. Ja, lag ich ja gut richtig. Du wirst nachher sehen, was es dir gebracht hat. 23, Drew Gulak. Ja. Der hat jetzt auch ein Gimmick. Irgendwie. Ja, sowieso. Er hatte ja lange nichts. Beziehungsweise war dann bei Raw gar nicht zu sehen, nachdem Enzo weg war. Der Zoe Train. Und. Ja, aber jetzt bei Tour 5 Live mit dem Submission-Ding wieder, das ist schon gut. Ich muss endlich Tour 5 Live gucken. 24, Tucker Knight. Well, it's a Tucker Knight. Wer? Von der Heavy Machinery und Heavy Machinery, ja. Ja, das waren und Tucker Knight tonight. Ach, das waren die, wo der Gordon dann die ganze Zeit auf den anderen getippt hat, dass der andere reinkommt. Ja, ohne Tom, kam, ne? Ja. Sehr gut. Well, get ready for something. Ja. Who you never know. You won't see him coming, but I promise you won't know. The Tucker Knight! Ja, ich fand's schade, dass du von selbst der Theme-Song. Also ich hätte Otis natürlich gern gesehen, ja, weil der ist irgendwie geiler, aber der war ja nicht mal da. Nein. Ja, der bleibt mehr im Kopf, ne, mit seinem Babygesicht. Ja, Peter Ustinov als Frosch. Ja, genau. So. Sehr gut. Hat er ja mal gemacht. Also Peter Ustinov jetzt. So, egal. 25 und damit die Hälfte gebildet hat Bobby Roode. Ja.
Also die 22 war ja Rhino, möchte ich ja nochmal erwähnen, weil die 22 hat ja irgendein Hörer da vor dem Grumble gepostet, ein Probebild der WWE in leerer Halle. Ja. Aber es war da noch nicht Orten. War doch nicht Orten. Nee, die haben nur mit der 22 geübt. So. Ja. Ach, Tucker Knight hat übrigens Drew Gulak eliminiert. Das ist schade. Ja, Bobby Roode, der ja, noch ja jetzt... bevor Bobby reinkam, deswegen. Ja, ach so, der ja jetzt im Match gegen Elias Sampson mit dem Kehlkopf gegen den Ringpfosten gelaufen ist. Und wo man genau gesehen hat, dass er mit der Brust gegen gelaufen ist, ja, weil die Großaufnahme nochmal kam. Dann ist ihm der Kehlkopf da eben runtergerutscht. Kann doch mal passieren. Der Brustmuskel hat so vibriert, dass das auf seinen Kehlkopf ging. Ja, und Backstage ist auch noch Jinder Mahal umgefallen dadurch. Ja. So. Und Titus O'Neil. 26 Fandango, den habe ich überhaupt nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Bevor Fandango reinkam, hat Bobby Roode noch Scott Dawson eliminiert. Aha. Ja, das ist auch, die Tag-Teams müssen immer raus. So. Ja. Raus aus dem Rumble. Ja, wirklich. Nicht, dass hier wie 94 da als Viertletzter noch Fatu übrig bleibt. Genau. So, also. Der ja danach auch das beste Gimmick der Welt hatte als Rapper. Ja. Oh, das war jetzt 95, glaube ich. 27, Chad Gable. Nicht mehr mit Hio, sondern jetzt als Face unterwegs und ja. Buh! Ich finde den gut. 28, Booyaka. 619. Ja. Da kam Stimmung wenigstens mal auf, Mann. Den kann ja, weil es dann Ruthless Aggression war. Den kennen wir von damals. Ja, und der als auch wir noch Fernsehen hatten. Aber jetzt, wo wir ja Auto fahren dürfen als Frauen, musste ja was anderes dafür gehen. So, was? Was hat denn das damit zu tun? So, also Ray auch in den DX-Farben, ne? So wie Seth Rollins ja auch. Seth Rollins hat schwarz-gelb getragen. Gelb? Ja. Nicht grün. Nicht grün? Oh Gott, bin ich jetzt farbenblind? Ja. Ja, denk mal an die drei Fragezeichen-Folge, wo man nur gelb sieht, aber andere sehen komplette Gemälde. Aber bei Raw hatte er grün. Hier, wo das Mädel mit dem... Ja, genau. Ja, ja, das genau. Ist gelb. Diese Erkrankung oder wie man das nennt. Krankheit kann man es ja eigentlich nicht nennen. Nee, eine Erkrankung ist das nicht. Ja, es ist ein genetischer Fehler. Ja, genau. Ja. Oh Gott. Oder auch einfach nur Blödheit, Farben nicht richtig zu erkennen. So, Rey Mysterio hat Luke Gallows rausgeschmissen. Ja, das ist in Ordnung. Booyaka. Ja, und dann kam dein Lieblingswrestler auf den 29. Oh, hör auf. So, wir machen weiter mit der 30. Tyler Breeze. Nee, warte, dein Lieblingswrestler hat noch Fandango eliminiert. Ja. Geh einfach weg mit dem. Der ist... Nee. Weg. 31. Ja, das ich habe mal übrigens geguckt, das Rollins, dieses Gelb, das war schon so, das war dieses spezielle Gelb, dieses, mir fällt der Begriff nicht ein, aber was man auch ein bisschen als grün nicht empfinden kann. Ich verstehe schon, was ich habe es als grün empfunden. Ja, es ist mehr Gelb, also Neon, so ein Neon. Ja, es ist vielleicht ein Neongelb, ja, aber es ist trotzdem ein Gelb. So Tyler Breeze auf 30. Ja. So, 31 Big E. Achso, ja, Tyler Breeze. Oh, Jenna, er hat das wirklich gebracht, ne? Ja, das war auch richtig so. Aber kurz noch zu erwähnen, Tyler Breeze wurde ja von Mojo Rawley, also von deinem Lieblingswrestler, eliminiert, aber dann hat Fandango ihn aufgefangen und ihn wieder auf den Apron gesetzt und dann wurde er doch nochmal runtergeschmissen. Oh, das war aber richtig gut. Ja, musst ja zeigen, was Mojo jetzt für ein Tier ist. Ganz ja, toll. Total. Ja. 32, Karl Anderson. Ja, damit hat Ken den Punkt geholt, das Schwein. Echt? Ja, er hat gesagt, ich sag als nächstes Mr. Enderbro und dann kommt der auch noch und ich, nein. Wie du ausgeflippt bist. Wusste ja, dass es nicht mehr Luke Gallows sein konnte bei der Musik, der war ja gerade da. Big E hat übrigens The Big Show eliminiert. Tucker Knight. Ja. Ob das im Original auch so vorgesehen gewesen ist, dass Big E The Big Show eliminiert hätte? Ja, vielleicht. Big Show legt sich für jeden hin. Geil. 33, Apollo Crews darf er jetzt endlich wieder heißen. Der hat Chad Gable rausgeschmissen. Ja, das finde ich nicht so gut.
Aber immerhin wird jetzt nicht mehr Apollo genannt. Das ist schon mal, haben Sie gemerkt. Ja, vor allen Dingen, als das oben wieder eingeblendet wurde, habe ich auch sofort beim Livecast gesagt. Mhm. Ah, Apollo Crews. Wurde gleich einer entlassen von Witz. Und der hat tatsächlich, ich glaube, knapp nachdem er reingekommen ist, direkt Chad Gable rausgeworfen. Ja. Für Shelton Benjamin. So, 34, Roderick Strong. Wer ja, zockt da im Hintergrund? Mit der. Was, genau. Irgendwas, irgendwo läuft hier so eine. Ja. Das war bei mir, da hat mich jemand versucht, über Discord anzurufen. Ah ja. Aha. Wieder so ein Fan. Aber was ich sagen wollte, ich fand es interessant, Fan. Dass der Roderick Strong kam ja auch schon so Fans. Bitte, hallo. Conway, Entschuldigung. Focus. Die Undisputed Era Mucke. Ja. Gut. Ja. Dachte ich erst, wer weiß, wer jetzt kommt. Könnte ja auch jemand anders sein. Aber nee, es war. Ja, ja, zum Beispiel Bobby Fish an Krücken. Ja. Ja, natürlich. Und gewinnt das. Zum Rest dieses Rumbles passen. So. Bei den ganzen Krücken. Ja, Roderick Strong hat dann Rhino rausgeschmissen. Ja. So was. Zu Recht. 35 war Randy Orton. Der hat ja dann erstmal. Wir müssen ein bisschen reinlabern und er sagt es doch dann, ihr wisst doch. Der hat ja erstmal ein paar rausgeschmissen, wo ich mir dachte, schön, ne, so Mojo Rawley und dann Karl Enderbow leider und dann noch Apollo Crews. Orton. Und den kannte auch so. Wieder. Ja, den kennen wir. Das ist so geil, Alter. Rhino und Randy Orton sind, glaube ich, genau zeitgleich. Rhino ist geflogen und Ortons Startschuss kam. Tja. Ja. I have voices in my head. So. Ja. Auch die RKO abgefahren from sind. My point of view, Jeff Hardy and I are cool. Ja, also geil. Hätte Jeff Hardy nur gesagt, nee, nur ich bin cool. Ja, vor allen Dingen, wie er da Kaugummi kauen. No, brother, you suck. Na. Oh, furchtbar. Die Miss auch noch geguckt hat. So. Was? Ja, das war geil. Ich bin doch erst 4. Das war richtig gut. So, 36 Heath Slater. Ja. Geil. Ja. 37 Babatunde. Ja, wer ja, geil. Geil. Babatunde, Alter. Ja. Kannst du einen beschisseneren Namen haben? Der heißt aber wirklich so. Der heißt ja, das ist ja schön für ihn. Dann ist es Zeit, sich umtaufen zu lassen in Warrior, weil das der bessere Name ist. In Tunde Baba. Ja. Der Nachname ist auch nicht schlecht. Aye Busi. Ja. Aber das ist der, auf den ich gewartet habe. Busen. Aber aus Polen. Interessant. Ja, der ist aus Polen und war in der American Football League. Deswegen, ja. Ach, so einer auf wieder. Den habe ich gewartet. Bei den Vikings. Ach, cool. Ja. Ah, S.D. Jones, The Refrigerator. Scheiße. Baba Tunde, oh, Alter. Hat doch ja, mal bei den Dresden Babapapa gespielt. Ja, aber also wirklich. Deutschland. Babapapa, auch schön. Baba, Papa. Oh mein Gott, das ist lange her. Toll. Und wer kam dran? Wie lange ist denn der schon bei NXT? Also ich kenne den überhaupt nicht. Nein, der ist bisher noch im Development-Bereich. So, ich habe okay. Hab bisher den auch noch nicht. Weil hier bei meiner Grafik steht hier Roster NXT. Ja? Weißt du, da dachte ich mir jetzt, oh cool. Ja, im Development-Center ist er. Okay. He's Baba Tunde. Ja. He's so, jetzt kommt 9 feet tall. Was? Jetzt gleich. Nummer 38. Ja, 38 Baron Corbin. Ja. Der durfte dann auch noch Bobby Roode rauswerfen. Oh Mann. Ja. Ach ja, und Roddy auch, ne? Strong? Hat auch Roderick Strong rausgeschmissen. Das ist der Push. Ja. Ne? Ja. Auxiliert dagegen. Ja. Oh, jetzt haben wir. So. 39! Er hat sogar Rey Mysterio rausgeschmissen, der Arsch. Siehste? Ja. Ja, 39. Shock the Master. Ja. Make a move, make a move, make a million dollar move, ja. Titus Worlds Light, haben sie ja einen guten Tag draus gemacht. Ja, der gute Titus kam in den Ring gerannt und ist gestolpert. Unter den Ring gerannt. Unter den Ring gerannt
Und es war auch gut, dass da keine LED-Wand war. Ich dachte auch schon, oh Gott, hat die WWE da am Ring etwa auch diese Querstreben? Der wäre weg gewesen. Der wäre komplett weg gewesen vom Fenster. Nee, von daher hat er Schweineglück gehabt. Ja. Er hat sich einmal komplett längs unter den Ring geschmissen, hing schon mit einem halben Oberkörper drunter, unterm Apron. Und ich dachte, okay, er könnte es jetzt retten, wenn er komplett drunter taucht und dann mit dem Kendo-Stick einmal wieder rauskommt. Das wäre noch die Rettung. Auf der anderen Seite. Ich hätte es ganz anders gemacht. Also das muss einem natürlich in dem Moment einfallen, aber ich wäre auf der anderen Seite wieder rausgekommen und hätte gesagt, no, kein Boogeyman und Hornswoggle auch weg, Undertaker auch nicht da, alles klar, Wir können loslegen. So ungefähr. Oder so, ja. Ja. Naja, komm, da wäre ich einfach lieber komplett unterm Ring geblieben und gesagt, komm, ich warte einfach hier wieder, wie damals vor 3-4 Monaten beim anderen Rumble. Das ja. Endlich. Oder wie Jerry Lawler immer so unterm Apron dann hervorgucken, ob noch was los ist. So. Wenn mein Hart kommt und dich rauszieht, ja. Ja. Und wofür die Scheiße auch bezahlt. Auf den Fuß. Die haben ja bei Ultimate Warrior noch? Nee, aber Bret Hart. Nee, aber als sie das bei Raw ausgeschlachtet haben. Da haben sie ja auch nochmal den Clip gezeigt von NXT, wo Titus ja teilgenommen hat bei einer Staffel. Da gab es doch diese Quests immer, die ja total affig waren. Und da habe ich mich auch erst wieder dran erinnert. Da ist Titus ja mit so einem Bierfass oder was das war da gestürzt. Ne? Ich sage, ja, das gab's ja auch noch. Ey, der Klops kann echt nichts. Ja, ist ja klar, der muss ja auch immer seinen Entenarsch ausgleichen. Wie soll er es denn sonst machen, Mann? Ja, der hat so einen... Übrigens so. Auch schon ein schönes Video mit diesem, wo mal Randy Orton im Hintergrund wartet. Watch out, oh, okay. Oh. Deswegen läuft doch Dana Brooke ihm hinterher, weil sie die ganze Zeit glaubt, dass er die Anführer an, weil sie die ganze Zeit glaubt, er ist die Anführerente. Ja. Mack. Wenn er beim Stürzen wenigstens die Airbags von Dana Brooke gehabt hätte, aber nein. Und jetzt kommt Nummer 40, der super Vollidiot. Ja, Conway, was kannst du uns dazu sagen? Mein Name ist super Idiot. Ja, aber es gab 2016, ist das lange her, bei NXT Vignetten, ne, wie der oft bei frischen oder neuen Leuten. Da gab es Dan Mather Vignetten, die haben mich so ein bisschen, also nicht die Vignetten, sondern der Typ, mich so ein bisschen optisch an eine kleinere Variante von Nathan Jones erinnern. Und dann hatte er sein Debüt und dann wurde er von Samoa Joe, der gerade in der Fehde mit Finn Bella war, bitte? Da wurde er desertreuert! Ja, genau, desertreuert. Und dann war er nie wieder gesehen. Und ich dachte mir, was ist das für ein Müll, ja? Und dann kam er jetzt beim Mumble. Ich dachte mir, geile Nummer. Und dann hat sich aber ein bisschen verändert. Er wirkte nicht mehr so cool oder so. Ja, das war schon richtig so, dass sie die Pfeife gleich weggehauen haben. Ja, jetzt ist er für mich auch eine Pfeife. Das ist nicht mehr der Mason, den ich aus den Vignetten kenne. Das ist so ein ich sehe wie nichts aus. So, ja. Also, war der nicht auch ein Footballer ursprünglich? Ja, wahrscheinlich, klar. Guck mal gerade nach. Ich glaube, der war mal irgendwo bei einem größeren Team sogar. Former Canadian Football League. Gredeal? Ah, nee, Bengals, hast recht. Cincinnati. Aber nur Tryout. Aber nur Tryout. Oder was? Ja. North American Football. United States and Canada. Ja, siehst du. Also selbst Fabian Aigner hat mehr Ausstrahlung und hat ja im Grunde denselben Look. Aber Fabian Aigner kann mehr. Der ist geil. Den fand ich auch ganz witzig. Gerade in der Cruiserweight-Sache. Wo er den Scheister hier mit dem Engländer durchgezogen hat, war schon okay. Den Scheister? Ja. Ja, wo er ihn da eingekrotet hat. Eier Scheiße, ja. Ja, so. In der Wo er das gemacht hat mit This Guy. In der like Cruiserweight Challenge. Ah ja, genau, This Guy. Ne? Der mit dem Regenschirm, ja. Genau, like This Guy. Ja. Oh Gott. Willow? Snoop Dogg kannst du doch auch wegschmeißen. Was? So. Der kann auch Liegestütze mit einem Arm, hat schließlich Dogg im Namen. So. Ja, richtig. 41, Braun Strowman. Braun! Und der hatte gleich mal Barbara Tunte rausgeschmissen. Ja. Und als nächstes Stan Mather. Ja. Kannst du übrigens mal nachschlagen, Conway. Es gab eine Serie über Kühe, die wie Cowboys rumgelaufen sind. Und die hießen die Cowboys from Moo Mesa. Da kommt er auch her. So, dann hat er Big E rausgeschmissen und hieß Slater. Und das alles innerhalb von einer Minute. Ja,
Dann kam mit der 42, passend zur Nummer 10, Ty Dillinger. Ja. Währenddessen hat dann Braun Strowman Titus O'Neil rausgeschmissen und Ty Dillinger. Ja, während Ty Dillinger zum Ring kam, hat er ihn schon rausgeschmissen. Mit der 43, Kurt Hawkins. Tatsächlich nicht, sondern, warte kurz, 46 Sekunden später. Ach so. Ty Dillinger hatte auch einen neuen Rekord wieder im lange drinbleiben und Baron Corbin hat dann nochmal kurz Rey Mysterio eliminiert, weil das Privileg sollte ihm auch unbedingt vorbehalten sein. Ah. Randy Orton hat dann Baron Corbin eliminiert, was eigentlich ganz schön war, und Elias Samson hat dann Randy Orton eliminiert. Ja. Also, so. Jetzt kommt die 43. Die 43 natürlich Kurt Hawkins, auch ein Riesenfavorit. Er ist ganze eine Minute drin geblieben, bis er dann von Braun rausgeschmissen wurde. Ja. Dann kommt. Also vom Timer auf Wikipedia steht, dass Kurt Hawkins so 20 Sekunden drin war. Und na, immerhin. 29 Sekunden. Ja, die vielleicht zählen sie ab wann er rangejoggt kommt oder so. Ja, das kann natürlich. Es dauert ja auch immer noch so eine Minute. Ja, bei einigen dauert es ja tatsächlich, wenn sie dann gehen und bla. Ja. Einige rennen zum Ring und sind sofort drin und werden wie Luke wieder rausgeschmissen von den Bushwackers. Das war so geil, Mann. Ja, das war der Oberhammer. Das war das draußen, Beste. Draußen einmal durchgelaufen. Ja, schön von Earthquake am Hosenboden. Geil, Mann. Raus mit dir, du Trottel. Hongi. So, 44, Bobby Lashley. Ja. Der kommt rein und eliminiert Elias Samson. Ja, macht ihn trotzdem noch nicht zum Contender, aber bald. Eben, für Bobby haben sie doch momentan überhaupt nichts, Alter. Ja. Er ist immer bei den Top-Card-Matches dabei und keine Sau interessiert sich für ihn. Wieso? Warum bist du so unfair? Jetzt hat er so ein modeschickes Stirnband. Was heißt denn, sie haben nichts für ihn? Bestimmt noch ein anderes Stirnband. Ja. Ja, das hatte er schon bei TNA und da war er nun wirklich sehr, sehr gut. Also gehen wir mal davon aus. Ja, genau, weil ja die ganzen TNA-Fans bei WWE im Publikum sitzen. Ach nee! Ja, also vielleicht macht man jetzt was aus ihm. 45, da sind die wieder abgegangen im Publikum bei The Great Khali. Ja, bubli babli, bubli babli. Da hinlaufen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, es ist Bobby Fish in einfach mit dem falschen Oberkörper drauf. Hör mal, wie hieß der hat auch nachgelassen, ne? Das will man ja sagen. Wer Bobby war Fish? Halt nachgelassen. So. Das ist so, wie wenn du sagst irgendwie, oh, ich bin gerade in ein Stück Hundehaufen getreten, nur noch tiefer rein. Also. Ach ja. Der hatte doch nie eine Hochphase, der untalentierte Spacken. Und dann kommt er da rein und alle, ja, den finden wir richtig geil, mubli babli. Und dann kröpelt er übers Top Rope, kommt kaum in den Ring rein. Ich habe mich schon gewundert, dass er nicht gleich irgendwie mit so einem unfreiwilligen Ratschlag irgendwie erstmal voll auf die Fresse fliegt. Und dann haben gleich Braun Strowman und Lashley ihn erbarmen und sagen, komm Opa, raus. So. Kasperkorb. Tschüss, Wubli Babli. So. 46, Kevin Owens. Ja. Ja. Und ja, jetzt kannst du dumm vorlesen, weil jetzt füllt sich erstmal der Ring. Jetzt kommt keine Elimination. Ja, vor allem haben die Kommentatoren auch nichts von Sami Zayn gesagt. Egal. Mhm. 47, Shane McMahon. Immer noch nichts von Sami Zayn gesagt. So. Ja. Ja. 48 ist ja, hier. Ja. Das ist der Shelton. So. Und 49, der nächste große Topstar von SmackDown, der jetzt natürlich auch Daniel Bryan besiegen wird. Big Cass. Ja. Grüße. Und mit der 50, da fehlt ja nur noch einer. Chris Jericho. Ich glaube, warte mal kurz, Shelton Benjamin muss ich mich natürlich persönlich bedanken, weil da habe ich gegen Ken ausgeglichen mit ihm, meine ich. Ach so. Ja. Ja, und bei den letzten dreien ist das ja auch... Habe ich noch gesagt, ja. Ja, wieso? Wir wussten ja teilweise gar nicht, wer mit drinne ist. Ja, das stimmt. Hätte auch Big Closer, ach nee. Weil es ja auch zum Beispiel hieß Drew McIntyre und bla. Das haben sogar noch welche bei uns in den YouTube-Chat geschrieben. Ja, den habe ich getippt, Mann. Dann kommt er nicht. Ja. Mann. Das finde ich richtig gut. Ja, ja. Er will ja was Großes verändern und deshalb nimmt er nicht teil. Ja. Diese Rumble-Sache mit Kevin Owens war ja für Longtime-Viewers wieder ganz gut gebuckt, weil er erst auf Shane trifft
Und irgendwann kommt dann noch Jericho, der vorher Kevins Feind war sozusagen, ja, und Nemesis und Kevin verkauft das dann auch noch so. Was? Da kommt jetzt mein anderer Nemesis. Ja, das fand ich übrigens, hat man gar nicht erwähnt, diese Promo, die Zwischenzeit sich da von Chris Jericho war, die fand ich richtig gut eigentlich auch mit der Liste wieder, wo er auch meinte, ach, da ist ja noch dieser komische Kevin Owens. Ja. Fand ich voll gut. Ja. So. Ja, Chris Jericho eliminiert dann Shelton Benjamin. Dann Braun Strowman eliminiert Shane McMahon mit diesem Chokeslam oder möchte gern Chokeslam durch das Kommentatorenpult. Das war auch für die Saudis nochmal so von wegen. Guck mal, was der Taker mit Shane schon 2-3 Mal gemacht hat in der Karriere. Ja? Genau. Ja, dann gut. Braun Strowman eliminiert Bobby Lashley. Well wins! Boah, können wir noch kurz auf den Brainbuster von Lashley gegen Big Cass eingehen? Ja, du wolltest sagen, den unfreiwilligen Brainbuster. Ja. Die Kommentatoren fanden das ja, oh, Brainbuster, oh. Ja, ich habe da auch gedacht, ja, okay. Nee. Ja, ja, der war nicht so richtig sauber, nee. Nee, der hat den auch nicht richtig oben gehalten bekommen und dann hat er irgendwann, okay, jetzt einfach runter, ja. Nee, und Cass hat es auch nicht gepackt, irgendwie gerade zu halten, das war ja auch noch das Ding, also das war, glaube ich, eine ganz dumme Idee. Da ging auch mal kurz ein Raun durchs Stadion, ich glaube, das haben sie auch gemerkt, dass das nicht so so hundertprozentig toll war. Das stimmt wohl. Ja, dann hat Braun Kevin Owens eliminiert und dann auch noch gleich seinen Erzfeind Chris Jericho. Big Cass hat dann Daniel Bryan rausgekickt als drittletzten. Damit war es das dann auch und Daniel Bryan war dann irgendwie eine Stunde 16 oder so drin. Und dann hat Big Cass Braun Strowman eliminiert und ist dann mit der Greatest Royal Rumble. Sie, ach nee, natürlich doch nicht, weil der Jan Pfeifenwix ist. So, und deswegen hat nicht wahr. Nee, der ist natürlich super. Also da hat Braun Strowman ihn dann rausgeschmissen. Big Ass. Ja. Big Ass. Big Ass. Ja, und dann kam Vince und da gab's und Headbanger Morsch. Und, achso, nee. Ja. Nee, stimmt, Vince und General Adnan standen dann neben Morsch. Und sag mal, haben die beiden dafür gesorgt, dass Braun die Trophäe nicht hochheben sollte? Weil ich dachte mir, der wollte das hochheben. Dann ja. So, nee, lass mal stehen, die fällt gleich auseinander. Ja. Nein, lass das, dann gehen die Schwerter ab, damit erklärst du ihr Krieg. Ja, genau, wahrscheinlich sowas. Dann komm, kriegst einen Gürtel. Ja. Kommt der Berserker dann raus, du. Ja, geil. Ja, und Vince hat den Gürtel überreicht. Und ja, ist jetzt natürlich ganz stolz auf Braun Strowman. Ja. Dann gab es nochmal Riesenfeuerwerk und alle waren glücklich. Und wir kommen zur Auswertung des Tippspiels. Ja, und zwar... kurz vorher die Frage noch. Glaubt ihr, das wird jetzt ein Titel werden oder nicht, nee. Der Gürtel? Nein. Glaubt nicht. Natürlich nicht. Aber das Design war top. Das Design war wirklich schön. You got a palm belt in the palm of your hand. Ich hätte den Gürtel mal gerne an Hurricane gesehen, das hätte farblich. Ja. Aber ich glaube, dass Braun Strowman jetzt, also wenn man, das war jetzt ein Special Rumble, ich weiß, aber er hat, glaube ich, insgesamt die meisten Eliminierungen, weil Kane war ja immer mit seinen 11 und dann kam ja Roman Reigns mit 12 und Braun 13. Genau. Ich glaube auch wirklich, dass sie den Rumble auch in diese Statistik mit reinnehmen. Ja. Hoffe ich doch. Obwohl das ja so ein Special-Ding ist. Aber egal, wo ich hier aktuell geschaut habe, ist immer jetzt neuer Rekord. Was natürlich jetzt echt bei 50 Mann noch nie so schwer ist. Ja, bei 30 sind natürlich 12 Eliminierungen schon vor prozentual viel mehr als 13 bei 50. Aber mein Gott, vielleicht haben wir ja nächstes Jahr dann den 60 Mann Royal Rumble. Die Ultimate Royal Rumble. Ja, und da holen sie sich dann auch den Warrior wieder. So viel Geld muss sein. Dafür nehmen sie dann den Renegade. Ach nee, Mist. Der lebt auch nicht mehr, kann das sein? Ja, das kann sein. Den Typen habe ich total aus den Augen verloren. Diesen Mr. Perfect, den wollen wir auch. Ja. Wobei Scott Putski, das könnte echt funktionieren. Man weiß nicht, was da... Naja. Okay, gut. Wen gibt es denn sonst noch? Ja, Macho Man, der war so populär damals. Ja, stimmt, Macho Man. Ich meine jetzt, wer aussieht wie der Warrior. Ach so. So. Der gut, Texas also. Tornado, Kerry Von Erich. Ja, stimmt. Genau, der kommt. In Hausschuhen. So, wir haben 2x6 Punkte für Jens und Thorsten.
Was? Nur 6 Punkte? Ja, du hast Triple H, Taker, Cedric, Bludgeons, Wyatt und Hardy, Jeff. Dann hast du Joe, Brock. Nein, Joe stimmt nicht. Guck mal genau. Ich guck mal auf den Chatverlauf. Da habe ich dir geschrieben. Dass man dich mal nachgehen muss hier. Habe ich das denn geschrieben? Oh, ich glaube, ich habe sowieso einen Fehler drin. Warte mal. Taker, Cedric, Bludgeons, Wyatt und Hardy, Jeff, Brock ist ja auch richtig. Ja! Ja, und Braun ist richtig. Dann hast du 7. Entschuldige ja, und, bitte. Und ich habe auch Rollins. Guck nochmal genau im Chatverlauf. Da habe ich dir am Ende geschrieben, Korrektur. Gut. Statt Samoa Joe, doch Seth Rollins. Hast du sogar, glaube ich, sogar gesagt in der Folge. Und im Gegensatz zu Conway habe ich es korrigiert, bevor es on air war, ja. Gut, dann hast du 8 Punkte. Gut, okay, dann ist Jens natürlich hier das Schlusslicht mit 6 Punkten. Dann haben wir 1, 2, 3, 4 mal 7 Punkte für Saladin, mich, Conway und Dawn. Dann haben wir 8 Punkte, einmal für den Thorsten, wie gesagt, Espada und Gordon. So, und dann hier, jetzt hat den Vogel abgeschossen, Feller mit 10 Punkten kriegt noch einen extra Punkt für den Sieg hier beim Pay-Per-View, hat damit 11 und rückt damit auch 2 Plätze vor. Er war letzter, hat sich jetzt nochmal gerettet. Jetzt passt auf. Soll ich unten oder oben anfangen? Mach mal oben. Wir haben tatsächlich 2, die magische Grenze von 50 Punkten überschritten haben. Und zwar mit 52 Punkten der Espada und mit 51 Punkten der Gordon. Jetzt kann Espada natürlich dich mit ins Boot holen und ihr könnt euch gemeinsam eine Strafe ausdenken, wenn ihr möchtet. Ich sag mal, wen es trifft. 47 Punkte hat der Dawn. Knapp darunter auf dem 4. Platz mit 46 Punkten bin ich. Wieder sehr knapp darunter mit 45 Punkten ist Conway. Ja, 43 Punkte. Er hat einiges gut gemacht. Das ist der Feller. 42 Punkte. Obwohl, Moment. Ich muss ihm ja jetzt noch 2 extra geben. Wären dann 44. Dann ist Feller doch auf dem vorletzten. Macht aber jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Denn auf dem letzten Platz mit 40 Punkten ist der Jens. Du hast die Tabelle, glaube ich, nicht richtig gedreht, oder? Doch, die ist genau richtig. Also Espada und Gordon, beziehungsweise Espada hatte natürlich jetzt die Entscheidung. Er hat ja immerhin einen Punkt mehr. dann könnt ihr euch aussuchen, wie ihr den guten Jens bestrafen wollt. Seid kreativ und wir starten jetzt gleich die nächste Runde. Also es wird was mit einem Privatvideo, Babyöl und viel nackter Haut zu tun haben. Ja, dem Song Never Gonna Dance Again. Und einem IC-Title. Sehr gut. Ja. Also jetzt, um es kurz zu machen, du darfst nur noch den IC-Title tragen. Und dann läuft im Hintergrund Ja, ich freue mich sehr drauf. Ja, Glückwunsch an Espada und Gordon, die wirklich, vor allem Espada, der ja gesagt hat, er will, dass einmal Gordon nichts gewinnt. Das hat er fast geschafft. Ein Punkt über ihm. Naja. So. Ja, wieso? Dann ist das doch der Sieg, oder nicht? Ja, klar. Aber auch Gordon hat die 50 Punkte geknackt. Okay. Das ist ja das Ziel. So. Das reicht mir. Facebook. Facebook. Und danach geht es dann zur neuen Tipprunde. Ja, ich fange mal an, oder? Ja, wir müssen auch ein bisschen zulegen. Es ist reichlich hier. Also wir müssen auf jedes Einzelne nochmal eingehen. Gut, wir haben hier als Ersten, habe ich jedenfalls, Michael Mustache Mountain Lackner. Ja. Weißt du? Endlich mal wieder Mark Henry im Ring. Sonst war es ein sehr großgezogener Event. Hab mir nichts Großartiges erwartet und wurde eigentlich gut unterhalten. Ja. So, Harald Stockhammer kommt damit. Da möchte ich übrigens Michael Lackner einmal fragen, warum siehst du aus wie Bobby Fish? So. Ja, nur ohne Krücken. Ja, stimmt. Harald Stockhammer hat nur Boccia Mania als Begriff hier in den Raum geworfen. Das war vollkommen richtig.
Ich habe ja auch gesagt, schon beim Gucken, dass eine Botchamania-Folge, die nur das mit Tidus und Jin da drin hat, reicht. Und das mit Tidus müsste auf jeden Fall in den Opener, in den Opening von ja. Botchamania. Dennis Yildiz, langweilig, finde ich auch gut. Und dann kommt Martin Spieler. Hm? Ganz kurz, im Vorspann von Botchamania sind aber eigentlich nur Sachen, die man auch hört. Ne, also. Also der Shockmaster nicht? Habe ich jetzt nicht so. Auge. Ist der im Vorspann? Ja, nee, ich glaube nicht. Na gut. Hm. Martin Spiller. Bessere Hausshow. Rumble Match selbst hat sich doch gezogen. Erst bei den hinteren Nummern Bezug zu vergangenen oder aktuellen Fäden. Fettes Minus für die beknackten Scheichs in den ersten Reihen, denen es am Arsch vorbeiging, gelangweilt herumsaßen oder durch die Gegend spaziert. Ja, korrekt. Das hatten wir vorhin schon. Ja. Dann kommt Tobsen, Grüße. Mal gucken. Alle anderen auch. Ja, natürlich. Es war eine große Hausshow mit Kameras. Ja. Fehlende Frauen aufgrund ignoranter Typen in den ersten Reihen, so verkauft man halt seine Damen-Division. Ich hätte es genossen, hier fehlt ein Komma, Tobsen, wenn Naya... Ja, ich gesagt, ich soll seine Fehler auf. Die Midcard-Fehde, ich liebe es. Wenn Naya unter denen mal ein bisschen aufgeräumt hätte. Ja, ausgerechnet, naja. Und ja, es stimmt mit mir was nicht, denn Jinder vor Universal-Title. Das stimmt denn mit dir nicht. Ich mach das kürzer, was stimmt denn mit dir? Title wäre in den Shows und ein Colors verkauft Brock sicherlich blendend. Blendend, ja. Blendend, das ist eine neue Blend. Zahnpasta. Ja. Blendend. Warum machst du nicht deine eigene Strichliste, Tofen? Das würde mir Arbeit abnehmen. Spaß! Ach, war nur Spaß. Ach, war ja, Idee, ja, okay. Ah, damn, ich dachte, du meinst es ernst. Euch noch einen frohen Talk und danke für eure Mühen. Ja, ja danke. So, das Blendend hat er doch bewusst eingebaut, um mich zu provozieren, Mann. Ja. Ach, deswegen hat er es nochmal bearbeitet, okay. Ja. Jetzt kommt der Saladin. Grüße. Er schreibt, ein solider Pay-Per-View. Die WWE hat viele Einnahmen bezogen. Die Company muss aufpassen, dass sie sich mit so einem Deal nicht zu einem politischen Gegenstand macht. Ja. Das bietet sehr viel Angriffsfläche, besonders wenn seit 4 bis 5 Jahren die Marketingstrategie Gleichberechtigung der Geschlechter ist. Tja. Roman Match war schlecht gebuckt. Ich denke, der Heel-Turn kommt. Nee. Ja. Ich hoffe es. Glaub's auch nur du. Sami Zayn war zuvor bei den Hausshows in Saudi-Arabien dabei. Leider wurde er Opfer seiner Hilfsorganisation Sami for Syria. Ja, ich habe gerade überlegt, wie es auf Englisch ist. Syria. Das ist nicht lustig. Die brauchen die IT. Was? Lautgerüchte. Ach so, das ist. Die IT-Gerüchte. Ja, ich schon, hä? Laut. Die Laut-Gerüchten mit dem Regime-Koordinator. Nenn es doch nicht Regime. Oh, ich könnte mich so aufregen. Die saudische Regierung hat mit Saudi-Arabien keine diplomatischen Beziehungen. Das steht da nicht. Da steht das Regime. Ja. Viel Spaß beim Tapen. William Regal war auch hier. So. Akzeptiere es. Ja. Martin Spiller nochmal, noch ein Dankeschön an Gordon für den Live-Mitschnitt und Chat hat das Ganze kurzweiliger gemacht, das ist richtig. Doch, kann man sagen. Also kannst du doch auch nicht sagen, die saudische Regierung, sondern das wäre dann die syrische Regierung, wenn überhaupt. Habe ich saudische gesagt? Ja. Nee. Doch. Das können wir ja nachher nochmal hören, wenn geht das irgendwann. Ja. Ja. Schließe ich mich an, tolle, also Jens van de Walter fand Gordons Live-Chat YouTube-mäßig auch toll. Bitte, vielleicht auch das nächste ja, Mal. Ja, da war echt ganz kurz, echt kurzweilig und der Sound war echt gut. Ich glaube, du kannst sogar noch ein bisschen leiser drehen. Also am ja, Anfang war es ja auch gehört. Ja, optimal zu hören und der saß ja ein bisschen hinter dir, also ja. Weiß ich nicht, einen halben Meter. Also habe ich jetzt aber auch gehört. Das ist echt ein geiles Mikro und die Kamera ist auch gut. Die Kamera? Okay, da hatte ich wohl die Quali auf Scheiße, weil also Kamera hatte ich keine große Veränderung. Ja, das ist eine HD-Kamera. Hast du auch die richtige ausgewählt? Ja, eigentlich ja. Okay, also da hatte ich jetzt nicht so den... Ja, aber das liegt teilweise auch einfach echt an der beschissenen YouTube-Übertragung. Es ist einfach so. Also wir konnten uns deutlich besser sehen. Mach in Zukunft am besten mal, also du den Fokusbereich kannst du ja einstellen, weil durch das wenige Licht stellt die immer scharf und wieder unscharf. Ja. Also ja. Kannst dann mal den Fokus einfach auf euch dann machen und dann ist gut. Das nur am Rande. Ja, muss ich nochmal gucken, wie ich das genau einstelle. Aber wir konnten uns ja immer selber sehen auf der Kamera und
uns konnten wir perfekt sehen. Okay. Ja. Aber ich sag mal, ne, hier bei Technikfragen, Thorsten fragen. Ja, aber hier, genau, dann zeige ich dir das nächste Mal, wie du die Qualität vielleicht ein bisschen hochdrehst bei Twitch einfach. Bei YouTube. Ja, genau, machen wir so. Machen wir so, okay. Ja, dann kommt der Dorn. Da muss der Jens jetzt mal deine Pipe geraucht. Oder? Jens ist am Absaufen hier. So, Dorn. Der Dorn, ich fange es jetzt an zu gucken. Schön. Und schon nach den Entrances von Cena und Triple H nervt mich diese ständige Beautiful City of Jeddah First Class Stadium. Wie toll, dass Cena Frauen und Kinder auf der Stage hatte. Bla, bla, bla. Von der Stimmung bin ich überrascht, hätte ich nicht mit gerechnet und endlich mal wieder ordentliche Pyro. Yay, aber ein kleines Yay-Nachtrag. Ich als Sami Zayn würde mir überlegen, weiterhin bei dieser Company zu arbeiten, die einem Land huldigt, in Anführungsstrichen, das ihn als Staatsfeind ansieht. Tja. Naja. Ja, gut. Ja, mein ganz Gott. So sieht es natürlich auch nicht aus. Ne? Das muss man auch wieder ein bisschen differenzierter betrachten. War Jeddah nicht so ein Planet bei Star Wars? Ja, ist glaube ich drauf. Ich habe letztens hier wieder Rebellion, das Brettspiel gespielt und der war irgendwo. Ich meine, dass sie bei Rogue One sind sie da, um Sachen zu holen. Da außerdem, genau. Und eine Wrestlerin aus England. Nee, die hieß Jeddah. Ja. Ja. So. Benjamin Fee. Grüße. Grüße. Das kann ja Jeddah sagen. Kurz und prägnant, es hat mich so wenig interessiert, dass ich es mir gar nicht angeguckt habe und dabei kann man mich mit einem Rumble-Match eigentlich immer locken. Unglaublich. Was? Und das war's. Tom Flechel, Grüße. Ist ja so ein Langzeithörer hier. So lala. So lala. La, la. I love to love. Naja, hat doch die gleiche Meinung wie ich. I love to love. Nichts Berauschendes, sehr vorhersehbar, aber hey, im Herbst haben wir ein 15 gegen 15 Greatest Zuse Match. Das ist doch toll, oder? Ich finde diesen Ausverkauf wirklich nicht gut, aber WWE hat halt eben x Millionen mehr am Konto. So ja, dann müssen sie nämlich für das Stammpublikum nichts machen. It's the greatest Survivor Series. Ja. Greatest idea we ever had. Saudis zahlen das schon. So. See Roberto, es gibt nur einen Rumble, den Royal Rumble for Mania. Ach was, richtig. Das war doch der Royal Rumble. Sogar der Greatest Rumble. Ja, sagt ja auch Dawn hier. Ja. Jens von der Water. Hat der nicht vorhin schon mal? Ist ja auch egal. Egal. Ich kann den Event nicht ernst nehmen. Es wurde bewiesen, dass derjenige mit viel Geld ein WWE-Event nach seinen Wünschen kaufen konnte. Das ist passiert. Ja, ich meine, da treten auch berühmte Sänger, Jay-Z, Beyoncé, was weiß ich, treten da für irgendwelche Scheiß für 3 Millionen mal einen Abend auf. Mein Gott. Wenn die das zahlen, bitte. Und die sogenannten Superstars haben durchweg gezeigt, dass sie eben auch nur Arbeitnehmer sind und dem Kunden Honig ums Maul schmieren dürfen, besonders Sina. Schreibt er hier. Ja, wobei, ist halt so. Moment. Also wobei ich mir bei Cena sogar teilweise wirklich vorstellen kann, dass er sich ein bisschen bei der Crowd bedankt hat. Weil bei seinem Match waren die ja noch echt hot. Und das war schon ziemlich gut. Also da hätte ich eigentlich nicht das Problem mit, so da dann nochmal irgendwie was zuzusagen. Aber für den Rest ist es schon eher... Wenn Sie mal Cedric Alexander fragen, so... Ja, und dann schreibt er noch, es gab keinen Titelwechsel beziehungsweise wesentliche Änderung für die Storys danach und es wurde viel zu sehr gebotcht. Hashtag Botcharabia. Und die kulturellen Differenzen will ich hier gar nicht erst auftischen. Alles in allem überflüssig. Und es war eine Zumutung, die Spaßbremsen in den ersten Reihen sehen zu müssen. Ja. Außer der Slide von Pydes. Der war der Move des Abends. Ja. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass sie da hingehen und ein bisschen Kohle machen. Sie sind immerhin noch eine Company, ne? Also jetzt ist halt die Frage, muss man das denn tatsächlich als Pay-Per-View verkaufen und muss man sich das angucken? So sieht's aus. Mittlerweile ist es doch einfach so, es ist das WWE Network sowas. Es ist kein Pay-Per-View mehr, den du extra bezahlst. Wenn du das Network so oder so hast, kannst du dir das Ding angucken. Du kannst es auch einfach lassen. So, dann lässt man es halt. Ja, wenn man sich irgendwie sagt, jo, ich bin der Meinung, das hat überhaupt keine Auswirkung auf die Stories und das interessiert mich alles nicht. Ja.
kann ich zustimmen, kann man machen, kann man auch lassen. Wo ich allerdings natürlich komplett zustimme, ist, dass sie sich echt überlegen sollten, wen sie da in die ersten Reihen setzen und sowas, weil das einfach für das Feeling, finde ich, auch nicht nur für die Wrestler, sondern auch für die anderen vorm Fernseher, nimmt das halt einfach alles weg. So, du hast da die ganze Zeit nur irgendwelche Businessmen setzen, dann hast du, wie gesagt, eben gar nichts und dann kommen erst die ganzen Leute, die das irgendwie abfeiern. Und das wirkt halt einfach merkwürdig. Ja, sehe ich genauso. Ich habe einfach nur ein Problem damit, dass sie es nach einem großen Pay-Per-View nennen und jetzt hast du auf einmal zwei davon. Das ist blödsinnig. Wann kommt das nächste jetzt mit WrestleMania? Haben wir dann zwei WrestleManias in einem Jahr? Das ist genauso dämlich wie 1994 mit zwei Royal Rumble-Siegern. Ja, vielleicht ist es außerdem war der 94er Rumble großartig. Aber mal davon ab. Das habe ich nicht in Frage gestellt, aber trotzdem ist es irgendwie doof gewesen, dass es zwei Sieger waren. Ja, was willst du denn machen? Willst du nochmal zu Howard Finkel gehen und nochmal was anderes sagen? Oh, der dreht doch durch. So. Das war so schlimm, es hat auch 1000 Jahre gedauert. Das war fast genauso schlimm wie die Ringrichter, die immer nicht wissen, was man mit Money in the Bank Koffer machen soll. So, aber ich hatte eben das Gefühl, dass das so ein Stück weit irgendwie auch aus der Not geboren war, weil der Deal dann plötzlich vielleicht schneller über die Bühne ging, als sie sich das gedacht haben. Und dann hatten sie halt einfach nichts parat. Was hätten sie denn sonst, na klar hätten sie denn sagen können, irgendwie, ja, Brawl in Saudi Arabia oder so, aber das hätte alles irgendwie komisch geklungen, oder? Tja. Wieso, dann packst du einfach irgendwie einen alten Pay-Per-View-Namen wieder aus, klatscht den da drauf. Stargate! Ja, warum? Ja, aber die wollten ja wahrscheinlich ein Rumble-Match haben. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon so die Verhandlungsgeschichte, dass sie gesagt haben. Genau, und wenn sie dann den alten Pay-Per-View-Namen vom WCW World War III nehmen in Saudi-Arabien, das passt nicht so ganz. Hätten die sich vielleicht schon geärgert. Aber hier, Platz für vier Ringe hätten sie gehabt. Ja. Ihr da in den ganzen Sesseln, ihr kommt auch mit in den vierten Ring. Was? 25 Mal General Adnan? Kein Problem. Und jedes Mal der Wilhelm Scream. So. Ja. Oh ja, sehr gut. Oh, super. Hey. Gut, wo waren wir? Ja, wir haben noch Wolfgang Böhm. Ja. Hallo Talker, ich frage mich ja wirklich, wieso ich auf Lesnar Reigns so gespannt war. Im Endeffekt dann jedes Mal der gleiche Schmarrn. Und das ist auch noch eine nette Beschreibung dafür. Ich kann Lesnar einfach nicht mehr sehen. Ansonsten, da hat man ja einiges am Pyro in die Luft geschossen. Der Rio hätte vermutlich auch seinen Goldregen bekommen. Daniel Bryan, seine Brust war ja echt übelst demoliert. Ja, das stimmt. Der war komplett auf links gedreht. Meine Fresse, Respekt. Also. Ja, er schreibt auch, Daniel Bryan als Iron Man gefällt mir, auch wenn es ein belangloser Rumble einer noch belangloseren Veranstaltung war. Für mich gibt es nur einen echten Rumble, der findet im Jänner statt. Punkt. Also. Ja, aber Del Rio wäre doch gar nicht hin, die Scheiß hätten ihm doch gar nicht die Business Class bezahlt. Viel Spaß drin bei Etihad. Hätten sie da einfach den King of the Ring gemacht? Hätten sie den wieder rausgeholt. Ende. Ja, und aber der, wer sagt denn, jetzt kommst du wieder bestimmt mit der Battle Royale. Ja, mein Gott, dann machen sie eine Battle Royale da auch. Gibt's doch bei WrestleMania auch. Wo ist das Problem? Dann King of the Ring, das Turnier und eine Battle Royale. Ja, es gibt bald, weißt du, was es bald gibt? Survivor Series, Match, Battle Royale und noch King of the Ring. Alles in einem. The greatest Pay-Per-View ever. Ja, das wäre doch Mama. No. Geil, aber hoffentlich kommen sie dann aus der Wüste in den Ring gelaufen, so 3 Kilometer. Ja, das völlig krass. Fertig. Mit dem längsten Endspiel. Und der Undertaker kommt dann und schon wieder raus. Der Undertaker kommt dann mit dem Segway. Ja. Nee, aber mal im Ernst, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt. Nee, Quatsch, kann ich ja nicht gesagt haben, weil ich das letzte Mal nicht dabei war. Das ist doch normal. Wenn du dir die Formel 1 anguckst, da haben mittlerweile die ganzen Ölländer haben auch die ganzen Rennen. Und da sind nicht die Superfans, ja. Aber ich glaube, die Scheiß können so ein bisschen mit der Formel 1 können die wahrscheinlich mehr anfangen, weil sie haben ja daheim selber so eine Kiste stehen und können mal richtig aufs Gas drücken. Und das war jetzt, denke ich mal, ein netter Versuch. Und sie müssen definitiv, wenn die da nochmal hingehen wollen, sich da noch was einfallen lassen. Weil wie Gordon und ihr schon sagt, für den USA-Zuschauer, ne, der sich das dann vielleicht mal anguckt zu einer Uhrzeit, dass er überhaupt nicht, zu der er überhaupt nicht gewöhnt ist, sowas zu schauen und sieht dann sowas, ich glaube, das kann echt auch nach hinten losgehen.
Und da müssen sie aufpassen. Wobei da wirklich die Frage ist, ob das die WWE dann echt interessiert. Weil mittlerweile, wenn du nur das Network siehst und ja auch keinen Pay-Per-View-Verkauf oder so mehr dahinter brauchst, dann ist es natürlich schon so eine Nummer, dass man sich dann auch irgendwie sagen kann, ja, dann guckst du den halt nicht so, dann lässt du den eben aus. Wo ist das Problem? Ja, aber dann hätte ich, glaube ich, den Event wirklich nicht Greatest Royal Rumble genannt, sondern wirklich irgendwas, so dass vielleicht der 0815 normalo Amerikaner so, aber was ist das? Ach, das ist wieder so eine Doku, die brauche ich nicht angucken. Aber wenn da der Greatest Royal Rumble steht, ja, dann muss ich natürlich auch da drauf drücken und mal gucken. Und naja, ich. It's WWF's something. Ja. Name your pay-per-view. In the file here. Ja, nee, aber mal schauen. Also ich finde, das war jetzt ein nettes Experiment. Ich meine, klar, von der Matchqualität war alles okay. Von den Namen, die angetreten sind, war es ja teilweise wirklich krasser als bei WrestleMania. Und jetzt muss man mal gucken, was daraus wird. Ob das jetzt wirklich so 3 oder 4 Mal im Jahr stattfindet, weil da einfach eine Menge Geld fließt. Oder ob man sagt, so, ihr habt jetzt hier, jetzt habt ihr mal gesehen, wie Entertainment geht. Ja, aber ich denke mal, dass sie einfach weiterhin die Cash-Cow melken wollen. Es ist halt, wie du schon sagst, es ist ein Unternehmen, die wollen Knete machen. Die Leute sind wahrscheinlich auch sehr interessiert, dann da nochmal den extra Paycheck zu bekommen. Ist ja ganz normal. Die Aktionäre sitzen im Nacken. Also ich meine, das ist ja auch toll, wenn man sowas präsentieren kann. Ja, wir haben jetzt einen Deal über 10 Jahre abgeschlossen. Wir kriegen Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden daraus. Das lockt natürlich Aktionäre. Und vor allem ist es unabhängig von Quoten in den USA, von Network Buy-Rate, sage ich jetzt mal, weltweit, das spielt da alles keine Rolle. Das ist so eine Goldader. Das ist doch das Abschiedsgeschenk für Vince. Also ich hätte den Deal auch gemacht, ganz ehrlich. Natürlich, klar, man kann jetzt mit der Kritik kommen, man verkauft praktisch ein Teil von sich und auch was mit der Women's Division und so weiter. Aber man hatte ein Women's Royal Rumble Match mit 30 Damen und die wollen ja auch bezahlt werden. Also ich meine, so kannst du es natürlich dann auch querfinanzieren. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, verkauft sich einfach nicht und läuft nicht so super und ihr habt jetzt auch kein Merch hier und ja, die Shirts von Liv Morgan, die laufen auch nicht so super. Aber ist ja dann egal. Dann ist es völlig egal. Ja, wobei, ich finde es halt schon problematisch, wenn sie in den USA jetzt immer mehr quasi auf die Frauen setzen, überall Gleichberechtigung. Klar. Und das halt so machen. Wenn das jetzt noch so wäre wie vor 5 Jahren, sag ich mal, ja, oder irgendwas, dann würde uns das gar nicht so auffallen. Aber da man es natürlich jetzt so extrem jetzt auch sieht und wahrscheinlich hatte die WWE vor 5 Monaten auch nicht an so einen Deal gedacht. Da, wie du schon sagst, das ist jetzt dieser Geldregen. Man kann halt gut Kohle machen. Und vielleicht, was wir nicht wissen, vielleicht haben sie ja irgendwie Auflagen den Saudis gegeben und gesagt, hier in 2 Jahren wollen wir aber auch mal die Frauen antreten lassen, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber wäre interessant. Ich meine, Saudi hatte doch auch das Projekt 2025 oder irgendwas. Die haben da so einen Stufenplan, wie sich das da irgendwie wohl entwickeln soll. Mal gucken. Ist wohl möglich. Zur Not wirklich wieder im Ganzkörperanzug. Ist zwar ein ungewohnter Anblick, aber so können sie wenigstens zeigen, was sie können. Kommen auf die Card, kriegen den riesen Paycheck. Da würde ich mich jetzt erstmal nicht beschweren. Ja. Gut. Wir haben noch einen weiteren Pay-Per-View. Wie sich das so gehört nach WrestleMania. Das Backlash, so muss das sein. Jawohl. Und nach einer ganz kurzen Pause werden wir diesen Pay-Per-View tippen und damit auch die neue Tipprunde einläuten. Bis gleich. We'll be right back.
Ja, wir sind zurück bei Moon Talk 506 und wir werden jetzt den ersten, ja, nicht mehr Brand-Only Pay-Per-View, B-Pay-Per-View natürlich, tippen. Nämlich Backlash. Diesen Sonntag findet er statt und wir haben da als erstes ein Tag-Team-Match. Bobby Lashley und Braun Strowman, also Bobby Brown, gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ja. Ja. Was soll das denn? Das sind eigentlich zwei Teams, die du pushen müsstest oder beziehungsweise denen du irgendwas geben müsstest. Soll ich einen Draw tippen oder was? Ich tippe hier auf die Faces, ganz einfach, weil man weder Lashley noch Braun im Moment pinnen darf. Das ist Quatsch. Und Owens und Zayn, ja, die können schon mal verlieren. Aber ob denen das jetzt wirklich so gut tut, weiß ich nicht. Ja, willkommen bei Raw, Cammy. Ihr werdet hier, glaube ich, untergehen. Das ist jetzt mein Tipp. Okay, da fange ich mal direkt an wieder mit was, mit was Bekloppten. Dann sage ich mal, tippe ich auf Owens und Zayn, Gewinn durch Bescheißen einfach, ja. Durch irgendwie, keine Ahnung, Low Blow. Oh ja, hatten wir noch nicht. Ja, nee, wobei, nee, Quatsch, Low Blow darf ja nur noch Nakamura zeigen. Das ist ja, ja der, wenn ja böse. Ja, hatte das, irgendwie, keine Ahnung, die werden das irgendwie drehen, weil du hast recht, Strowman darf man nicht pinnen, das auf keinen Fall, Lashley wahrscheinlich auch nicht, aber auszählen oder irgendwas, das geht. Disqualifikation. Ja, ich sorge gleich mal dafür, dass ich wieder ein paar Punkte im Rückstand bin. Na gut. So, was meinen die anderen? Na, ich tippe auf die Heels, einfach nur deshalb, weil bis jetzt alle Matches seit Owens und Zayn bei Raw sind, haben sie alle verloren. Das waren ständig so Tag-Team-Matches mit Lashley und Braun auch drin. Und die haben ständig verloren. Dann sollen sie jetzt mal gewinnen. Können ja Bobby Lashley, ich finde das nicht schlimm, Bobby Lashley zu pinnen. Ja, im Moment ist der nichts wert. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn er gepinnt wird. Genau. Ja, ist doch wichtig, wen man pinnt. Und im Moment pinnt man einen Bobby Lashley, der nichts ist. Also, bitte. Ich sehe Lashley als nächsten Contender, aber... Ich glaube schon, so ein Quatsch. Ja, kann ich mir gar nicht... Weil das irgendwo mal stand, von wegen... Nee, das stand nämlich nirgends. Ich habe mir das selber zusammengeschustert, nee, weil ich glaube, dass das... Lashley gegen Lesnar will man da machen. Das ist ein Money-Match, klar. Ja, aber das hat die WWE schon abgelehnt. Ich glaube der das, dass sie darauf keinen Bock haben. Ja, dann ist es eben nur bei mir so im Kopf. Ah ja, ich tippe halt hier auf die... Ja. Hier. Ich wollte ja erst an der... Also mit Tippen immer, aber an der Tipprunde wollte ich nicht mehr teilnehmen wegen der Punkte, aber weißt du was, ist mir sowas von egal, mache ich jetzt doch. Ja, natürlich, du bist doch kein... Ah. Bist doch keine Sissy oder was? Ja, kein Babatunde. Genau. Wo ist er? Ja. Sehr gut. Wie hieß der Japaner nochmal? Keine Ahnung, schon vergessen. Hiroki Sumi. Genau. Ach, so einen fetten Anfang Dabba, auch. Dabba Simba fand ich übrigens klasse, ja. Dabba Simba. Ja. Wo wir das beim Live gemacht haben, meinst du? The Barbarian! Saba Simba! Ja, absolut. Was tippt denn der Jens? Und der Gordon natürlich. Ich lass Gordon mal den Vortritt. No. Ich bin da total unentschlossen. Ich habe so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Strowman und Lashley sich da in die Haare kriegen. Das ist auch schön. Dass man daraus so eine Fehde macht. Nur irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Owens und Zayn das wirklich ausnutzen. Das ist wieder so eine, das ist wieder so WWE-Logik. Ja, die kriegen sich in die Haare, aber sie verlieren trotzdem nicht. Und Cammy auch. So wie Cena und The Rock, die eigentlich eine Fehde gegeneinander haben, aber gegen Miz und R-Truth trotzdem gewinnen. Ja. Wo es überhaupt nicht Not tut, einfach. Klassisches Wrestling würde für mich hier einfach bedeuten, die beiden kriegen sich in die Haare, weil sie eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben und dann wird einer von beiden irgendwie eingerollt oder sie kriegen sich so sehr in die Haare, dass sie ausgezählt werden und Owens und Zayn pissen sich darüber. Das ist doch dann auch ein Sieg für die Heels. Also. Ja. Die Frage ist nur, passiert das wirklich? Also vermöbeln sich zum Beispiel Lashley und Strowman draußen? Naja. So lange, bis dann eben beide ausgezählt werden und dann Sami Zayn so mit dieser Winke-Geste an beide. Das können wir richtig gut vorstellen. Das wäre auch super stark für Owens und Zayn, weil sie dann immer eine große Fresse haben könnten bei Raw. Aber das will ja WWE immer nicht, weil WWE ist ja immer Face Country. Und deswegen werde ich auf Strowman und Lashley tippen. So.
aber mich freuen, wenn Owens und Zayn gewinnen. Eine Win-Win-Situation. Genau. Ja. Jens. Lashley und Braun. Mhm. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Braun Strowman gefällt mir als Face nicht wirklich. Das sind so Entwicklungen, viel zu früh. Und eigentlich hoffe ich, dass er wieder Heel turnt. Aber das wird man wahrscheinlich auf lange Sicht gesehen erstmal nicht mehr machen. Ja, und ich sehe es so wie Gordon, die beiden werden sich da wahrscheinlich in die Haare kriegen, weil man kann ja Braun Strowman nicht um den World Title antreten lassen, das geht doch nicht. Nein, es muss zum x-ten Mal dasselbe Match sein, obwohl eigentlich jetzt durch den Sieg beim Greatest Royal Rumble wäre es gerade, dass er in das Title Picture kommt, aber... Er hat ja einen grünen Gürtel, den kann er immer mit sich rumtragen. Ja, bei eine Raw schöne Schicko-Trophäe, ja. Ja, die war bei Raw auch zu sehen, die Trophäe. Bei seinem Match stand die draußen, aber den Gürtel hast du überhaupt nicht mehr gesehen. No. Doch, bald im WWE-Shop. Aber gut, ja. Brauchen wir nicht weiter drum rum machen. Ich glaube auch, das läuft auf eine Fehde zwischen den beiden raus und ich könnte mir vorstellen, dass man Lashley dann auch heel turnt, weil es halt eben bei Braun noch nicht so lange her ist. Und Lashley wäre eigentlich ein heel turn zu raten. Ja, sehe ich nicht ganz so. Er ist ja noch nicht wirklich lange da. Lass ihn erstmal so. Ja, aber er reißt irgendwie nicht so richtig was. Also, da bin ich ja auch nicht. Weil er erst 5 Minuten da ist. Lass ihn doch erstmal durchatmen. So. Warten wir mal. Ja. Ich sagte, er wird dieses Jahr noch Champion. Oh Gott. So. Ja, klar, Cruiserweight Champion oder so. Ja, auf jeden Fall. Saudi Arabian Champion. Oder SmackDown Women's Champion. Um den Titel geht's jetzt nämlich zwischen Carmella und Charlotte. Carmella muss verteidigen gegen Charlotte und ich glaube, das wird ihr nicht gelingen. Das war sehr witzig und Carmella wird auch weiter, denke ich, da mitmischen können. Ich glaube, das hat ihr insgesamt schon geholfen. Dieser ganze Quatsch, den sie da auch in den Promos erzählt hat und so weiter. Aber Charlotte, also One-on-One, hat sie natürlich keine Chance gegen Charlotte, deswegen klare Sache hier für richtige Begründung, kannst du mir auch einloggen. So. Ja, ich tippe natürlich auf Carmella. Natürlich kann sie das nicht One-on-One machen, aber dann machen hier diese, ich habe vergessen, wie die Gruppe der beiden Australierinnen. Iconics. Ja, dass sie da irgendwie eingreifen und dann Scheiß und dann. Also ich tippe auf Carmella. Ja, wäre ganz interessant, ne? Vor allem, weil ja immer noch diese Hierarchie da besteht. Die Iconics meinen ja, sie stehen dadurch über Asuka. Ist ja gar nicht so doof. So die Frage, wie lange man das ausreizen kann. So, Gordon und Jens noch. Ja, jetzt ist Jens mal dran. Okay, Carmella. So. Oh, cool. Ja. Begründung, ich würde einfach mal sagen, es wäre jetzt eigentlich schon wieder zu früh, dass man Charlotte den Titel gibt. Es reicht irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wenn sie dann den Titel mal wiederholt. Jetzt so eine schöne, anständige Fehde gegen irgendjemanden. Das muss nicht mehr um den Titel gehen. Sie soll ruhig hier auch mal verlieren oder kann gewinnen. Aber auf jeden Fall tippe ich auf eine Titelverteidigung. Und ja, warten wir mal ab. Also... ich habe irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht Asuka heel turnt irgendwann. Hast du es im Urin, ne? Ja. Aber gucken wir mal. Ich tippe auf Charlotte. Und zwar durch die Q. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Das heißt, dass Charlotte zwar gewinnt, aber eben nicht einen Titel mitnimmt. Das ist immer das Problem bei Tippspielen, aber es wird jetzt soweit. Ich bleib trotzdem. Ja. Ja, es geht eben nur um den Namen. Ne? Ja, die Iconics greifen irgendwie ein und dann sieht der Referee das und dann wird es abgeläutet und Charlotte noch so, nein, dich abläuten, ich mach sie trotzdem alle. Und dann sagt der, was, du willst deinen Koffer einkaufen? Das war so klar. Der Referee ist doch schon im Urlaub, Gordon. Ach so, ja. Wer kommt ein anderer? Mike Chioda, ja.
Ah, er ist auch schon alt. Wir werden alle nicht jünger. Ja. So. Oh. Das nächste Women's Title Match um den echten Women's Title bei Raw. Nia Jax verteidigt gegen Alexa Bliss. Und auch hier sehe ich einen Titelwechsel, weil das nämlich nicht geht. Und Alexa Bliss hat das ja auch nochmal gesagt in ihrer Promo Moment of Bliss, was wir alles Schreckliches erfahren hier von Nia Jax. Nicht nur, dass sie einer alten Dame das Essen geklaut hat, sondern jetzt auch noch da Terz in Disneyland gemacht hat. Und es ist schrecklich, wie sich Nia Jax gegenüber Alexa Bliss verhalten hat. Und mir tut Alexa Bliss leid. Und die musste ihr ganzes Leben jetzt schon mit Nia Jax sich abgeben. Und ja, und wir auch. Ja, das ist schrecklich. Und nein, das geht nicht. Sie braucht ihre Rache und die arme Alexa. Ja, also Alexa ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, steht außer Frage, aber sie wird hier verlieren, weil man Nia natürlich erstmal den Push beibehält und Alexa verliert dann die Nummer dieses Mal und dann muss sie erstmal auf andere Pfade gehen und Nia kämpft dann gegen, weiß ich auch noch nicht, mal gucken, irgendjemanden von der Riot Squad oder so, irgendein Quatsch kommt denn da. Gordon, ich fand ja deinen Tipp mit Charlotte, aber ohne Titelwechsel ja ganz gut, noch deine Erklärung. Könntest du dir hier sowas vorstellen wie, dass Nia so ein bisschen im Rage-Modus, aber ein gefeierter Rage-Modus, so von wegen, jetzt können sie endlich mal gegen die ganzen Alexa spielen. Ja, das könnte ich mir theoretisch auch noch vorstellen, dass Alexa Bliss hier per DQ gewinnt, ja. Und dann noch mehr auf die Bully-Schiene geht. Aber ich glaube, so intelligent ist WWE wieder nicht. Naja. Aber gegen wen würde dann Alexa in den nächsten Wochen sich konzentrieren? Ach du, die kann ja Shots gegen Natalia verteilen. Ne? Ja, Alexa so ein bisschen bei Ronda Rousey mit einbinden, also ja, um sie ein bisschen over zu bringen, weil Alexa gut reden kann und Ronda ja nicht. Naja, na, das kommt aber noch. Ja, sicher. Oh, hoffentlich. Ja, Conway, erzähl. Nee, ich weiß nicht. Doch, du sagst jetzt ein Draw. Nee, das ist auf jeden Fall Mickey James. Nee. Nein. Ein Draw hätte ich vielleicht noch im Tag Team Match gesehen, aber hier auf keinen Fall. Hier, ne, in dem Bobby Lashley ist Draw. Ja. Ja, dann tippe ich auch auf, naja, keine Ahnung. Was weiß ich. Ich will so, ja nicht mehr so viel nachdenken, also. Zwei haben wir noch. Nia Jax. Naja. Ja, muss man wahrscheinlich machen. Ich überlege auch gerade, aber warum sollte Bliss den Titel jetzt schon wieder kriegen? Sie hatten ewig gehabt. So, das, naja, wird ja auch immer mehr abgefeiert, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. True. Ja, ich glaube, das tut ja auch nicht weh, wenn sie jetzt den Gürtel mal ein halbes Jahr oder so nicht hat. Man wird das so machen wie bei Charlotte. Ja, Charlotte ist ja quasi auch nach dem einen Titelgewinn da mal so in meinen Augen so richtig abgestürzt. Jetzt hat man sie wieder richtig mit dem Sieg gegen Asuka wieder so richtig in den Olymp gestellt. Machen wir es kurz. Ich sag auch, naja. Naja. In den Olymp kommt man doch nicht rein wie in eine Taverne. Doch. Den Olymp sehe ich in jeder Kino-Werbung, wenn die Aldi-Werbung kommt. Oh. Die gab es auch schon länger nicht mehr, doch. Nee, jetzt gibt es die mit der Space Station. Falls du die Space kennst. Station. Space, man. I always wanted you. Genau, da kommt dann die Lapis. So. Daniel Bryan wird natürlich Big Cass besiegen. Big Cass steht zwar ein großer Push bevor. Er hat ja auch gesagt, Daniel Bryan ist klein, deshalb hasst er ihn. Und er hat ihn auch aus dem Rumble eliminiert. Dafür wird sich Daniel Bryan jetzt rächen. Er wird sich natürlich im Singles-Match hier durchsetzen. Und Big Cass wird danach aber ausrasten, Daniel Bryan attackieren, ihn so richtig zusammenhauen und wird dann dann wird der nächste Fädengegner von Big Cass nämlich den Save machen für Daniel Bryan. So sieht's aus. Und zwar Shane McMahon. Mein Gott. Nein, weiß ich nicht, der Taker. Nein, ich habe keine Ahnung. Enzo. Nein. Big Show. Ach, die haben alle schon, oh Gott. Ich weiß es nicht. Lass es irgendeinen sein, der gerade nichts hat. Mayor Kane. Mayor Kane, ja. Wer ist jetzt eigentlich bei Tour of Five Live zurückgekommen? Keiner. Buddy Murphy. Ja. Zurückgekommen, der wiegt jetzt wieder genug oder zu wenig. Der wiegt jetzt wieder wenig genug. Wenig genug, um wieder... Buddy Murphy ist der große Rückkehrer. Ja. Ja.
Der von letzter Woche, ja. Bei WWE braucht man einfach nichts mehr erwarten. Nee, ich sag doch. Ich tippe hier auf, dass es keinen klaren Sieger gibt. Also. Ja, draw, no contest. No, ist okay. Ja, ist schwierig. Also, mein erster Gedanke war halt, dass man Cass pushen will und deswegen Brian besiegen lässt. Aber ihn jetzt aus dem Rumble rausschmeißen und ihn dann auch noch bei SmackDown verhöhnen. Tja. Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass Brian keinen Payoff bekommt, ne? Das ist richtig. Und man ihn dann erst später wieder durch das Publikum noch hochbringen will, aber ich kann mir das irgendwie mit Cass nicht vorstellen. Ich sage auch Daniel Bryan. Hat noch durch die Q oder so. Und Cass irgendeinen Scheiß macht. Ganz einfach schon... alle Matches enden durch die Q, ja, nur im Main Event nicht, weil es da keine gibt. Ist das ein NWO Pay-Per-View oder was? Ja. Hatte jemand auf Big Cass getippt? Bis jetzt nicht. Ach, ja, aber dafür hat ihn halt aus dem Rumble rausgeschmissen. Dann gibt's ja in der Regel wieder Even Steven, ne, wie immer. Tja. Och, Mensch. Tja. Also Daniel Bryan ist gerade erst zurückgekehrt. Und er ist auch. Ja, mit einem Unterschied. Der eine hat das Talent für den Main Event, der andere nicht. Wie redest du denn über Daniel Bryan? Ja, wollte ich gerade sagen. Der wird gerade schon World Champion. Ja, klar. So, ich tippe auf Daniel Bryan. Erstens aus Sympathie. Zweitens, weil ich es genauso sehe, Daniel Bryan wird hier... Sie müssen ihn ja auch irgendwie ein bisschen pushen. Das ist jetzt beim Greatest Royal Rumble ja auch passiert und... Wenn man mich fragt, braucht man ihn im Main Event mehr als je zuvor. Vielleicht hat man wirklich auch Big Cass nur bisher so gepusht seit seiner Rückkehr, eben wegen der Rückkehr. Und wenn er jetzt gegen Daniel Bryan verliert, dann ist das okay, er ist weiter Heel, aber er wird nicht mehr so gepusht. Das war jetzt nur, weil er zurückgekehrt ist und man ihn noch ein bisschen wieder in Erinnerung rufen wollte, so, guck mal, das Big Cass ist jetzt hier und so. Und das kann man natürlich auch machen, so eine Scheiße. Ja, und vor allem kann dann Cass auch schön bei SmackDown dann wieder sagen, ja, du hast mich zwar gepinnt, aber ich bin immer noch größer als du, das habe ich dir gezeigt. Aber ich bin nicht so klein wie ein Pin. Ja. Deshalb. Ja. Man sollte vielleicht bei den Tipps hier, zumindest bei den SmackDown-Matches, auch bedenken, dass nächste Woche bestimmt zwei interessante Newbies bei SmackDown ja dann wahrscheinlich ankommen. Das eine ist Almas. Und das andere ist Sanity. Mal gucken, wie die eingebaut werden. Ne? Ja. Vielleicht macht Almas ja den Save. Daniel Bryan. Würde mich nicht durchringen, da einen Außenseiter-Tipp zu machen. Das ist alles ja zu 99% eigentlich für mich auch klar. So. Ja, Roman Reigns gegen Samoa Joe. Das ist also Samoa Joe im Moment hyperaktiv. Der ist auf jeder Baustelle zu finden. Und Roman Reigns versagt ja immer in seinen Augen. Und ja, eigentlich braucht jetzt Reigns wieder was. Ja, allerdings. Furchtbar eigentlich. Ja, ist auch furchtbar. Auf der anderen Seite ist Samoa Joe ja gerade sau over. Das ist ja WWE doch egal. Ja, natürlich ist es der WWE egal. Hier gewinnt natürlich Roman Reigns. Ja, das tippe ich nämlich auch. Das tippe ich auch. Ganz schlimm. Das interessiert doch niemanden bei denen. Oh, wie, was, der wird angefeuert? Ich höre nichts. Er wins, die cheeren alle nur, ich höre nichts. Ja. Die cheeren hier für Owens und Zane. Ja. Die werden sich jetzt hinlegen. Das ist ja auch so, ist bei Raw aufgefallen, wie die Kommentatoren schon nach 15 Minuten Raw die ganze Zeit den Zuschauer versucht haben zu erklären, warum Zayn und Owens angefeuert werden. Das war dann so von wegen, das ist jetzt nur, weil die halt hier ne, groß geworden sind und so. Mehr ist das nicht. Da war mir dann schon klar, als der Main Event festgesetzt wurde, dass die da am Ende verlieren werden, weil deswegen musstest du das so relativieren, diese Chance, weil wenn Leute, die so bejubelt werden, am Ende auch noch verlieren müssen, das musst du dann schon ein bisschen kleinreden, die Jubelrufe und boah, fick dich WWE, Alter. Ja, ich hatte da ja schon zwischenzeitlich vermutet, ob man da nicht die drei sich in die Haare kriegen lässt, weißt du? Denk nicht zu viel, ne? Wir haben noch einen Thorsten und einen Jens. Ja, mache ich hier jetzt den Außenseiter-Tipp. Ich tippe auf Samoa Joe. Ja, cool. Das werde ich auch machen, obwohl er es nicht machen wird.
aber ich... Deine Tipps sind immer so super. Ich weiß, ja, es wird nicht passieren. Er will Tippspielstrafen einfach. Ja, glaube ich auch. Das sagst du gleich. Da müssen wir nicht einmal Tippspitz machen. Masochistisch veranlagt einfach. Ja, aber ganz ehrlich, Roman Reigns, ja, was will er denn aktuell noch haben? Er hat zweimal gegen Lesnar verloren. Eigentlich ist es gerade in meinen Augen scheißegal, gegen wen er jetzt noch dreimal verliert. Ja, bei meinen Augen wirklich. Außerdem darf ich daran erinnern, dass er clean gegen The Miz verloren hat und seinen Titel verloren hat gegen The Miz. Naja, clean war es jetzt nicht. Ja, trotzdem war es ein vernünftiger Pin und fertig. Vielleicht wird er auch bewusstlos im Coquina Clutch oder sowas. Ja, gibt es ja auch wieder Möglichkeiten, ihn dann wieder gut aussehen zu lassen. Es bringt einfach mehr, mit Samoa Joe hier weiterzuarbeiten. Wenn man irgendwann einen guten Contender dann auf irgendeinen anderen World Champion haben will. Dass es danach ja noch geht bei WWE. Ja, ich weiß, Gordon, du hast wahrscheinlich recht, aber nein, ich will mal was anderes sehen. Ja, ist ja auch okay. Beim Greatest Royal Rumble habe ich wirklich so defensiv getippt und es war ja fast alles richtig. Ja. Aber nee, jetzt habe ich wieder Lust, mal was Gutes zu sehen. Wir sind wieder in den USA, ja? Außerdem, jetzt ist ja noch alles frisch, die Punkte kannst du ja wieder auf. Genau. Ich glaube, die nächsten beiden Matches muss man in Kombination wieder betrachten. Hatten wir ja eben schon das Thema, oder beziehungsweise beim letzten Tippspiel, einmal das US-Title-Match zwischen Jeff Hardy und Randy Orton und das IC-Title-Match zwischen Seth Rollins und The Miz. The Miz bei SmackDown. Und auch beide Contender um den US-Title. Das heißt, zum einen, dass der IC-Title nicht wechseln wird, weil dann beide Midcard-Titel so oder so bei SmackDown wären, weil es beim US-Title ja egal ist, wer den gewinnt. So. es ist völlig absurd eigentlich. Ich möchte ja eigentlich Jeff Hardy weiter als US-Champion sehen. Ich weiß nicht warum. Er verleiht dem Titel einfach eine gewisse Wertigkeit. Ja, passt im Moment ganz gut, finde ich. Ich mag das auch, wie The Miz versucht, zwischen den beiden was aufzustacheln. Das passt auch ganz gut. Ich glaube aber, dass Jeff Hardy ist so der Coole, aber Orton, der ist eben die Viper, ne? Und das weiß auch The Miz. Da sticht er ja so rein irgendwie und Boring Predator, ja. Na gut, aber ich weiß nicht, ich traue das eher Orton zu, dass er sich da zwar nicht beeinflussen lässt, aber dass er dann eher Jeff Hardy im Stich lässt. Und Hardy ist eben, Hardy ist richtig over, ne? Und Orton zwar auch, aber bei dem ist es dem Publikum, glaube ich, egal, wie der drauf ist. Der zeigt sein RKO, der zeigt brauchbare Matches. Und Jeff Hardy will man, glaube ich, im Moment so sehen, wie er dargestellt wird. Deshalb hier mein Wunsch, auch mein Tipp, Jeff Hardy. Und auf der anderen Seite natürlich muss es ja Seth Rollins machen. Ja, würde ich auch so tippen. Und was Randy Orton dann betrifft, denke ich mal, wird es endlich mal Zeit für sein, in den irgendwelchen Wrestling-News ständig angekündigten Urlaub. Ja. Der wird wieder so gelangweilt. Ja, es ist leider... Den Tippen, ja, anders kann man wirklich nicht tippen. Ich hoffe nur, dass hier Jeff Hardy durch einen Whisper in the Wind gewinnt, ja, der daneben geht. Das wäre doch mal geil, oder wenn sie das noch ein bisschen. Das ist der neue Finish. Ja, daneben. Whisper in the Wind daneben. Ja, das ist der Windstoß dann, ja. Ja. Das wäre geil, Mann, wenn sie das mal so aufnehmen würden. Ein Nero in the Wind, oder was heißt das dann? Oder er kommt als Willow raus. Oh, das wäre auch geil. Da kaufe ich mir den Regenschirm für 50 Euro. Den klaut er einfach von This Guy. Ah ja. Ja. Der hat ja keinen mehr. Der kommt jetzt immer ohne. Ja. Der ist ja Heel. Aber im Anzug. Naja, nicht wenn er zum Match. Ja, gut. Ja, lockt das leider für mich auch mal ein. Dafür hat Brian Kendrick wieder seinen Satz am Anfang des Sieben. Ja, ist wieder da, finde ich gut. Oh, wie schön, ja. Hat er wieder einen Plan. Ja. Gut. Jeff und Seth, ist das eine Kombi, mit der man leben kann? Oder sagt jemand Orton und Seth?
Nee, ich sag Miss und Orton. Nein. Ja, macht total Sinn. Wir machen einfach alle Titel zu SmackDown, dann, sie bei, dann kommen die bei Raw. Dann kommen die bei Raw. Brock Lesnar, den einzigen Titel bei Raw. Ja, okay. Nee, es gibt ein Szenario. Da sagen sie, ja, wir haben SmackDown haben wir an die Saudis verkauft. Ohne Titel. Die haben ja den grünen Titel. Der ist doch gelb. Damit sich alle Raw-Fans aufregen. Und das ist, dann sieht man immer, jedes Mal Shinsuke Nakamura, wie er einem Fan in die Eier haut. Geil. Nein, machen natürlich Seth Rollins und Jeff Hardy. Gut. Jens sagt das auch, oder? Ich würde mal fast sagen, ja, was ist jetzt eigentlich mit dem Miss? Geht er jetzt in längere Pause oder nicht wegen seinem Kind? Oder bleibt er jetzt da? Gibt es irgendeine News? Also es gab die Ankündigung, dass Randy Orton noch eine längere Pause machen wollte. Denn angeblich wäre die im Februar oder März gewesen, aber die hat er dann ja doch nicht genommen. Und The Miz will angeblich auch Vaterschaftsaus nehmen. Also passt das eigentlich für beide. Tja. Ja, trag es mal so ein. Zwei aber Matches, dafür, die man eigentlich so nicht mehr braucht. Also braucht, genau. Captain Cool Arrive. Naja, nein, auf jeden Fall. The Miz braucht momentan den Intercontinental-Title nicht mehr. Seth Rollins steht der Titel eigentlich ganz gut. Jeff Hardy, ja, passt, super. Da, was will man da unbedingt verändern? Ich meine, nee, bleibt so. Na? Ja. Conway. Ich habe mich doch angeschlossen. Echt? Habe ich nicht. Ich habe sogar gesagt, Orton, meine Begründung war Jeff Hardy und Orton, war, dass Orton mal endlich mal in seinen längeren Urlaub geht, zum Beispiel. Ja, ja, okay. Nee, dann sagen wir hier alle das Gleiche. Okay. Es ist ja interessant. Ich hoffe, dass das jetzt bald mal durch ist mit dieser Titelschieberei da, damit das nicht mehr so offensichtlich ist. Ja. So, ja, WWE-Titel-Match. No Disqualification. Das heißt, es wird einfach komplett eine halbe Stunde lang nur noch mit Anlauf in die Eier getreten. Oh ja, bei den einen gibt es immer, immer abwechselnd. Yeah. Yeah. Yeah, genau so. Ja, ich habe euch auch gerade mal das Video verlinkt, da könnt ihr mal nebenbei reingucken. Da wisst ihr auch nicht, was die Typen singen. Mit dem Fake-Bullshit da, ja, AJ Styles kann wegen mir keine Kinder mehr bekommen. Ja, das ist der Titel, ja, bestimmt. Das ist der Song, na klar. Time to punch some nuts. Up to your guts. Schlecht, ey. Ja, aber was kurz. Nakamura gewinnt hier natürlich den Titel. Oder auch irgendwie nicht. Also auf jeden Fall gewinnt er. Ja, kann ja auch durch, keine Ahnung. Ich tippe auch auf Low Blow. Gewinnen. Nein, der gewinnt nicht. AJ Styles gewinnt. Nein. Also ich tippe auf Nakamura, ich traue mich mal. Danke. Weil ich will, dass die Story dann zwar weitergeht, aber so halt, dass AJ jetzt irgendwie der Jäger ist oder Rematch-Clause oder was auch immer und Nakamura wird durch den Titel gewinnen, wie auch immer jetzt zustande kommt, noch heelisch irgendwie so. Was ja, das er macht doch gerade wirklich gute Arbeit mit den Promos. Also ich fand das, ich meine, wir haben es ja schon davor in dem Part gesagt, die Promos sind jetzt richtig gut eben, weil er, also natürlich kann er nicht gut Englisch, aber es kommt ja so natürlich so rüber, dass er keinen Bock hat, Englisch zu reden. Und das ist natürlich richtig geil, ja. Ja, Sunny Ono. Ja, ich finde das gut. Ja. Ich sag AJ, weil man jetzt denkt, ja, okay, wenn es jetzt No Disqualification ist, dann kann der Shinsuke das ja alles legal machen, was er die ganze Zeit gemacht hat. Dann ist natürlich kein Problem für ihn auch zu gewinnen. Und deswegen klappt das natürlich nicht und AJ macht das. Ja, ein zusätzliches Argument für dich ist ja auch zu sagen, dass Nakamura ja am Ende von SmackDown über Styles stand. Das ist ja auch mal so ein Ding, ne, was die WWE ja gerne macht. Scheiße, ja, dann muss ich mal überlegen. Scrambled Eggs. Nee. Ja, das ist die Theme von Freud. Nakamura, okay. Ja. Gordon. Ja, AJ gewinnt. Direkt mal zwei Punkte hier dran liegen. Das ist für mich eine klare Sache, weil jetzt in der weiterführenden Fehde hat Nakamura eigentlich dominiert, vor allen Dingen immer mit den ganzen Cheap Shots, mit den Low Blows. Da hat AJ nicht viele Stiche gesehen. Und jetzt das Unentschieden dann halt beim Greatest Royal Rumble, was wir alle jetzt nicht so erwartet haben, weil es auch ziemlich lame war. Aber trotz alledem, also das... Geht's dann weiter danach? Was meinst du?
Ja, mal gucken. Also entweder es kommt dann erstmal ein anderer Contender oder es ist tatsächlich dann so, dass man da nochmal weiter drauf eingeht und dann irgendwie guckt. Es kann ja dann auch sein, dass dann AJ halt auch nicht so ganz fair und square gewinnt in dieser Nummer. Und dann kann natürlich Nakamura da wieder ein bisschen drauf rumreiten und AJ kann dann natürlich sagen, wieso, in dem Match war ja alles fair. Und dann gibt es zwischen den beiden halt nochmal irgendein Match, so ein Käfig. Mist, das klingt auch noch sinnvoll. Ja, oder Ladder. Ich bleib ja, genau. Ja, dass er dann so singt, take a letter, Maria, address it to my wife. Ja. Okay. Bei irgendjemandem läuft ein Helikopter im Hintergrund. Ja. Jens hat wieder getrunken. Aber nicht mal leise, ne? Ich bin die ganze Zeit ruhig. Ja. Hast du vielleicht auf dem C64er gerade Airwolf gestartet? Shoplifter. Übrigens geile Serie, unbedingt mal gucken. Du sagst? Ich sage AJ Styles und ich hoffe, dass die Nummer damit dann auch vorbei ist. Weil das wäre dann der dritte Anlauf innerhalb eines Monats von Nakamura auf den Titel. Lass mich raten, das ist noch viel zu früh für Nakamura. Ja, ich finde ja. Ja, ich weiß. Ja, so. Wieso? Manchmal ist es doch so, du siehst zum Beispiel Braun Strowman und sagst, ja, der Aufbau, der war super. Diesen Aufbau hat aber ein Nakamura nicht gehabt. Sprich also, da braucht das einfach noch ein bisschen Zeit. Und das ist ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt. Ist so in Ordnung. Wenn er mit dem Low Blow gewinnt, ist alles gut, finde ich, ja. Das ist so richtig assi bescheuert. Und deswegen finde ich das gut. Als der Taker das mal da die 3 Monate hatte, wo wir auch schon gesagt haben, hat er einen neuen Finisher, einen Low Blow. Ja, super. Dann finde ich das irgendwie glaubwürdig. Aber ja, ich kann auch damit leben, wenn Nakamura mit dem Titel nach Hause geht, dann ist das auch in Ordnung. Muss ja nicht jetzt... vielleicht irre ich mich auch und er macht sich super als Champion, auch wenn es jetzt schon ist. Es ist doch in Ordnung. Aber ich glaube einfach so, AJ ist einfach immer noch der bessere Draw. Und deswegen, ja. Damit würde ich auch argumentieren. Ja gut, was gerade dagegen spricht, fällt mir gerade auf. Natürlich ist ja der andere Champion wieder mal nicht da. Der ist ja weg. Und dann hast du natürlich dann nur Nakamura als Champion. Ah ja, das ist schon... Mach ich den Aber Conway? Du hast jetzt ja Nakamura gesagt. Nein, also... ich kann noch den Conway machen. Das ist 3-mal erlaubt. Nee. Also... Nee. In der Runde gibt's das nicht. Oh Mann, ey. Na gut. Okay, dann freuen wir uns alle auf Backlash und ich wünsche dann auch den Hörern natürlich viel, viel Spaß dabei. Ja, es wird sicher ganz interessant. Ich freue mich mal wieder drauf. Die letzten Pay-Per-Views haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen. Ich bin gerade sehr positiv gestimmt, was die WWE angeht. Ich weiß, Conway Drecksliga. Was redest du denn da? Ja, vor allem, wenn das jetzt wieder zusammengeschmissen wird und alles. Und es gibt ein paar Fäden, die mir sehr gut gefallen. Und es gibt auch Charaktere, die mir gefallen, so eine Alexa Bliss zum Beispiel. Und ja, es passt für mich im Moment einiges. Und es macht Spaß. Schinsuke, so. Nakamuras neues Team, immer in die Eier, immer. Ja, genau. Auf Japanisch. Das ist so. Okay, dann danke an euch. Wir werden dann auch mit Backlash nochmal so die Weeklies dann natürlich beleuchten, auch der Rest, der da noch stattgefunden hat, wobei jetzt auch schon ziemlich viel abgedeckt war. Also es ist ja jetzt, wie gesagt, dadurch, dass die Brands wieder zusammengeschmissen wurden. Gut. Okay. Und so Sachen wie Authors of Pain, da muss man jetzt auch nicht drauf eingehen. Nee, wieder nee, zwei Local-Jobber da. Furchtbar. Ja. Oh Gott. Das war doch richtig gut. Ja. Weißt du, da dubitieren die und dann lass mal Paul Elliwing erstmal wieder gehen. Ja, genau. Super Entscheidung. Die Jobber knacken wir auch alleine. Wenn wir dann richtige Gegner kriegen, holen wir auch Paul Elliwing wieder. Ja. Ja. Nee, dann haben sie Paul Heyman an der Seite. Sehr gut. Okay. Und machen natürlich ein Stable mit Roman Reigns, na klar. Ja, sicher. Ja. Dann gucke ich auch wieder. Also, mehr mit Freude. Gucken tue ich ja leider noch. Ich weiß nicht. Gut, dann nochmals danke fürs Durchhalten hier. Bis zum Backlash Review. Und
und ich sage bis dann und tschüss. Ja, ich verabschiede mich dann auch mal schnell, weil ja, dadurch, dass die WWE ja jetzt nur noch Pay-Per-Views in einem Monat macht, oder einmal im Monat halt, muss ich mich nicht, ich habe ja überlegt, ob ich auch mal eine Auszeit nehme, aber es muss ja gar nicht sein, weil dadurch, dass eben, wie gesagt, nur ein Pay-Per-View jetzt im Monat ist, kann man auch mal zwischendurch nicht viel gucken, weil das Ding ist auch, was in den TV-Shows kommt, kriegst du dann bei dem Pay-Per-View sowieso immer toll zusammengefasst, weil ja in den TV-Shows eben nicht so viel passiert. Also Backlash Review und dann ist auch erstmal was, 2 Wochen wahrscheinlich Ruhe hier. Das tut mir auch mal ganz gut. Diese Drecksliga. Was ist überhaupt der nächste Pay-Per-View? Extreme Rules oder so? Extreme Rules? Ich glaube ja. Also Money in the Bank kommt im Juni, würde ich sagen, oder Juli. Dann kommt der SummerSlam. Ich guck mal eben nach. Ja, guck mal nach. Ja, dann verabschiede ich mich währenddessen schon mal. Tschüss! Also, Ach so, nee. Also im Juni, ja, wir sind dann schon im Juni. Da kommt NXT TakeOver, Chicago, yes. Und dann Money in the Bank ist der nächste. Oder in the Shrink. Und dann kommt Extreme Rules zwischen Money in the Bank und SummerSlam. Aber da kommt zum SummerSlam auch schon wieder. Ist Money in the Bank eher Anfang, eher Mitte oder eher Ende Juni? 17. Also Mitte. Ja. Das ist doch okay, da hat man fast 1,5 Monate Ruhe. Ja, finde ich gut. Ja, ich auch. Bin ich auch vollkommen in Ordnung. Extreme Rules am 15. Juli und SummerSlam am 19. August. Ja, dann immer so in 1-Monats-Abständen. Richtig. Ist auch besser. Survivor Series ist der 18. November. Ja, und dann kürzen wir noch 5 weitere Pay-Per-Views weg und dann ist die Zahl angenehm. Achso, ja, tschüss. Still, ja, tschüss. Ne? Ja, ich sag auch mal tschüss und ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal hören, ist dann Gordons Title on the Line gegen Mr. JFK. Wird, glaube ich, ganz spaßig werden und ja, ich spiele jetzt eine Runde Persian Gulf Inferno. Wenn ihr wisst, was ich meine. Bis dann. Tschüss.